So, Zeit maximal, Channelname Bonja. Daily Dose machen wir nächstes Mal, machen wir dann morgen. Games und Movies. Wenn ihr selber euren Döner schon mal nur mit Fleisch gegessen habt, dann schreibt nichts in den Chat. Ansonsten schreibt ihr Schreck 3. So, wir gehen rein. Wir suchen ein Spiel, bei dem man einen JBL machen kann. Ne, BLJ. Aber nicht das, sondern ein bisschen anders. So größer. Es ist größer einfach. Es ist ein bisschen größer als das, was... Nee, noch größer. Noch. Ja, fantastisch. So, Super Mario Galaxy haben wir gesucht. Gewonnen hat Laverdash. Hier kommt dein Preis, Laverdash. Then check this out. Ready now? Labertasche. Ach so. Ach so. Oh shit. Oh ne, ein Tag noch. Was ist ein Tag in Sekunden? 86.400. Gut, dann Big F in den Chat für Labertasche. Und wir gehen mal in den Discord. Und dann, ich habe heute mal ausprobiert, wie hoch ich springen kann. Und ich habe gemerkt, ich kann überhaupt nicht hoch springen. Also gar nicht. Das ist komplett krass. Also schaut mal, wenn ich jetzt hier so springen würde, also hier ist meine Höhe. Ich schaff's mit meinen Schultern nicht aus dem Bild raus, glaube ich. Achtung, ich springe jetzt einmal. Achtung. Okay, doch, ich kann sau hochspringen. Weil ich gucke gerade nämlich die Doku auf Netflix, The Last Dance. Und obwohl mich Basketball null interessiert, ist irgendwie ganz geil. Also kann ich empfehlen. Ist eine ganz geile Doku-Reihe. So. Gehen wir mal hier rein. Ach, schau mal da. Warum wolltest du hier wieder lügen? Lügen. Fängt schon an zu lügen, bevor wir mal spielen. Morgens jetzt. Moinas. Ey, Timmet, was geht? Hallo. Hallo. What you doing? How you doing? Ich habe eine Frage an euch. Ja. Na klar. Was glaubt ihr, schätzt nur, nicht nachgucken. Okay. Was glaubt ihr, wenn Elon Musk jedem Menschen auf der Erde gleich viel Geld geben würde, also sein ganzes Vermögen aufteilen würde an alle Menschen auf der Erde, wie viel würde dann jeder bekommen? 4 Millionen. Ich sag 7 Millionen. 7 Millionen? Ich sag 3 Millionen. Ich sage, wartet mal, Chat, er wartet auf den Chat. 10, nee, nee, nee. 10, nee, 10 Euro? Hallo? Milliarden. 3 Milliarden. 3 Milliarden, okay. 3 Milliarden. Ich hätte auch 5 bis 10, glaube ich, ja. Oder? Okay, also die Wahrheit ist, Elon Musk hat ungefähr so zwischen 280 und 300 Milliarden Euro Vermögen. Und wenn er jedem Menschen von den 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde ein Geld geben würde, wird jeder 34 Euro bekommen. Ja. Oh, ja. Sehr Klaus. Er war ja sehr Klaus mit 7 Millionen. Scheiße, ich dachte mal, 10 Milliarden funktionieren auch. Ja, dachte ich auch. Trash. Schätzen schwierig. Das war super enttäuschend. Ja, scheiße, 34 Euro, das ja, aber Geld behalten. 34 Euro haben oder nicht haben. Ne? Also ich nehme die jetzt. Also kann er schon aufteilen jetzt. 34 Euro ab. Ah, nee, ich habe mich auch vertan. Nicht 34 Euro, 34 Dollar. Also noch weniger. Weil es sind ungefähr 31 Euro oder so. 28 Dollar oder Euro oder so? Ja, sowas ist. Dann will ich es doch nicht. Noch schlechter. Jetzt, aber stell dir vor, Matteo, er gibt niemandem irgendwas, aber dir sehr viel. Ja, das wäre geil. So eine, es müsste so eine, das wäre geil. Es müsste so eine, alle 5 Jahre ist so eine komplette Umverteilung von Geld und es ist wie so eine Lotterie. Und jeder zieht ein Los und dann kriegst du einfach das, was du kriegst. Und die meisten würden ja dann scheiße am Ende dastehen, weil wir sind ja wahrscheinlich im oberen 10% der Welt, oder? Deutschland, oder? Ja, Europäer allein schon. Wenn du einen normalen Job hast, selbst wenn du in der Kasse arbeitest, bist du schon 1000-mal reicher als Leute in Bangladesch und in Afrika. Also gibt es so viele Menschen, die haben gar nichts halt. Und das ist, also wir müssen immer wieder vor Augen führen, wie gut es uns geht. Und jetzt noch eine Sache. Danke. So. Okay, noch eine Sache. Jetzt noch eine Sache und jetzt eine Sache, die auch gut ist. Guck mal, wenn man jetzt so denkt, dass einer ganz vielen was gibt, das ist so echt underwhelming, aber jetzt überlegt mal andersrum, wenn ganz viele zusammentun, man macht zum Beispiel so einen Charity-Stream oder so, wie viele immer zusammenkommt und jeder tut nur ein bisschen was dazu und am Ende kommt richtig viel zusammen. Das ist richtig schön.
Ja. Deswegen sind Charity-Kampagnen immer richtig nice. Ja. Das stimmt. Wenn ich Spendenstream aber sagst du, wenn jeder von euch 1 Euro spendet, dann kriegen wir schon mehrere tausend Euro so. Mhm. Aber was macht niemand? Und dann ja, aber das macht niemand. Das macht jeder. Ja. Ey, vor allem bei dir kam doch voll viel zusammen. Bei dir ging es doch voll ab in dem Spendenstream. 30k oder so, ne? Ja, voll geil. Ja, 33k. Ja, aber bei dem, aber sind trotzdem halt mal viele. Ist ja nicht mein Monat. Ja, lustig. Ich hab mich versprochen, Chibuli, mach dich. Jetzt bin ich. Jetzt. Oh nein. Ja. Beim Stream sind es halt immer wenige, so Leute, machen, ne? Wenige Leute, die halt sehr viel reinhauen und nicht halt jeder ein bisschen. Ja, aber darauf ist ja auch das Geschäftsmodell von Pay-to-Win-Spielen ausgelegt, auf die dicken Whales. Da möchte man hin. Ja. Man möchte gar nicht, dass alle, also die meisten Leute sollen Free-to-Play spielen und dann kommen die fetten Wale, die tauchen dann 1000. Hey, warum beleidigst du mich? Wie hast du mich denn genannt jetzt gerade? Ich hab doch nur. Oh, Matteo, einfach selber Gedanke. Geil. Matteo, ich hab doch nur deinen Kosenamen. Den ach so, ja, stimmt. Den du im Bett mit mir benutzt, ne? Komm her, du fetter Wal, fass mich an. Fettes Fettschwein aus so, geil. Ja, schön, dass ihr da seid. Sind wir schon komplett? Schön, dass du bist. Ja, da. Sieben Leute. Danke, Basen. Schön, dass du bist, Matteo. Weißt du, ganz schön, dass du existierst. Wir haben 10 Grad. Kennt ihr diesen schön, dass du bist. Ich habe heute so ein Unge-Internet, deswegen habe ich wahrscheinlich ein paar Lags heute. Unge-Internet? Was alle 2 Tage ausfällt, wisst ihr doch. Ey, also erstmal, mein Internet ist einmal jetzt, seit ich auf dem Bauernhof lebe, ausgefallen, aber mein Strom ist 3-mal ausgefallen, okay? Ja. Ach so, okay. Ich bin noch am Streamen, aber Internet ist weg. Ja, mein Internet ist dann war es kurz weg. Ja, ich hab's gesehen. Natürlich ist das Internet aber ja auch weg, wenn dein Strom weg ist. Hast du dann so eine Fackel oder so, die du anzündest? Nö, Handy hast du noch im Bett. Der zieht den aus und macht die Fackel an. Vergesst, dass es Handylicht gibt. Nee, Handy ist dann auch instant leer, wenn der Strom weg ist. Ja, so aber es ist wirklich creepy. Den Clip können wir später nochmal gucken, so Chat. Ich mache heute die Nachtschicht auch. Und hier ist alles dunkel. Ich mache heute ja die Nachtschicht. Wir machen heute ab 0 Uhr Anima. Dann können wir dazwischen den Clip gucken, Chat, okay? Simon, aber viele Sterne sehen dann. Ja, da kommt dann kurz Unge. Da kommt dann kurz Unge versus Wild durch. Macht nur so Lagerfeuer. Das mit den Sternen war echt krass. Innen drin. Geister. Achso, habe ich schon eine Lobby-Sage? Ja, wir haben schon. Ich bin Palle. Und wie geht's euch sonst so? Alles gut bei euch? Sehr gut. Ich kann schon eine positive Nachricht mitteilen. Stop okay. Finning hat 1 Million Unterschriften gesammelt. Geil. Und damit ist es offiziell durch, geht's durch, ne? Ja. Richtig gut. Ja. Geil. Also, stark. Jetzt muss es halt bearbeitet werden. Die können jetzt sagen, nö, machen wir, lassen wir so, wie es ist. Aber dann müssen sie zumindest, genau, sie zumindest sich angucken. Drüber immerhin. Reden. Sau gut. Cool. Ja. Mega. Ich würde gerne ein Hai essen. Jetzt. Lecker. Aber nur die Flosse, nur die giftige Flosse am besten. Genau, ist wichtig, ist wichtig. Nur den Hai und die Flosse einfach abschneiden und wegschmeißen. Simon, sind dazu richtig viele Leute. Der die positiven Nachrichten rüberbringt, super geil. Da sind da mit richtig viele Leute in alle Twitch-Chats gegangen und haben geschrieben, hier, unterschreibt mal, Unge hat sich das angeguckt, vertraut mir. Ja. auch 50. Ja, 50 bis 100 DMs so bei Instagram, einfach nur so, guck dir das Video an. Ja, ich habe auch erst unterschrieben und dann geguckt, was es ist überhaupt. Ja. Stark, Matteo. Dass Matteo aus irgendwas ausgelassen wird, erst überschrieben, dann angeguckt. Ja, schon. Ehrenmann. Ich lese immer gar nicht, unterschreibe immer direkt. Oh mein Gott, wisst ihr was? Oh mein Gott, ich muss gleich immer schreiben. Oh mein Gott. Was? Was ist passiert? 3 Leute. Ich hatte kein Headset auf. Warte. So. Oh mein Gott. Habt ihr die krankste Nachricht heute mitbekommen? Ja, Microsoft. Microsoft hat einfach Blizzard gekauft? Ja, aber ist doch gut. Ist doch gut, oder nicht? Diablo. Das ist so krank. Und jetzt muss ich noch eine Sache. Und jetzt muss ich nochmal. Ja, so krank. Also, warum? Ja, weil die einfach das größte Spielestudio der Welt werden wollen. Und damit der Game Pass alle, so wie Netflix-Abo, alle den Game Pass holen. Und jetzt pass mal auf. Was richtig krank ist, jetzt nochmal, wenn es um Zahlen geht. Microsoft hat Blizzard für 70 Milliarden gekauft, also 68,9 oder irgendwas, also 69, 70 Milliarden, so. Ja. Das ist so unfassbar viel, wenn ihr überlegt, dass Amazon komplett Twitch für unter 1 Milliarde gekauft hat, unter 1 Milliarde, und das 70 Milliarden war. Microsoft hat WhatsApp gekauft für 14 Milliarden. Nee, eine war das auch, oder? Instagram wurde doch nur für 1 Milliarde oder so gekauft, war das nicht das? Sehr günstig, genau. Instagram. 14 Millionen. Und aber ich sag mal, hat Microsoft gekauft für 2,5 auch ein bisschen mehr, ja, 2,5 Milliarden. Also 2,5 Milliarden für Minecraft, 1 Milliarde für Twitch
14 Millionen für WhatsApp und dann einfach 70 Milliarden für Blizzard. Richtig krank. Ja. Ich komm da nicht auf. Aber mit Inflation sind es halt wahrscheinlich nur so 50 Milliarden oder so, keine Ahnung. Andererseits macht Blizzard halt auch einen Jahresumsatz von geschätzten 8 Milliarden. Ist natürlich auch eine gute Candy Crush, ne? Super witzig war einfach, dass Dalu dann heute getweetet hat, Microsoft hat einfach 70 Milliarden Verlust gemacht heute. Nee, die IPs, du kannst so viel, also wenn du die IPs wieder aufbauen. Call of Duty, 100 Millionen Spieler, Warzone? Ja, vor allem, ich sage noch was, Minecraft hat damals, als Microsoft Minecraft gekauft hat, hat jeder gedacht, oh mein Gott, 2,5 Milliarden, das Spiel hat doch schon jeder, was soll man auch rausholen? Und jetzt schaut mal, wie viele Leute, wie viel die Geld wieder rausgeholt haben. Die holen aus allem Geld raus, die sind krank aus allem Geld raus. Viel Spaß. Und vor allem, die haben sich ja auch einen Konkurrenten weggemacht. Das ist ja beides. Also du hast was gekauft und was zerstört sozusagen. Okay, tschüss. Ich werde reich und dann kaufe ich Instagram und dann mache ich den Shop da unten weg. So, ich mache einen Sound. Alter, das wäre so eine geile Idee. Ja, ich sterbe. Habe ich oben eine Quest gehabt? Nee. Wir sind Shifter. Das bedeutet, wir werden uns jetzt ein, zwei Personen ansehen oder wir sterben direkt. Und dann werden wir beurteilen, ob die in der Quest, ja. Dann werden wir beurteilen, ob die vertrauenserweckend sind und dann klauen wir denen die Rolle. Am liebsten würde ich eigentlich eine Rolle klauen, die richtig geil ist, so Engineer oder Nice Guesser oder Medium, das finde ich auch irgendwie geil. So, keiner fixt das Licht, deswegen gehen wir mal gucken. Sind Leute am Licht? Nein. O2 ist eine Person, Labor sind vier, ich werde sterben jetzt. Ich bin der Einzige, der alleine ist. Specimen ist eine Person. Die Person, die jetzt gerade in O2 ist, warum geht dieses Licht nicht fixen? Zwei Leute sind tot, what the fuck, Terste und Jiburi. Terste und Jiburi sind tot. Dann müssen die doch im Labor gestorben sein, oder? Die müssen im Labor gestorben sein, ich brauche hier gar nicht rausgehen. Was ich hätte machen können, als die gerade die zwei Leute gekillt haben, hätte ich shiften können, wäre aber egal gewesen, weil ich jetzt tot bin. Hä, wie viele haben den hier gekillt? Die haben in der ersten. Die haben vier Leute schon gekillt, oder was? Oh, Blast ist tot. Oh, vier was? Leute! Oh, Junge, vier Leute? Aber das war auch unendlich lang das Licht aus. Unendlich lange. Ja, ja. Hat sich keiner getraut. Ja, Tim Horus ist schon mal einer von den Impostern. Da sind Jeff, Unge und ich zusammen hingelaufen. Also ich kann für jeden Kill, für jeden... Timid war mit Matteo und mir Lifeline hin und her. Timid, okay, bist du noch Lifeline? Nee. Ich kann für jeden Kill Jeff rausnehmen. Wir sind komplett zusammen durch Lab. Alle Tasks. Der war doch vor uns. Ich war sogar vor euch im Lab und vorher. Ja, also wir können Parsival, auch wenn es vier Kills ist, kann Parsival gar nichts mit zu tun haben. Parsival, Jeff, Unge, komplett raus. Heißt, von den letzten dreien sind zwei die Bösen oder vielleicht sogar drei. Also egal, wie wir jetzt voten, Parsival, Jeff und ich, ja, wir müssen uns jetzt überlegen, scheiß auf die anderen, wir müssen uns jetzt überlegen, wen wir voten, weil die können uns nicht überbieten. Also wir können es auch nicht anhören, aber dann müssen wir zu dritt entscheiden, weil es können sein, dass es zwei Imposter und ein Schakal sind, weißt du, was ich meine? Weil es sind vier Kills passiert. Ja, Timid, woher kommst du denn eigentlich? Du hast den Kill gefunden, gegen Party. Das wüsstest du wohl gerne. Lifeline, dann Bleskovic. Timid, wo wurde denn Blesk gefunden? Was, Timid? Also wo hast du denn Lifeline. Lifeline, okay. Ich bin Jakal. Also, als ein Kill gefallen ist. Ja, ist gut, dass du das sagst, Maso. Als ein Kill gefallen ist. Erstmal Timid oder Tim Horus. Nee, als ein Kill gefallen ist, war Tim Horus und Matteo mit mir unterwegs. Okay, lass über Timid überhaupt nicht ausreden. Scheiß auf die beiden. Nee, scheiß auf die beiden. Nee, wirklich, Maso, wirklich. Lass nicht ausreden. Lass einfach Timid voten. Let's go. Okay. Okay. Der soll auch nicht mehr reden hier, bitte. Ich möchte das nicht mehr. Das Ding ist, Parzi, er bleibt... Wir haben jetzt einfach gewonnen, wir machen schnelle Runde, oder? Wie bitte? Schnelle Runde. Okay. Aber, Basso, du hast West getötet, oder? Nee. Ich hab West nicht gemacht. Ich hab, glaube ich, Jibo gekillt im Labor oder so. Okay. Ja. West hab ich nicht gemacht, nee. Ich war jetzt actually wirklich auf dem Weg zum Licht, aber... Also es sind wahrscheinlich mehrere Killing Rolls. Ich denke, einer ist Barso und. Ja, hab ich schon gesagt. Ich bin der Karl. Hab ich doch gesagt, Timid. Ja, nee, ich weiß. Timid ist Imposter. Ich hab mich auch selber gewotet. Alles gut. Aber ich weiß nicht, was du bist. Timid, wenn du nicht Imposter bist. Ist Timid ja Jess? Nee, geht das überhaupt?
Nein. Kann sein. Aber ich bin der Einzige, der nicht auf Timmy schaut. Chat, ich verwechsel gerade. Im Chat wird gerade geschrieben, den Kill gemacht hat. Das Geldvermögen alleine ist 20 Billionen durch 7 Milliarden Menschen. Ihr verwechselt gerade Billionen mit Milliarden. Auf Englisch sagt man Billion, aber auf Deutsch ist es Milliarden. Also Elon Musk hat ungefähr 200 bis 300 Milliarden auf Deutsch, aber das sind Billion auf Englisch. Deswegen kommt ihr gerade durcheinander. Nein, tun wir nicht. Doch, tut ihr. Ich sehe es doch gerade, da steht es doch gerade. Das Geldvermögen alleine. Achso, ihr meint das gesamte Geldvermögen oder was? Auf Deutsch ist es Millionen, Billionen. also auf Deutsch ist Millionen, Milliarden, Billionen, so Milliarden. Ja. Millionen, Milliarden. Ich habe sie halt wirklich geglaubt, dass die Blockade ist. Was war das denn? Schnelle Runde. Ich kann nicht, ob ich freue mich. Ich wusste. Es ging aber nicht um die gesamte Geldmenge, es ging um das Geld von Elon Musk. Es ging nur um das Geld von Elon Musk. Ach so, wir sind nur zu 10, da haben wir Jakar gar nicht an. Nevermind, wir haben theoretisch hätten ihn sogar haben können. Nevermind, ich dachte, wir könnten ihn nicht haben. Ich hatte also direkt dafür. Also Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen, Trilliarden. So ist es in Deutsch. Auf jeden Fall noch eine dritte Killing Roll drin ist, aber so war halt klar, Parsival, Jeff und ich sind unschuldig, die anderen drei müssen schuldig sein. Und wenn Basel sagt Jakar, habe ich einfach geglaubt. Aber wir haben halt auch nur 4 Kills gemacht, weil keiner Licht angemacht hat. Ja. Also, wir beide wiggeln so. Das war halt wirklich das Problem. Warum hast du dich am Ende ja auch nicht mehr. Okay, du konntest ihn nicht verteidigen. Du konntest eh nicht mehr raus. Das haben ja direkt 4 Leute mit drauf gewonnen. Ja. Timmit ist egal. Was war eigentlich Timmit? Ach, mir ist egal. Alles gut. Ich hab mich selber gewonnen. Ich hab mich sogar als Zweiter selber gewonnen mit dir. Sehr gut, Timmit. Timmit eingesehen. Er sollte bitte nicht mehr reden. Ey, perfekt. Wir müssen jemanden voten. Ich bin Joker. Okay, dann voten wir Timmit. Das war einfach von Baso, war es einfach Pfeifett. Es war halt so 50-50. Entweder ihr votet mich direkt raus oder ihr nehmt erstmal einen von den anderen. Ne, hätten sie sich machen können. Wenn du Jakar bist und 2 Imposter drin sind und die voten dich raus, haben sie verloren. Ja. Die durften dann nicht. Das wusste ich natürlich. Klar, bei 4 Kills weiß ich gar nicht so genau. Da hätte man das sogar noch drüber nachdenken können, weil man hoffen könnte, dass ein absoluter Gamble. Imposter getötet wird. Aber du versuchst ja trotzdem eher den Imposter rauszuholen als den Jakar. Also es war mega gespielt. Viel Spaß, don't die. Viel Spaß. So, okay, Crewmate, was sind wir? Viel Spaß. Was sind wir? Mayor, okay, 2 Votes und wir können einmal ein Sondermeeting einberufen. Lass mal schauen. Okay, lass mal Hardcore ausschließen. So, wir folgen jetzt erstmal Timmit. Wenn wir Timmit trauen können. Können wir Timmit trauen? I don't know. Timmit sieht irgendwie aus, der sieht lost aus. Timmit sieht aus, als würde er, wäre ein Killer. Der wird mich aber jetzt nicht killen, oder? So, Licht wurde gefixt. Unge ist hier. Wo ist Timmit hin? Timmit bleibt hier noch dran. Okay, Timmit stellt sich da drauf. Also, Blesk, Unge, Timmit und ich glaube Jeff waren im Labor. Checken wir mal ganz kurz Lifeline, ob jemand inzwischen gestorben ist. Nee, ist niemand tot, dann machen wir hier unsere Quest. Bup. Specimen hätte ich einen, aber die will ich nächste Runde erst machen. Wir gehen Communication, da kommt Terste von unten, okay. So, Communication machen wir unsere Task. Jiburi kommt mir entgegen aus dem. Aus O2. Terste kommt mir wieder entgegen. Licht geht aus. Warum läuft Terste so rum? Sterbe ich jetzt schon wieder? Okay, aktuell haben wir 0 Infos. Okay, Blesk ist wieder tot. Wer würde Chris töten? Warum? Das darf nicht. Chris ist bisher in der letzten Runde auch als erstes gestorben, oder? Nee. Ja, aber es sind 4 Leute als erstes gestorben. Ich glaube, Chris war Kill 3 oder 4. Na gut, habt ihr mal Glück gehabt. Ja, ist trotzdem erste Runde. Verziehen? Aber, ja. Ach, mir ist das ist nicht schlimm. Alles gut. Damit verzeihst du mir? Nein. Ja, ja. Nein. Nein. Nee, alles gut. Aber wir wissen schon mal, dass... Ich wollte es jetzt. Sorry. Tim Horus. Tim in Electrical? In Electrical. Linda, welche Rolle hast du? Keine böse. Okay, okay, dann ist der Fall geklärt. Ich nicht meine Rolle Tim Horus, weil wir haben ja einen Evil Guesser. Richtig. Vielleicht ist ja auch Tim Horus der Evil Guesser. Hat sich einfach so straight welche Rolle. Das war nur einmal komisch, weil sie so neben mir stand. Achso, weil du mir hinterhergelaufen bist und ich nicht wusste, was das wird.
Okay. Wer waren die beiden in O2? Welche Rolle hast du denn, Timo? Ich bin in O2 gerade. Ausfragst, kann man dich auch mal fragen. Du auch, ne? Genau, ich stehe mit Matteo an den Gasflaschen gerade. Also, er kann es auch nicht gewesen sein. Ich kann ihn rausnehmen. Ah, du hast du eine Rolle, mit der man mit Deichen sprechen kann, Timorus? Der kann ihn nicht gewillt haben. Habe ich mir gedacht. Also, weil wenn Terce so sagt, also Terce kann es ja nur wissen, wenn er da auch da ist. Dann muss es so sein. Ja, dann ist Terce, kann es auch nicht gewesen sein, wenn der Kill fresh ist. Ich kann Jeff rausnehmen. Wir sind zusammen. Der ist relativ frisch. Basel, wo bist du gerade? Ich bin, glaube ich, in Nähe Electrical irgendwo, aber noch draußen, weil ich gerade hingelaufen bin, weil ich nicht wollte, dass das Licht diesmal so lange aus ist, weil ich weiß, was letzte Runde passiert ist. Sehr gut gemacht. Übrigens, wer hat das erst nicht gefixt? Ich als Engineer. Gut gemacht. Gut gemacht. Ach, das gelogen. Aber wo wir am Admin-Tab waren, da waren ja 3 Punkte Electrical und 2 Punkte O2. Oh, scheiße, Jeff, bist du krank? Der dritte... ja. Gute Besserung. Oh, gute Besserung. Gute Besserung. Jeff, was? Jeff, Timmit, Simon, da wart ihr noch Office Admin, ne? Weil dann ist Basel, ja, Timmit war nicht im Office. Timmit war zu dem Zeitpunkt nicht im Electrical Party. Jawohl. Ich bin, glaube ich, schon Richtung Labor gerade Richtung Electrical gegangen, aber ich bin noch in der Mitte so draußen. Aber Timmit ist auch unschuldig dafür. Ja. Ich bin raus. Erste, bist du Shifter? Tschüss. Nein. Warum fragst du ständig Rollen? Ja, was ist denn los, dem Horus? Willst du rausgebotet werden oder was? Du bist totes Ding, du kannst dir alles erlauben. Ja. Frechheit. Also, reicht was soll das denn? Ja, ich kenn mal deinen Platz, Tim Horus. Vorsicht. Ja. Das hat dir jetzt nicht gefallen. Okay, scheiße. Ich bin so tot. So, was machen wir jetzt? Also, meinte Tim Horus, war das selbst oder es war. Also, Baso wirkte für mich auch ein bisschen, sagen wir mal, verdächtig, so wie sie es ausgesagt hat. Ich muss nochmal ins O2. Ja, machen wir jetzt mal kurz Specimen und dann gehen wir zurück raus ins O2, solange Licht aus ist. Okay, first try, Simon says. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ich hasse mehrmals drücken. Okay, made it. Macht Jiburi ein bisschen Angst. Sie hat keine Angst, oder? So, Licht geht aus. Jiburi will mich... Es war doch Baso! Och Mann. Leute. Jiburi hat Matteo getötet. Ja. Nee. Basis ist durch mich durchgelaufen. Entweder Morphling, Warlock Kill oder sie hat nicht mit mir gerechnet. Das könnte sein, Morphling. Weiß nicht, ob... Bist du gerade im Lab? Nee, warte mal, hä? Ich bin Jackal. Diesmal wirklich? Bist du gerade im Lab? Nee, sie kann ja kein Morphling sein, weil sie hat dich ja gekillt und sie hat, guck mal, wurde angezeigt. Als ob jetzt Matteo so dein Lieblingsspieler ist und. Also, komm, das können wir doch unter den Teppich kehren, oder? Jetzt unter uns. Ja, also, Basel. Ja, ich bin im Horus. Nein. Warte ganz kurz, wir können das gerne unter Teppich kehren. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber letzte Runde hast du getötet. Wer? Nee. Also, weil wir alle Punkte ausschließen und Jeff und ich haben beide den dritten Punkt in Electric gewonnen. Aber das stimmt halt trotzdem nicht, Basel. Also, du kannst es sagen, aber es stimmt halt nicht. Letzte Runde kann Basel auf jeden Fall West getötet haben, das weiß ich nicht. Diese Runde ist Basel aber gerade in dem Raum, wo der Knopf ist. Hält der Steine zu Among Us einladen? Nee, ich glaube, der hat keinen Bock auf Among Us. Wo ist denn der Kill? Ich krieg 5 Subs. Was ein Luppen, Moffin. Danke, aber Mara. Danke, Mara, für 5 verschenkte Subs. Nein, ich bin kein Freund, wenn es heute oder letzte Runde so lustig war mit mir. Warum? Bist du diesmal im Poster? Also danke. Nee. Aber es hat nichts hiermit zu tun gehabt. Was machst du denn im Raum, Knopfraum? Es hatte nichts mit dem Kill hier in Game zu tun, oder? Eine Schuhe hatte, nee, Schuh kann halt nicht. Wir zocken morgen mit Schuh Halo. Unge, du kannst doch gar nicht jetzt am Knopf sein. Du bist doch in O2. Nee, er ist rausgelaufen. Habt ihr mit noch gekreuzt kurz vor Admin? Also. Terce habe ich in O2 gesehen, damit ich Edden rein wollte, gerade noch zum Lifeline, habe Baso gesehen und dann wurde gedrückt. Wo ist denn der rechts? Ja, gut. Bin dann Simons Arsch. Und Pazzi? Mit Terce also Tim Horus war es nicht. Den Download gemacht. Also ich möchte mal ganz kurz mal von Jibo wissen. Jibo, dir ist jemand durchgelaufen und hast du den Kill gesehen von der Person? Ja, nee, also es war Licht aus und Tim Horus hat Matteo und mich bei Specimen oben in dieser Schleuse getroffen, dann sind wir nach links gelaufen. Aber Mente ist schon ein gutes Stück vor mir. Also wem bist du gecrossed? Und dann ist halt umgefallen und Baso kam mir halt von da entgegengelaufen. Also entweder, wie gesagt, für mich Morphling reingestochen, so rein oder gefühlt allen Leuten gecrossed diese Runde. Terce, du bist gut gestern, mach auf Tim Horus Morphling. Ja, Moment. Timmit, warst du das eigentlich? Ja. Ich war das.
Richtig, ja, ich guess gleich. Starker Kill von dir. Morphling auf dem Horus. Ist true. Heute wieder kurz Ex Anima. Ja, wir spielen heute Nacht Ex Anima. Ich kann euch nicht sagen, wie lang, aber ich habe schon Bock auf jeden Fall. So, wir powern wieder. Dann machen wir hier True. Trägt Matteo denselben Hoodie wie gestern? Das kannst du nur rausfinden, wenn du das VOD von gestern dir ansiehst und vergleichst. Ich würde nicht drauf wetten. So, guck mal hier. Gestern hatte ich nämlich einen von Varion an. So, Upload. Wie fandest du gestern CS mit den Peets? Ich fand diese Fun-Modi richtig witzig, aber erst als wir zu groß waren, als wir klein waren, dachte ich so, es fühlt alles so langsam an. Aber danach, gerade in Office, hat mega Spaß gemacht. War aber auch voll anstrengend, weil es voll laut war. Zenfleck war da gestern aber schon drauf. Ja, aber ist da ein anderer Hoodie? Außerdem, ich mache auf alle meine Hoodies Zenflecken. Ex-Anima-Sucht kickt rein. Ja, mal sehen. Mal sehen, ob die richtig reinkickt heute oder ob ich sage, oh, guck mal. Jetzt könnt ihr mich hier nicht mehr verarschen. Einen blauen Pulli? Ja. Hatte ich gestern einen blauen Pulli an? Alles gut, Shiburi. Erzähl. Ah nee, gestern hatte ich... Okay, ich sag's. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auf Baso geschossen, weil sie paar zwei Formen... Ich hatte gestern einen blauen Hoodie an. Weiß es nicht. Gute Besserung. Dann war sie wirklich... Warte mal, dann war sie wirklich Jackal, aber wir haben trotzdem den Morphling drin. Ach stimmt, den Disco-Pulli hatte ich gestern an. Stimmt, ihr habt recht. Runde. Deswegen. Der Disco-Pulli. Ich hab das nicht. Nein, nee, war kein Troll, Shiburi. Der Horus Morphling. Hm? Nee, Tim Horus kann es nicht sein. Nein. Der war hinter mir. Ja? Film. Ja, einen Moment, warte mal. Nein, was nicht. Ich rolle gerade nicht. Warum? Wolltest du mich eigentlich heute sein. FDL spielen? Nee. Vielleicht am Donnerstag. Heute wollte ich Safex Anima spielen. Was? Das war jetzt der Sheriff, das hat aber lange gedauert. Du sollst nicht den Sheriff nicht gesehen. Oder war Jeff... Schade, ja, war Jeff. Wenn Jeff jetzt wirklich Sheriff war, was ist daran schlimm, mein Hoodie zweimal anzuziehen? Gar nichts. Können wir bitte das erste voten? Dann macht er Meme draus mit same Shirt. Entweder Terster hat auf Jeff gewotet, ich finde, ein Hoodie kann man auch drei, viermal anziehen, wenn man da drunter immer ein frisches T-Shirt anzieht und es schwitzt. Freunde, ich spiele den Joke einfach hier nur mit, aber ich gäste hier gar nicht. Warte mal, wer gäste hier? Warte mal kurz. Ich würde sogar safe. Ich würde zu Hause einen Hoodie auch eine ganze Woche tragen, wenn ich T-Shirt wechsle und keinen Sport mache. Da, wenn ich vote, dann ist verloren. Terste war bei mir. Der hat keinen Kill gemacht. T-Shirt halt nicht. T-Shirt will ich schon. Terste, bitte skip. Skip einfach. Terste, ich habe nicht gewendet diese Runde. Bitte vote nicht. Ich habe nicht gewendet. Es kann auch sein, dass Tim Horus einfach gestern war und gerade reingeschissen hat. Am Ende. Ja. Terste. Kannst du bitte einfach skippen, Terste, bitte. Nicht überlegen. Nee, er ist auch gestern. Aber warum skippst du denn nicht? Was war das für eine Runde? Warte mal kurz. Es sind vier Leute. Okay. Ja, ihr müsst Button drücken, es ist Terste dann. Es ist Terste. Oh mein Gott, Terste hat so. Es ist doch eh vorbei, oder? Einfach Button. Es ist doch eh vorbei, oder? Beeilt euch! Ich fix Licht! Bleib mal Button! Es kommt auch immer drauf an, was man in den Klamotten macht. Wenn man einfach nur am PC sitzt und einfach nur zockt oder so. Ist easy, aber wenn man irgendwie mit dem Hoodie irgendwie was Anstrengendes gemacht hat, dann halt nicht mehr, glaube ich. Dann würde ich ihn auch wechseln. T-Shirt jeden Tag ist übertrieben. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Oh, scheiße, Mann! Ich hab dich nicht gesehen, fuck! Was? Ja, also, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin tatsächlich kein Imposter. Ja, dann try noch den Guess. Also, meine Rolle kriegst du eh nicht raus. Ich habe eine Frage kurz damit. Stand Terste bei dir am Button? Ja. Die ganze Zeit? Ja. Oh, Junge. Ich hatte so Schiss, ich hatte so Panik gerade. Das ist lustig. Also, ich verstehe, wenn ihr mich jetzt votet, aber ich bin tatsächlich kein Imposter. Oh, Mann. Aber ja, dann muss es ein Junge sein, ne? Ja, weil... Tim, du hättest mich jetzt einfach gekillt, oder nicht? Ja, genau. Ist nicht okay, Kodon. Tim, bist du es wirklich? Ja, aber ich BH wäscht man doch auch. Nein, das kann ich, das kann oder ich. Oder man mehrere, oder? Ja, also wenn du es bist, Simon, dann hast du okay, lass da nicht drüber reden.
Okay, wenn du es auch gut gespielt. Ja, okay. Ich GG, komm, wir wollen erst. Wir haben eine Woche. Ey, Timmy, wenn du das jetzt wirklich bist, Timmy, wenn du das jetzt wirklich bist, ist eine Maschine. Nix am BH, ja, aber jeden Tag einen neuen. Wechsel den täglich. Gut, also die Runde mit den drei Kills hast du gut gemacht, Terz. Ja, hab ich gut gemacht, ja. Was war denn Tim Horus? War aber eine gute Runde, also hat Spaß gemacht. Nee, starke Plays, Terz, das hab ich gut gespielt. Der hast du gut gemacht. Let's go! Hä? Ja, ich war Arsenis. Arsenis. Ich wollte, du warst Arsenis? Ja, ich wollte Timid noch kriegen, aber du bist dann weg. Ach, und ich hab ihn gesehen, Mann. Ja, ich hätte gar nicht mehr gewinnen können. Ja. What the fuck? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Starke gut. Runde, gut. Simon. Du hast alle gegaslightet. Ich hab alle gegaslightet. Jo, Simon hat mich alles einfach weggegaslightet. Ich hab versucht, Bar so zu decken, als ob es ein Morphling gäbe. So ja, ich glaube, es hat auch so ein bisschen Verwirrung, wie es gestiftet ja, und dann nächste Runde bei jedem. Ja. Und dann ist Linda tot und wurde vom Sheriff erschossen. Ah, ja, dann muss sie Jakal gewesen sein, weil da hab ich sie ja da gesehen. Ich habe auch gesagt, dass ich Jakal bin, so da muss ich ja gewesen sein. Wer gäst denn jetzt hier, Junge? Oh mein Gott, Terz, als ob du so reingäst. Nee, ich habe auch Nachhilfe in Physik gegeben, Biologie und teilweise Deutsch. Ja, aber tatsächlich, weil ich vor dem Light gewartet habe und Vlesk einfach der Erste war, der da vorbeikam. Also es war jetzt nicht so, ich laufe Vlesk in der Umgebung, sondern er war einfach der Erste, der zum Licht gekommen ist. Bist du nicht Jeff? Ja, ja. Ich war halt Hacker, das hatte mir dann geklappt. Das war gesehen, dass in der Darker Color schon Electrical drin ist. Jeff, du kannst nicht auf meine Poster-Mail schießen, dann muss ich leider rausgessen. Ich habe dich extra nicht getötet, Jeff, aber so. Genau, nicht Erster in letzter Runde, ich war der Vierte. Auf einmal Part 2 gekillt. Ja, das hat sie gemacht, weil sie dir vertraut, Chef. Seid ihr vertraut? Viel Spaß. Viel Spaß. Spaß. Ja. Aber was Gibo, war ein Umschlag? Ich halt Brief. Wir haben den vorhin gelesen. Könnt ihr euch den noch ansehen? Medium. Ja, ja. Oh, geil. Medium ist echt nice. Ich hab da keine Quest. Lauf mal runter. Ich mach mal Dialekt hier. Direkt hier Electrical an der Seite. Dann machen wir O2 komplett. Ich hoffe, ihr sterbt nicht wieder als Erstes. So. Gehen wir hier runter. So, let's go. Hier. Als Medium wird mir keine Leiche angezeigt, ne? Nur als Vulture. Das heißt, es wäre schon nice, wenn wir die Runde überleben könnten. Und dann zumindest eine Leiche befragen können. So, ich mach mal Licht, ich geh mal nach oben. Warte mal, da ist doch gerade was durch mich durchgelaufen, oder? Tim, warum sagst du deinen Namen? Ja, Tim, dann erzähl mal, Tim. Also, Tim mit, wo bist du gerade? Hä, der ist bei uns, wir sind das Trio in der Dusche. Ich bin der Specimen. Also, Matteo, wenn du jetzt versuchst, Timothy irgendwas anzuhängen, ne? Ich hab grad ein Lied erfunden. Ich hab zwei Leute hinter mir, Matteo. Ja, ja, warte mal. Dann haben wir. Und Jeff und überleg dir, was du dann sagst. Haben wir vielleicht. Lass mal Matteo jetzt mal. Lass mal Matteo erzählen, was passiert ist. Also, dann haben wir vielleicht einen Morphling drin, weil ich war in O2. Licht ging aus, bin nach oben gegangen, um Licht anzumachen. Mir kommt was Blaues entgegen, aber es war so hellblau, wie Timmits Mütze, habe ich halt nur gesehen. Dann bin ich nach oben gelaufen und da war der Report-Button. Und Timid ist mir noch hinterhergelaufen. Also ich glaube, jemand als Morphling wollte unbedingt sicherstellen, dass ich Timid sehe, so im Dunkeln, und dann... Jetzt gerade? Genau jetzt gerade steht er neben mir. Das heißt, alle Personen, die jetzt gerade bei euch sind, können kein Morphling sein. Ja, okay, warte, dann sage ich kurz was. Linda und Pass ist nämlich der Einzige, der mich noch... Was? Ja. Was? Ich bin gerade in... Der Einzige, der mich noch gecrossed hat, ist Parzi. Party ist gerade in Office reingelaufen, tatsächlich. Mhm. Linda war mit mir im Atmen-Table. Ja. Wo hast du Timid genau gesehen, von wo bis wo? Und zwar an der Schleuse, wenn man hoch zu wenn man von O2 zu Electrical geht. Ja. Da gibt's nicht beide. Kann er nicht gemacht haben, wenn er gerade noch bei dir war. Geht aber nicht, weil ich stand an der Tür oben und Terze war hinter dir und du warst zwischen uns beiden und bist dann so durch mich durch. Dann kam Terze durch mich durch, während ich an der Tür stand. Als es gerade dunkel war. Dann bist du nach oben gelaufen. Ja, ja, es ist dunkel. War. Ich habe die Tür geöffnet, dann komme ich aus dieser Animation raus, die Tür geht auf, du läufst an mir vorbei, Terze dir hinterher. Aha, Terze war das also. Terze bist du da hinterher. Hey, wait. Nee, also gerade also eben, oder was? Dann war das vielleicht Tim mit doch. Ja, vielleicht habe ich mich vielleicht doch verguckt, aber für mich sah das im Augen, also ich habe es nicht super. Ja, ich nehme dich raus. Du hast hinter aber du hast auf jeden Fall jemanden gesehen. Dann können wir ja trotzdem rausnehmen, wenn wir zusammen stehen.
Ja, also okay, habe ich mich verguckt? Marzi, Office, Linda da, drei Leute waren ein Specimen, das sind ja. Timid, Unge und Jeff wahrscheinlich. Genau. Also ich war auch in der Ecke, ich kann nur sagen, Jiburi war halt mit mir lange in O2, aber ich war dann an den Gasflaschen, deshalb kann sie schon hochgewendet sein. Ja, so ein Jester-Guest auf Martin. Nee, ich hätte die Tür gerade geöffnet. Also nee, aber ganz kurz, Jiburi, bist du durch mich durchgelaufen gerade im Dunkeln? Ich habe die Tür geöffnet vor deiner Nase. Dann habe ich vielleicht dich gesehen und habe das Weiße irgendwie als bläulich interpretiert oder so. Ich glaube, du wirst langsam alt, Matthias. Ich bin schon lange alt. Ich glaube. ich dachte, das ist ja strange. Ich dachte, das ist wirklich blau gewesen, weil ich gesehen habe. Oder war das Visier? Und ich habe das verwechselt. Scheiße. Das war doch was Blaues, oder? Nee, oh mein Gott, ey. Dann bin ich gerade komplett lost. Mich komplett vertan, glaube ich. Dann stimmte der Timid Call gar nicht. So, wir gehen mal nach der Leiche gucken. Und befragen die mal. Schauen wir, ob wir Informationen rausbekommen. Das ist Timid. Ich befrage die nicht jetzt, weil sonst sieht mich da noch ein Killer. Wir machen erstmal unsere Aufgaben hier oben. Ob ich jetzt sterbe oder nicht, macht keinen Unterschied, weil ich kann die Information eh nicht rausgeben. So, lass mich die beiden Quests hier machen. Bitte nicht sterben. Please, please, please. So, und dann gehen wir hoch. Und dann hoffe ich, dass da niemand steht. So, come on, come on, come on. Okay, wir haben die Info. Und wir fixen das Licht. Ich hoffe, wir überleben das. Die Tür ging unten auf. So, wir laufen zurück. Ich kann die Info dann erst im Meeting abfragen. Das heißt, ich würde gerne bis zum Meeting überleben. Das wäre schon ziemlich Premium. Jeff kommt von unten. Jiburi ist hier. Ist jemand tot? Nein, ist niemand tot. Dann bleiben wir mal hier ein bisschen bei den Leuten. Beziehungsweise, die machen bestimmt gleich wieder Licht aus. Warum läuft er mir hinterher? Oh nee, ich bin tot. Baso killt mich schon wieder. Ach, Parzi, ey, mein Gott, ey. Oh. Fucking nervig. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ja. Krass. Das steht aber erst da, seit ich tot bin, oder? Sonst wäre das ja voll okay. Ich habe Matteo gefunden vor der Lifeline. Linda, bist du gerade noch durch mich durchgelaufen? Ich stand gerade mit Matteo noch an der Lifeline und bin runtergelaufen zum Licht, ja. Mhm. Wir sind uns auch gerade noch im Office gecrossed, aber als ich runtergelaufen bin, gerade hat er noch gelebt. Größer machen. Aber ich bin halt auch nach links runter, so. Also, die Sache ist relativ klar, Vanessa. Ja, finde ich auch, ja. Ach, der Name vom Toten steht da. Ich bin noch dumm. Ein bisschen zu dick aufgetragen mit deiner Aussage von wegen... Parsifal kann kein Imposter sein. Wie kannst du dir da sicher sein, wenn du einen Kill gefallen ist? Ich glaube, Parsifal ist dein Komplize, aber du hast diesen Mord. Nee, ich dachte, weil da drei Leute drauf gewotet haben und es gab keinen Grund drauf zu voten. Deswegen bin ich stark davon ausgegangen, dass Imposter drauf gewotet haben. Bevor du die Votes gesehen hast, hast du schon gesagt, Parsifal kann kein Imposter sein, oder? Nee, das stimmt. Nee, den Kill nicht gemacht haben. Er hat ja nur gesagt, dass er links ins Office reingekommen ist. Also Matteo hat gesagt, es war ein Morphling, wenn er nicht blind war. Und der Einzige, der mich halt noch gecrossed hat, war Parsifal in der Runde. Aber es kann halt auch am Anfang gewesen sein. Und aber laut Matteo hat alle Hirnpower am Rechner verbraucht. Wahrscheinlich hat er deswegen Matteo weggeräumt. Aber Matteo hat doch am Ende sogar noch gesagt, dass er sich wahrscheinlich verguckt hat und da Jibu durch ihn durchgelaufen ist. Und warum werde ich im Office gestalkt am Lifeline? Von wem? Von dir. Von außen. Was? Du hast da so reingeguckt. Vielleicht müsste ich Spanner und ein Mörder. Ich bin am Stein vorbei und bin Lifeline reingelaufen, hab drauf geguckt und bist weg. Ich hab nicht eine Sekunde stehen geblieben. Habt ihr Parzi killen sehen, oder? Nee. Du hast diesen Kill begangen, Vesk. Ach, den hier? Ja, den hast du begangen. Ihr seid ja komplett lost. Ja, nee, ich bin vor zwei Sekunden noch durch Vesk im Office durchgelaufen. Also, wenn ich da den Kill gemacht hätte, wäre total dumm gewesen, weil dann hätte Vesk es halt gesehen. Außer Vlesk und ich sind es beide, dann würde es Sinn machen. Aber dann würde Vlesk auch nicht reporten. Aber ich habe Vlesk ja gerade da noch gesehen. So. Ja, dann könnte natürlich auch versuchen, Baso hier noch ein Alibi zu schmieren. Also, ich weiß nicht, mir ist das ganz schön. Wir haben uns inzwischen einfach alle drei Imposter. Ach,
Schon wieder die drei Bots, das sind die drei. Sind die drei. Ja. Simon, es seid ihr, Unge, Unge, Jeff und irgendwer. Nee, ich skippe, ich skippe. Das sind die drei von der Tanke, das sind die drei von der Tanke. Let's go. So, wie viele Tasks habe ich noch? Also Party ist Nummer 1, aber ich weiß nicht mehr, wer Nummer 2 ist. Kannst du mal Brüki einladen zu Among Us? Ich habe gar keinen direkten Kontakt zu Brüki. Der kam immer nur, glaube ich, über Vlesk. Also theoretisch könnte ich machen, wenn wir Leute suchen. Aber ist jetzt kein Versprechen oder so. Aber wenn wir mal niemanden haben, könnte ich ihn mal fragen, ja. Basert Imposterpass, ja, könnte sein, ja. Ich weiß nicht, ich bin mit meinem Klicks los. So. Und den Junkfood Guru. Ja, maybe. Kannst du mal Leslie einladen zu Among Us? Nein, auf keinen Fall. Macht dir Among Us noch Spaß? Ja, ist halt nicht so mein Nummer 1 Game, aber es macht halt Spaß, mit der Truppe halt jede Woche zu zocken. Und wenn ich nicht sterbe und wir eine coole Rolle haben, dann macht's auch Bock. Aber dauernd zu sterben macht nicht so Bock. Also jetzt bin ich 3 Runden direkt am Anfang gestorben. Oder in der 2. Runde, ist halt nicht so geil. Okay, danke. Danke. Okay, bitte. Passt, du erzählst erstmal alle. Animal Crossing, nee, ist nicht so mein Ding. Jibu liegt on cam, also nicht in Security, sondern on cam vor dem Labor. Die nix, war nur Spaß. Wie alt der Kill ist, weiß ich nicht genau. Animal ich macht kam noch Bock, von Electrical. Da war ja Trickster-Light aus, bin hochgelaufen Richtung Electric. Ach Quatsch, von O2 bin Richtung Electric gelaufen. Da habe ich Baso gesehen. Ja, Monas, glaube ich, war gestern und Jibus Spaß gemacht. Okay. Wir haben kein Gameplay für Geister. Ey, das ist es. Wenn es was Gescheites geben würde für Geister, außer diese Tasks machen, das wäre geil. Und die Frage ist natürlich hier, die gute Frage. Wann wird das Beast by X Anima besiegt? Mein Fokus liegt darauf, ein Turnier zu gewinnen oder mitzuspielen zumindest. Oder der Trickster? Lädst du mal Nyla ein zu Among Us. Anderen liegen, aber eine liegt im Gasflaschenraum. Mhm. Oh, aber das heißt doch eher, dass wenn die in Runde 1 vielleicht gelegt wurde. Die Sprachfunktion war immer buggy und es hat keinen Spaß gemacht. Die Bulli ist ja tot, aber. Kommen wir wieder wetten? Ja, also später bei X-Anima wird wieder Hardcore gewettet. Ja, das ist der könnte Wettbüro wieder aufgemacht. Was? Nicht einmal Animal Crossing mit Gnome. Ich will auch kein Animal Crossing. Ja, ich war da hin nach Lifeline gerade. Ich hab dich mal kennen gesehen. Ich bin wieder links unter Storage zurück. Also Simon, ich gerne. Ja. Simon, ich war ja in Runde 1 gar nicht nur 2, ich war ja in Office, ja, sprich, wenn an der Tricksterbox liegt. Und in Runde 2 war ich da auch nicht. Hm. Im regulären also Among Us gibt es 2 Rollen für Geister. Nicht in nur 2. Nee, er meinte nur 2. Wo bist denn du gerade? Wo bist du gerade hingelaufen? Runde 1 überhaupt nicht. Wo bist du denn hingelaufen, als du mit der gelaufen bist? Bei Lifeline warst du nicht mehr. Was? Hat sich gewundert, dass Tim mit einem Schild hat, ne, Blesk? Ich habe letztens Stream von Dienstag von vor 2 Wochen geguckt, da hattest du einfach nur jede Runde geile Rollen, sehr nice. Ich glaube seit 2 Runden nicht, was ihr von mir wollt, oder was sehr nice. Ja genau, also nicht, vor 2 Wochen war richtig geil. Da erinnere mich auch noch so dran. Ohne hätte er dann letzte Runde überhaupt reportet so? Rimble ist immer noch Highlight. Ja, freut mich auch, aber jeder hat seine eigenen Favoriten. Dass jemand zu nahe kommt, deswegen musste er schnell reporten. Nee, wir müssen hier leider auch. Ich bin ja durch und durch gelaufen. Wir müssen leider voten. Jetzt. Ich habe gestern darauf vertraut, dass du Leon aufspielst. Ich mag nicht mehr wetten. Es hat gestern voll Spaß gemacht, dieses Lanzenspiel. Simon? Das ist echt ein geiles Koop-Game. Ich bin der Mayor. Genau, morgen geht The Forest weiter, da habe ich auch Bock drauf. Ich freue mich aber auch auf The Forest 2, also Sons of the Forest, das wird, glaube ich, auch nice. So. Dann machen wir das hier schnell. Scheiße. Übermorgen, oder? Ach stimmt, heute ist Dienstag. Ihr habt recht, übermorgen. Ja, das war's. So, also Partius Killer, wo kommt er her? Wo geht er hin? Was hat er vor? Hä? Was?
Brechen direkt eine Forest ab, sobald das zweite raus ist, oder wollt ihr das durchzocken? Wann kommt das zweite denn raus? Hat Unge gekillt, bin dann wieder raus, geguckt, ob da jemand noch ist, weil das Licht wieder anging. Und dann habe ich oben noch Timmy gesehen. Nee, Nina habe ich nicht. Im Baum rum. Kein Training. Ich muss dann wieder Normaltraining machen. Ich habe seit 5 Wochen nicht trainiert. Nix. Aber, ne? Ich bin heute nur hochgesprungen. Ah, oh, macht Sinn jetzt. Oder? Hast du gesehen, wer das war, Jeff? Nein. Okay, der weil. Ist einfach umgefallen. Also ich 20.5. lag auf einmal tot um. Ja, das ist doch noch gut Zeit. Also. Okay, das Problem ist, dahin sind wir entweder durch oder wir spielen es nicht mehr. Report war ich am Admin und ich habe auch 3 Punkte in diesem, wie heißt das, diese Gasflaschenraum gesehen. Mhm. Und dann 2 und dann wieder 3. Das Problem ist, da war. Ja, ja, das habe ich genau, das habe ich gesehen. 2 Punkte, dann wieder 3 und dann wieder 2 oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Jedenfalls so hin und her. Das Problem ist, da war kein Punkt in O2, Jeff. Dann weiß ich nicht, wo, weil ich ja, bin nach oben gelaufen. Morgen ist Halo, da habe ich auch richtig oder vielleicht ich gestern schon gerne Halo gespielt. Irgendwo liegt da seine Leiche. Ich habe die nicht genau gesehen, ich hatte nur einen Report-Button da oben. Ich bin dann wieder nach unten zu Simon und habe die reportet. Also ich kann sagen, Parzival war vorhin in der Mitte, ne? Da kann der easy Nick, viel Erfolg. Sein, ne? Links. Oder Nicky Nickel, ja. Viel Erfolg. Ja. Aber ich habe Lights gerade angemacht. Nee, ich kann kein Instrument spielen. Ich bin komplett unmusikalisch. Wait, du hast einfach den Killer gemacht, oder Jeff? Nein. Aber es waren ja nur 3 Punkte in O2 und 2 Leichen und ein Killer, weil anders geht's nicht. Ich bin mit Simon Richtung O2 gelaufen. Wir waren vorher Communication. Sorry. Und er war unten bei dem Wassertank. Ja. Ich bin ganz kurz zu den Gasflaschen gegangen, bin dann wieder zurück und er lag da tot. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht sehe ich den Killer noch, weil das Licht gerade angeht. Lieblingsrolle bei Among Us ist, glaube ich, Warlock. Wo Tim mit lag und dann bin ich wieder runter und habe Simon report. Hat man als Jakal eigentlich Imposter Vision? Nee, das, als Jakal geht auch das Licht für dich aus. Ja, ist es so? Okay, weil es Lobby-Setting, weiß ich nicht, wie das Also bin mir so ziemlich sicher. Ja, ja. Ja, ich kann Jeff aber für den zweiten Kill halt rausnehmen. Ja, ja, es ist aber nur ein Kill, dass die Lover sind. Also sorry, aber ich glaube, dass Jeff da einfach reingegangen ist. Ich habe Edo's Run nicht gesehen, ich will mich nicht spoilern. Ich weiß überhaupt nicht, wie das Ende von Rimworld aussieht. Also warum willst du nicht Patz hier rausworten? Weil ich aufs Admin-Panel gerade noch geguckt habe vor dem Report. Ich glaube die aber wirklich, okay, gut. Gut, dass es ausgeht. Und wenn ich aufs Admin-Panel geguckt habe und die Infos vom Admin-Panel habe, dann glaube ich natürlich dem, was ich gesehen habe. So. Matteo, bist du neidisch auf Ginos Reise mit Elefanten? Nee, ich habe das ja selber auch schon mal gemacht. Ich war 2013 in Thailand und bin da auch auf Elefanten geritten. Ich mag, also Thailand war echt cool. Aber warum sollte ich darauf neidisch sein? Neidisch ist ja, wenn man jemandem was nicht gönnt, oder? Ich freue mich für Gino, dass er einen schönen Urlaub macht, aber ich hätte da selbst nicht so Bock drauf. Gino! Ich wusste, dass du Jakal bist, du kleiner Dreckiger. Er hat den Killer aber nicht gemacht, das war ich, Basel, das war Lava. Das ist mir egal. Denkst du, als Jakal hat man Imposter-Wild? Ja, ich wollte damit nur signalisieren, dass die Lava vermutlich raus sind und ich kein Lava bin, dass Basel mich jetzt nicht gestern oder so. Ey, ich war mir so unsicher. Ich dachte erst, du warst Lava mit Vlesk. Ja. Ich dachte, du dachtest es auch, oder? Ja, ich wusste, dass Vlesk Engineer ist, deswegen wollte ich ihn eigentlich sogar stärker verteidigen, dann hätten wir ihn einfach gessen können, aber... Ich verstehe auch nicht, warum Vlesk in der ersten Runde sagt, Parzival kann kein Imposter sein und dann... Hä? Ich hab gesagt, er kann den Kill nicht gemacht haben, weil er ein Office neben mir stand, wenn Matteo meinte, neben jemandem gemorpht. Du hast doch gesagt, er kann kein Imposter sein, kann ich ein Clip sein. Hat er, weil ich dann 3 Votes bekommen habe für nichts. Also, ihr hattet keine Infos, trotzdem, ihr hättet keine Infos haben können, die auf mich geführt hätten und deswegen hat Vlesk halt gesagt, nicht wahrscheinlich auch kein Imposter. Also aus das hat mich so, das hat mich sehr stutzig gemacht. Weil Basu hat 3 Imposter-Runden hintereinander gewonnen. Ich habe gerade gar nichts gemacht, aber danke für den Win. Ich glaube, 5 Sekunden hast du kurz am Kuder. Ich glaube, ich habe Djibouri, glaube ich, gesehen und ihr Visier war so bläulich und dann dachte ich, es wäre das, was auf deiner Mütze drauf, also was dann auf deinem Kopf drauf ist, keine Ahnung. Ein Kürbis. Ich habe keinen einzigen Kill gemacht. Ich glaube, es ist der blau, der Kürbis. Ja, alles gut, war so nicht schlimm. Wirklich, es war so unlucky, da war immer keiner, dann waren sie zu zweit. Dann, ist mein Messer stecken geblieben irgendwo. Das Allerschönste war, dass ich jedes Mal vor Basu getötet habe. Ja! Direkt hinter Basu. Und direkt danach, kommt Basu mir entgegen, hinter mir liegt Jibu. Oh, nice, okay. Entschuldigung, Bless. Nice Guesser, oh mein Gott. Das heißt, ich muss überleben. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Und dann müssen wir rausfinden, was für Imposter es gibt. Also Trickster, Warlock, Morpher, Camouflage. Und dann müssen wir die richtigen guessen. Boah, okay, das ist hart. So, sollen wir mal eine Trap machen für diese Quest hier? Ob jemand sich mit dran stellt?
Nee, die beiden stellen sich nicht mehr dran. Die laufen auch mit runter. So, fällt jemand auf diesen Bait hier rein? Nee, Timid läuft vorbei. Ist jemand tot? Nope. Dann gehe ich jetzt mal ins Labor und mach da mal meine Task. Ich war, glaube ich, noch nie Nice-Guesser, oder? War ich jemals Nice-Guesser? Ich erinnere mich nicht dran. Ich glaube nicht. So, dann machen wir Mad-Base-Scan. Das ist aber gefährlich, muss ich sagen. Oh, Licht auch noch aus. Okay, der ist super gefährlich. Nein, nein, bitte nicht. Oh, und Camouflage. Okay, es ist ein Camouflager drin, Chat. Es ist ein Camouflager drin. So, können wir jetzt hart ausschließen, wer Camouflager ist und wer nicht? Ich müsste an Lifeline gehen, um das zu checken. Schauen, ob Leute sterben und dann, wer in meiner Nähe ist, und dann ausschließen. Ist jemand gestorben? Ist jemand ausgegraut? Jemand wurde gegessen. Terce wurde gegessen. So, okay. Wenn Terce gegessen wurde, dann gehen wir. Haben wir schon mal einen weniger. So, wer könnte noch Camouflager sein? Mal hier unten die Taste schnell. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ey, Mann. Oh, jedes Mal erste Runde, ey. Das suckt. Zackt richtig rein, ey. Aber ich kann da nicht die ganze Zeit stacken, das ist ja auch lame. Ich kann da nicht die ganze Zeit mit anderen Leuten rumlaufen und stacken. Das ist auch langweilig. Aber ja gut, was soll ich machen? Oh, guck mal, Double Kill. Die beiden waren Lover. Baso und Pazzi waren Lover und wurden vom Camouflager gekillt, lol. Oh mein Gott, endlich habe ich meine Leiche gefunden. Schon wieder dieses Licht. Mhm. Junge, alle Leichen sind gesnackt worden. Snack, snack. Ich glaube, nächste Runde snack ich einfach auch. Was? Einfach nur, um nicht zu sterben. Okay, ich vielleicht kann komplett Jeff rausnehmen für alle Kills, weil wir haben nämlich Lifeline gecampt. Und ich habe einen sehr harten Verdacht auf Timid. Okay. Aber ich kann nicht. Erstmal möchte ich mich entschuldigen bei Bless. War er der Wolfschein? War alles gut, mach dir keinen Kopf. Oh mein Gott. Ja, du wolltest dich entschuldigen, weil er hat reported, bevor ich die vier Leiche essen konnte. Deswegen habe ich ihn als Evil Vulture rausgegessen jetzt. Arsch. Hä? Lol. Lol. Ja. Und was war er denn dann? Vulture? Aber. Nee, aber nicht aber wenn er Vulture war, dann hätte das doch Jeff sehen müssen. Nee, ich will keine Kinder. Er hat doch gesagt, er war immer mit Jeff unterwegs. Also, wenn ihr welche habt, ich da halt schon. Ne? So. Also. Was? Ich wollte ihn eh gerade fragen, ob die Leichen schmecken. Es ist Nice Guesser und Evil Guesser drin, beides. Aber er reportet doch nicht die vierte Leiche als Vulture, wenn er Vulture ist. Er hatte noch 15. Das wäre maximal weird. Er hat. Wartet doch dann eher. Die dritte Leiche reportet sozusagen, oder? Es waren zwei am Leben, ja, zwei gegessen. Ja. Ah. Also er hätte noch zwei von den Leichen wahrscheinlich essen müssen. Und ja, die waren Jeff noch, aber die sind ist noch der Einzige, der das. Hat es denn irgendjemand noch außer dir gesehen? Weil sonst bist du doch der Einzige, der es gesehen haben kann. Der Einzige, der noch in der Nähe sein könnte, wäre Timid, aber Simon war der Witch. Hat Timid. Ich meine, als Evil Guesser. Simon Timid nicht gerade. Oder als so Good Guesser. Ja, Timid hätte ihn sehen können, dass er gegessen hat. Also ich bin kein Vulture. Ich bin auch kein Evil Guesser. Ich glaube, Simon war einfach Vulture, oder? Ja, war auch. Ja. Ja, aber dann muss es ja trotzdem einer gesehen haben. Und Jeff ist der Einzige, der mit ihm rumgelaufen ist. Zu, und wenn jetzt nee, Nimoko, wenn es mehr Leute sind, dann muss man noch länger warten, wenn man am Anfang stirbt. Dann reportest du doch direkt. Also dann musst du einfach zum Emergency rennen, Jeff. Wenn es noch mehr Leute sind, dann kannst du am Anfang sterben und dann kannst du auch nochmal sterben, wenn du noch 10 Leute sind, musst du genauso lang warten oder noch länger. Ich glaube, Jeff ist von meiner Seite. Oder? Von meiner Seite. Eben Bikes Anima zocken. Ja, wobei. Wenn jetzt irgendjemanden halt lassen. Sagen, würde ich rausgeworfen werden. Und die Runde ist vorbei. Okay. Ist dann vorbei, oder? Sind noch 22 Runden. Ja. GG. Alles gut. Ist es Jeff und Tim? Nee. Muss Timid sein an der Stelle eigentlich. Ja. Also vor allem, wenn es Jeff nicht war, wenn es ungesagt ist. Finarino, am Montag haben wir drüber gesprochen. Ja, ich stand über euch im Knopfraum da, als du nach unten gerannt bist und die gesehen hast. Warum bist du eigentlich so sauer, dass du denkst, wenn du den einen von beiden nach 10 Versuchen nicht kriegst, musst du jetzt den anderen nehmen? Ja,
Ich mach so Killbutton, hä, geht nicht? Das ist, hä? Simon, ich war tot und ich hab immer gesehen, dass es straight zu den Leichen gelaufen ist. Ja. Und ich dachte mir so, also, okay. Tim, Basel und ich waren ein Lover und ich war Time Master und Basel hat mich geschildert. Das war ein bisschen unglücklich. Oh nein, ja, nein. Ich habe Leichen gegessen und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt 3 Leichen gegessen. Oh, wenn ich jetzt die 4. reporte, dann denken alle, ich bin auf gar keinen Fall der Vulture, aber leider hat mich die Buri halt erwischt. Ich hätte einfach warten sollen. Und die, ich hatte halt 5 Sekunden cooler und ich hab, lang nebenan, das war ein Double Kill der letzte. Ja. Dann dachte ich, okay, eine esse ich und eine reporte ich. Und Timmit ist immer aus Richtung der Leichen gekommen. Deswegen dachte ich, dass Timmit der Mörder ist. Er ist immer aus Richtung der Leichen gekommen. Funny. Komisch. Oh je. Komisch. Komisch, Timmit, komisch. Weird, komisch. Aber gut gemacht, die Buri und An den Tassen wird gearbeitet, weil das Feedback positiv war. Stark gemacht. Aber es dauert noch. Nom, nom. Nom, 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 nom. Da hatte Unge ein bisschen Hunger. Oh, aber 4 Leichen essen bei 10 Leuten ist aber auch sehr schwer. Ja, das ist ein sehr schwer. Na, warum? Du hast jetzt in Runde 1 fast. Ja, aber danach ist schon Band, vorbei. Ne? Wenn man nicht in einer Runde schafft, ist es dann eigentlich vorbei. Fast. Ja, aber 3 ist zu schnell. Also, mit Security Guard, richtige Shit-Rolle. Ich hab diese Task nicht. So, aber mit wem stacken wir jetzt? Keine Ahnung, wir bleiben mal bei Timmit. Ich truste mal Timmit diese Runde. Warum läuft er wieder hoch? Okay. Habe ich hier einen Task? Nope. Ich habe immer noch keinen Bock, dass ich ihm hinterherlaufe. Warum sind die beiden nach oben gelaufen? Warum sind Vlesk und Baso nach oben gelaufen? Kann man die Task auch von ganz oben? Kann man eine Task machen, sobald es gelb ist? Nee, ne? Oder? Nee, wir testen mal. Kann ich diese Task hier machen, sobald es gelb ist? Ich habe die gar nicht. Nein, kann man nicht. So. Ah, meine Backe juckt. Meine Wange, sorry Chat, nicht meine Backe. So. Simon tot? Nope. Sterbe ich wieder als erstes? Jop. War ich letzte Runde als erstes tot? Weiß es nicht. Ich heb mir Specimen auf für später, wir gehen jetzt hier raus. Irgendwie, ich kann nicht stacken. Ich kann's nicht. Keine Ahnung, wenn ich jemanden sehe, habe ich keinen Bock, ihm hinterher zu laufen. Ist ja nicht. Ah, nee, never mind. Oh, ist ein Double Kill wahrscheinlich. In der Blesk spielt halt auch wenig mit. Oh, Terce, der Terce ist verzaubert. Ich könnte mir vorstellen, dass das Lover sind. Ich habe die zweimal zusammen rumlaufen. Ja, sehen. Ja, die waren sehr wahrscheinlich Lover. Ach, kann auch Lover sein. Terce, erzähl mal. Ich war gerade O2 mit dem Terce. Das ist super recent sein. Also hat aber auch ein Glück bis jetzt, 3-mal Imposter, 2-mal Lover. Also erstmal, Blesk und Baso liegen beide in O2 und wahrscheinlich hat Tim gekillt. Ich habe doch gerade gesagt, ich war gerade mit denen O2. Ja. Habe ich doch sofort zum Anfang des Meetings gesagt. Ja. Deswegen, die müssen recent sein. Ja. Waren das Lover, maybe? Aber Terce, wer könnte dich verflucht haben? Ja, weißt du das? Wurde schon ja, ich überlege gerade. Ich glaube, Timmit, Mantle könnten das gewesen sein, oder? Dann beim Lights Out meinst du am Anfang? Ja, nicht. Wurde nicht gesagt, dass potenziell Lover sind? Wie lange ist das denn mit dem Falken? Ja. Wie lange muss man da stehen? 5? 3? So lange haben wir uns niemals berührt. Ja, gut, uns aber nie gecrossed, also ja, ich war einmal an den Kabel links oben, da war Timmit, Mantle da. Nee. Da bin ich nicht eine Sekunde stehen geblieben und Timmit auch nicht. Wir sind direkt rausgelaufen bei der Terce. Der erste Tim stand bei dir am Download. Was ist jetzt mit Tim Morris? Er hat gesagt, er war bei Terce, aber nicht nah. Nein, ich war in O2 mit Linda und Baso. Und so, mit Linda und Baso. Let's go. Linda und Chris. Ja. Und dann bin ich hoch. Deswegen sage ich, der muss recent sein. Ich bin gerade ein Specimen. Hey. Also ich werd sehr wahrscheinlich jetzt hier sterben, deshalb call ich das jetzt einfach, dass Tim Horus sehr wahrscheinlich gekillt hat oder ein sehr lucky Chester ist. Ja, ich mach Tim Horus auch, vote ich drauf. Ja, aber nein. Nein, das könnt ihr nicht machen. Auf die ich tötet dann 2 Leute. Wir voten den richtigen jetzt. Ich würde Tim ausschauen, ich könnte mich auch nicht. Erster hat Gewalt. Warum? Okay, Freunde, das können wir nicht machen. Das können wir nicht. Es ist Terces letzter Wille und er wird jetzt ausgeführt. Ihr wisst, dass wir dann gleich noch, wenn das falsch ist, wir gleich 2 Imposter auf 6 Leute haben, wenn Terce stirbt. Ja, aber warum sollte man den Terce jetzt nicht trauen dabei? Man muss ja einen voten. Matteo, bist du besoffen? Das ist letzter Wille. Bin nicht das besoffen. Ist ja was wir machen. Das ist letzter Wille. So.
Klasse, Simon. So, keine Ahnung. Ja, wir hatten ja sonst keine Infos. Die einzige Info war, dass Terste gesagt hat, dass er... Engineer, los! Ja! Ja, ihr kleinen... Ihr kleinen... Okay. Das... Okay. Ja, Simon. Was? Das ist, also... Okay. Hey. Timmit! Ja, Timmit, komm und tschüss. Also das, ja, weiß ich nicht. Also es sind noch zwei Imposter drin, sonst wäre jetzt nicht der Reaktor angegangen bei 6 Leuten. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass Tim Hoos entweder kein Killer war oder wenn überhaupt nur der Jackal den Test gesehen hat. Die Witch kann da eh nicht gewesen sein, dann wollten wir jetzt halt einfach Timmit und dann. Ja, wollte mich raus. Weiter. Warum sollen wir Timmit jetzt rausholen? Weil wir zu viert beim Button waren. Hatsu und ich waren unterhalb. Ich bin ins Beste. Und Simon waren oben. Timmit und Simon waren oben, aber ist auch an sich völlig egal, weil davor die Runde. Dann waren wir 5. Ich war auch am Button. By the way. Ja, du warst, ich hab dich ja gesehen, dass du links rausgehen wolltest. Mhm. Achso, ja, aber ich war, wenn du jetzt auch am Button, weil es gefixt wurde. Ja, aber dann ist Matteo nicht der Imposter, dann sind es ja Timmit und Jibo, aber ich wollte trotzdem zuerst Timmit. Ich habe auch Timmit gewotet direkt. Ich bin in Specimen. Alleine. Mhm. Willst du noch gestern Timmit? Ja, nee. Timmit, du könntest mich gessen. Ich sag dir, wer ich bin. Ja, nochmal? Meyer. Du hast 2 Votes von mir. Nee, wir haben ihn beide gewotet, Matteo, deswegen hat er 2 von uns, das verwechselst du gerade. Ach so, scheiße. Na, Jibo, willst du es noch versuchen? Ich hab so Angst gerade, weil Patsy hat eben schon Nein gesagt bei dem Ding. Mhm. Und es könnten halt eigentlich Timmit und Mente sein, aber ihr habt jetzt alle schon gewotet, deswegen. Warum? Wie können es denn Timmit und Mente sein? Terste hatte gerade gesagt, dass es Mente oder Timmit sein können. Alle haben auf einmal auf Tim Horus gepusht. Patsy meinte, nein, es muss Timmit sein. Das ergibt ja keinen Sinn. But baby this. Mhm. Ja. So. Ist Jiburi Nummer 2? Most likely. Oder Patsy, weil verarscht uns komplett. So, Security Guard, was mache ich als Security Guard? Gar nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Ich habe halt keine Ahnung, ob. Wo sind Dings hin? Ich habe halt keine Ahnung, warum geht denn die Tür hier zu? Wurde hier gekillt? Eigentlich ist es schlecht, jetzt noch Sachen zuzumachen, Kamera zu verteilen, weil dann wissen die, dass unter den letzten Überlebenden ein Security Guard drin ist. Das kann man dann super gut ausschließen. Ich sollte gar nichts mehr verteilen, weil es macht doch keinen großen Unterschied mehr wahrscheinlich. Aber meine Rolle könnte exposed werden und wenn der Evil Guesser noch drin ist, bin ich tot. Mal Lifeline checken. Wahrscheinlich campt der Killer bei Lights oder was? Ah, ne, hier. Hazi. Hm. So. Ja. Also, wo seid ihr denn gerade? Admin Table. Links von Weapons. Links von Weapons. Und Jeff, du bist am Admin Table. Also hinter diesem Ding versteckt da. Ja, jemand war ganze Runde in Lab. Das war ich. Ich habe meine Aufgaben gemacht. Es war auch ganz kurz ein Punkt in Electrical, hat das Licht nicht gefixt, kam dann von links in Office rein. Dann muss es ja Jiburi gewesen sein. Weil... Ich bin die ganze Zeit am Struggeln. Für mich war es eigentlich Parzi und Mente, was aber nicht funktioniert. Parzi hat aber, wie gesagt, also ich habe meinen Gedankengang letzte Runde erzählt, aber es wurde, glaube ich, nicht ganz mitbekommen. Ich verstehe... Actually gar nichts mit diesem Mitch Call. Ich verstehe jetzt absolut nicht, wer von den ganzen Leuten Imposter war. Keine Ahnung. Timmit und du seid Imposter gewesen. Timmit und Mente halt für den Witch Kill übrig gewesen. Ich habe halt nicht verstanden, warum Mente komplett rausgenommen wurde vom Parzi. Aber ich denke mal trotzdem, dass es richtig war. Ja, also dass Parzi, Timmit auf jeden Fall ein Imposter war. Ja, und du bist Nummer 2. Also Jeff ist leider sehr nah an der Leiche dran, aber er gibt halt die Admin-Info. Ja, also, Part 2 war ganz Zeit in der Lifeline. Genau. Ein Punkt war ganz Zeit in Lab. Es war ganz kurz ein Punkt in Elektriker, hat das Licht nicht gefixt. Genau, das muss Jiburi dann gewesen sein. Und das, also, es gibt nur einen Grund, das Licht nicht zu fixen, wenn man Imposter ist. Wer von euch beiden ist Imposter? Du, Jiburi. Jeff, bist du Imposter?
Ich vertraue dir. Wenn, egal was du sagst, ich vertraue dir. Also Jeff, du kannst mich... Boah. Oder warte mal, oder seid ihr... Aber Jiburi, nee. Warum sollte Mente jetzt reporten? Also A, warum soll ich reporten? Und B, wie soll ich mir im Labor ein Alibi holen? Also wie soll das gehen, da ich im Labor bin, runterlaufe und reporte? Also wenn ich... Also so, dann habe ich selber gekillt und sofort reportet, oder was? Gewendet? Es waren noch ganz kurz 3 Punkte gerade bei Lifeline, ne? 3. Dann war Jiburi drin, hat den Kill gemacht, Pazi und... Ja. Das mit dem Mayer-Call war jetzt so. Ja, Simon, das war so ein Troll, aber es voll. Das war richtig, das war Jakal. Wenn der Terz seinen letzten Willen war Engineer. Nee, wäre ich kein Engineer gewesen, hätten wir die Runde da sofort verloren. Ja, gut, ich habe Engineer gegessen auf. Weil ich dachte, vielleicht ist er sonst nicht runtergekommen. Aber Tim, du hast da unten gar nicht gekillt, oder was? Doch. Ja, deswegen, also, auch wenn er da killt, er war ja nicht die Witch, und wenn wir dann voten, haben wir halt potenziell genau, 2 Leute raus und wir haben noch beide Imposter bei 6 Leuten. Ja, aber also ich war mir halt sehr sicher, dass er Killer sein muss, ne? Weil er sagte erstens, ich habe die beiden noch da unten gesehen, so, und ich bin ja Seher und Seher, wenn einer stirbt, ne? Und als er mir entgegenkam, waren die beiden halt schon tot. Ne? Ja, deswegen habe ich auch geglaubt, und deswegen habe ich gesagt, es ist Theas. Also, letzter Wille. Wenn die beiden unten tot sind, ne? Und er dann hochkommt, ich hab doch den Fix gemacht. Ich fand es so gut vom Ende, dass er auch mitgegangen ist. Es ist Theas letzter Wille. Ja, er war ja auch. Ja, das war funny, Matteo. Ja. Gewendet in der Runde. Aber ein Ingenieur, der gefixt hat. Oh, nice. Okay, Imposter mit Jiburi, okay. Oh, Evil Gazer. Wir sind richtig weit unten. Cool. So. Zack. Und zack. So. Habe ich die? Oh, und Camouflage. Das ist ja nice. Macht sie schon einen Kill? Das wäre geil. Das wäre geil. Nee, macht sie nicht. Aber Camouflage ist ganz nice. So, dann gehen wir mal hier ran. Also es sind 3 Leute Office. 2 Leute sind im Labor, 2 Electrical. Ist auch eine Person Electrical. Ja, okay. Lass mal rausgehen. Wer ist an der Cam? Oh oh. Niemand. Hä? Ist niemand mehr in der Cam. So, jetzt gehen die wieder an. Also es. Oh, Jiburi ist mit mir hier drin. Hä? Ja, wir müssen anmachen, Jiburi, aber wenn die Admin checken, wir müssen es. Also Licht ist noch nicht aus. Jetzt ist es aus. Wir müssen es anmachen, weil sonst checken die, dass wir das waren. Versteht ihr den Gedankengang? Wenn 2 Leute. Aha, der Camouflage also. Der Blopper heißt der. Blopper heißt der. Blopper. Also der Kill muss gerade eben passiert sein. Und zwar, das ist richtig. Licht war aus, ich bin zum Lichtfix gegangen, hab's gefixt und ich kam raus und oben über dem Lichtfix liegt Terste. Auf ja, der Kill ist nicht lange her, weil nach dem zweiten Camouflage habe ich Lifeline gecheckt, da war noch niemand tot und danach ist er gestorben. Das heißt, die beiden ersten Camouflage, das hat der Killer nicht genutzt für einen Kill, sondern nur zur Verwirrung. Ja, der Kill kann auch maximal 3 Sekunden alt sein, weil als ich hier reingelaufen bin, ist sehr frisch. Lag da noch keine Leiche und als ich gefixt habe, dann mich wieder raus und dann lag da eine Leiche. Das heißt, der muss gerade beim Reinlaufen gekillt worden sein oder sowas. Wisst ihr, was jetzt ein Problem ist? Wisst ihr, was ein großes Problem ist? Ja. Du. Nee, wir wissen nicht, was Terras letzter Wille ist. Oh nein. Beim ersten Camouflage waren 5 Leute Electrical, richtig? Jo. Da waren das alles Parts, weißt du? Das war auch mein Guest, das waren Terste, Tim, Jibu, Baso und ich. Meine ich hab gefixt, alle anderen sind weggerannt. Und 2 Leute waren Lab, das waren Ungarn und Jeff, oder? Ich war Admin am ersten Lab und dann du dir Specimen gegangen. Natürlich. Ich würde eben auch sagen, dass da Terste raus ist, dass unter uns 4 der Camouflager vermutlich ist, weil der ja eigentlich bei Camouflage instant mit einem Electrical läuft, um da einen Kill zu machen.
Ich habe mich allerdings direkt am Anfang links auf den Vent draufgestellt, damit der Camouflage nicht einfach abhauen kann, ohne dass ich. Deswegen bist du Level 51, Patzi. Weil du einfach. Alter, stimmt. Der Tryhard. Level. Stimmt. Deswegen baue ich dich auch. Disgusting. What the fuck? Habt ihr Matthias' Level gesehen? Das ist doch höher, Freunde. Ja, aber der macht auch Leveling. Der macht Leveling. Ja, der macht Leveling. Ich lasse mir den ganzen Tag gut ein. Warum müssen Bless nur 12? Hä? Ja, ist er ja auch. Ein Level neu gestartet. Ab Level 99. Achso. Nee, weil ich Dark Souls 2 im Offline-Modus spiele. Und dann streame einfach nicht online mal, wenn ich am Morgen spiele. Okay. I see. Ich bin Level 16, das ist wie mein richtiges Alter. Bald volljährig. Aber vielleicht ist auch Simon der mein Level ist das Alter meines Humors. Vielleicht bist du auch du der Blopper und machst einfach nur Blopper an, dass dein Imposter-Mate King. Mein Level ist mein Kann sein, Jeff. Kannst du aber auch genauso sein. Ja, stimmt. Könnt ihr auch nicht, sein. Haben nicht Schweine. Könnt ihr euch verdächtigen? Ihr lauft die ganze Zeit zusammen rum. Ja, habt ihr da nicht so ein trotzdem Vertrauenslevel oder so? Nee, wir vertrauen uns nicht. Wir hassen uns. Oh, ich lauf trotzdem zusammen rum. Wir vertrauen uns nicht, aber. Das ist ja voll. Okay. Aber er hat auf jeden Fall keinen Kill gemacht, das kann ich sagen. Jeff hat keinen Kill. So, es gab jetzt null Infos. Aber man kann mir nicht vertrauen. Ich wollte die Leiche jetzt auch nicht liegen lassen, weil ich hätte ja zugeben müssen, dass ich Licht gefixt habe und wenn ich dann über die Leiche drüber laufe und nicht reporte, ist ja schlecht, ne? So, dann gehen wir mal ins Labor. So, sind die Türen hier zu? Okay. Jetzt Licht ausgemacht. Licht ist aus, ne? Die Türen gehen aber auf. Es wurde gefixt. Jiburi hat's gefixt. Ich kill jetzt hier nicht. Ist das? Ist das Jiburi oder ist es? Hm. Party kommt von unten. Ah, die Cam ist an. Scheiße. Die Cam hat nicht gesehen, wie ich da langgelaufen bin. So, Temoris hier. Ich muss nächste Lightout benutzen. Die Cam ist jetzt aus. Okay. Jiburi kommt hier. Ah, war Jiburi in den Cams? Sie macht hier zu. So, jetzt machen wir den Kill hier vorne. Wo ist denn? Warum ist denn niemand? Ich will den Kill machen. Oh, ich kann Baso nicht killen. Ich habe mit so vielen Leuten gesehen. Wie soll ich jemals einen Kill machen, wenn ich immer gesehen werde? Okay, Tür ist wieder zu. Baso werde ich nicht killen. Mach die hier auf. So, Evil Guesser. Können wir jetzt hier... Warum ist denn hier niemand? Warum ist denn... Sind die alle im Office? Okay, ich gehe ins Office. Ist auch kein Bock, einen dummen Kill zu machen, aber es läuft auf einen dummen Kill hinaus. Warte mal, warum sind so viele Leute grau? Wir haben einen Dings drin, einen Manjo Manjo oder was? Hier will sie Double Kill machen. Ja, das hätte dann nicht funktioniert. Ja, jemand muss drücken. Ich werde auf keinen Fall jetzt reinkillen. So. Wir machen jetzt die Tür zu. Und Licht aus. Kommt jemand entgegen? Sag mal, ich campe jetzt hier einfach Licht. Camp ist Licht und kill einfach den nächsten, der hochkommt. Scheiß drauf. Hallo? 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 Hat irgendjemand Lust, gekillt zu werden? Hat jemand Bock, gekillt zu werden? Hallo? Hä? Sag mal. Baso.
Ich muss das oh sagen. Oh mein Gott, und drei Leute. Nee, warte, eine. Achso. Was ist denn jetzt los? Es sind doch drei Leute. Da wurden gegessen. Baso hat von meiner Nase gegessen. Ich habe mich versteckt und Baso hat von meiner Nase gegessen. Und ich glaube, dass nur noch eine Leiche fehlt, deswegen muss ich das coin. What? Bist du stimmt nicht. Crew oder bist du Imposter? Ich bin Crew, aber ich bin bei Weapons Links und da war Timmet tot und ich habe mich hinter dieses Ding gestellt, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Leichen gegessen wurden. Ah ja, aber wenn und dann du, kam Baso vorbei und ist in eine Tour reingelaufen. Wenn du Vultures outcrawlst und es wirklich stimmen sollte, dann haben wir verloren, richtig? Warum? Naja, welchen Imposter haben wir denn gekickt bisher? Ja, stimmt sowieso nicht. Nicht, dass ein Evil gestern noch drin ist? Egal. Ivo selber wurde und hat Angst gehabt, dass ich habe nur noch im Kopf gehabt, dass es halt nur noch eine Leiche sein kann und Baso ist halt... Bless, wo liegt die Leiche? Bitte? Aber ja. Am Table. Am Admin-Table? Ja. Und der Killer steht neben mir in Camo. Nein, ich stehe neben dem Admin-Table. Ich bin gerade reingelaufen von links. Nee, am Table, am Button. Ach so, oh sorry. Ich bin bei Admin. Ja, ich bin beim Licht anmachen gerade. Das Licht ist auch wieder angegangen, kurz vor dem Report. Dürfte jetzt nächste Runde auch wieder an sein. Jo. Tim Horus, wo bist du? Ich bin ein Specimen. Ich habe da die Zuordnen-Task gemacht und Zählen-Task gemacht. Und das war's. Was für eine Rolle hast du? Bist du sicher, Tim? Warum soll ich dir meine Rolle sagen? Bist sag mal. Besser? Ja, genau. Ich bin Crew. Du bist Crew, ja? Also ich bin actually Tim Horus ist Camouflage. Weil ich geschiftet wurde. Nee, ich wurde geschiftet. Ich bin actually Crew. Deswegen, ja. Also, sag mal bitte nochmal, bist du dir ganz sicher, dass der Killer neben dir stehen muss? Ziemlich sicher, ja. Also, es kann sein, dass ich mir verguckt habe, aber ich glaube, der stand neben mir. Na doch, klar. Unge ist gerade vor mir umgeballert worden, während Lights Out am Emergency-Button. Okay. Ich habe am Admin-Table vorgesehen, dass Tim Horus kam aus Specimen. Der war aber nicht mehr in Specimen drin, ne? Doch, ich war in Specimen noch. Ich war also, unteres Decon gerade. Unteres Decon. Ich war noch nicht raus. Wir müssen halt trotzdem Button drücken sonst, ne? Ja, okay, danke. Ich wollte nur wissen, ob wir es auch so schaffen. Ich habe dich tatsächlich dreimal essen sehen oder zweimal. Camouflage, also Jibu hat mich die ganze Zeit töten. Die hat immer so geguckt und ich habe mich deswegen an den Vest rangehangen. Ich wusste, sie will mich töten. Die ganze Zeit wollte sie mich töten. Du wolltest mich mehr als töten. Ich habe dich nicht eine Sekunde wahrgenommen. Ich wollte nur wissen, ob wir jemand anderen voten als Jibu oder so. Ja, gut gemacht. Ich habe, glaube ich, keinen Kill gemacht, die Runde. Jibu. Stark gemacht, Jiburi. Was? Ach komm. war das was Persönliches? Also, wenn jemand nächste Runde vor mir, ich laufe mit ihm rum, wer ihn vor meiner Nase tötet, ich sag nichts. I swear. Gut. Danke. Gut. Oh Mann. Ja. Aber ich war gemütlich. Hat Jibu neben mir umgebracht? Ja, Jibu war das. Ja, Jibu gerade. Hat ein Admin einen Punkt in O2 gesehen? War ich die ganze Zeit gemütlich? Habe ich die ganze Zeit gar nichts gesagt? Warum hast du Runde 1 am Light nicht reingehalten? Habe ich die ganze Zeit gar nichts gesagt oder gerade eben am Ende gemutet? Ich war alle weggerannt. Was war das denn? Aber es ist gut, dass ich gestorben bin. Ich hätte nämlich Jeff als Camouflager gewotet, weil Jeff, ich war Guttgesser und Jeff hat so gesagt, ja, du kannst auch der Camouflager sein. Und dann dachte ich, du bist der Camouflager. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Ich doch nicht. Ich bin maybe Vulture oder... Oh nein. Oh nein. Mit Parzi. Das Problem ist, Parzi. Oh nein, wir sind sofort raus, oder? Oh mein Gott, ich gehe einen Button drücken. Ich gehe einen Button. Oh nein. Das ist natürlich schade. Asiburi? Ja, wisst ihr, was das Problem ist? Okay. Der Killer hat erst mich gekillt, dann wurde zurückgedreht und dann nochmal gekillt, aber nicht mich, weil Camouflage gerade an war. Okay, wer? Baso hat in mich reingestochen und dann wurde die Zeit zurückgedreht und sie hat dann aus Versehen in Jiburi, glaube ich, reingestochen. Das ist völliger Unsinn. Tim Horus hat es vergessen. Theo, du bist so eine Legende. Geil! Du bist on Tim Horus, dass du auf dem Ort reinfällst. Oh mein Gott, Tim Horus. Das ist ja das Allergeilste. Ich kann nicht sagen, dass Matteo kein Time Master ist. Also ja, ich bin der Time Master. Ich bin ja eine komplette Legende, oder? Ja.
Ja, Matteo, das war richtig geil, ja. Das war sehr schön. Ich habe es gesehen, das war links von Office. Ja. Ich wollte schon sagen, ja. Hä? Ja, sorry, sorry, Baso. Matteo, das ist einfach kurz mal. Matteo hat sich das ausgedacht. Jemand hat während Camo mich reingestochen. Und danach dann wahrscheinlich versucht, mich nochmal zu erwischen, aber Jibo wegmacht. Wo denn? Was ist jetzt mit Tim Horus? Er hat gegessen auf mich, Time Master. Ah, achso. Vlesk, wo wurde denn in dich reingestochen? Ich stand unter Electrical beim Pylon, dann ging Camo an, dachte mir, meine Stunde geschlagen, bin hoch zu Electrical gelaufen, rein, hab Time Master Spiel angemacht, ist blau aufgeblinkt. Bin mit Tim Horus wieder rausgespült worden. Also ich glaube, es war Tim. Und dann hat er, glaube ich, aus Versehen in Jibo reingestochen und sofort reported. Ja, aber dann kann ich Unge rausnehmen. Der war nämlich mit mir im Lab. Rechts. Ich? Ja, du bist rechts ins Lab reingelaufen. Richtig, ne? Richtig. Ja. Und wo bist du? Jetzt habe ich mich als Jester gehabt. Das auch derjenige war, der den Kill gemacht hat. Und er dachte wahrscheinlich, das ist ja geil, oder? Man halt nicht sieht, wer alles da ist. Ich könnte so tun, als wenn ich Vulture wäre, wenn da noch einer drin ist. Tim, warst du nicht auch in der Ecke? Ich bin runtergelaufen neben Lab. Ja, ich meine, ich hätte hier auch ich gesehen. Bin mit noch jemandem. Aber der krasse Detektiv, wenn ich Jester bin. Wo runtergelaufen? Ich bin also nicht in Lab rein, sondern runter zum Schrein. Also mein Ziel war es eigentlich nicht, dass es so funktioniert, sondern dass sie sagen, hey, du lügst doch, ich bin bla 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 und dann vote nehme ich, weißt du? Tim hat nie gegessen, wenn Linda da gestochen hätte, oder? Aber na gut, was soll man machen? Ich weiß doch, dass Linda... Ich hab die Tür aufgemacht und dann wurde zurückgeholt. Oh mein Gott. Hat er nicht selbst gestochen? Nein, nein. Was meinst du? Baso ist es dann, logisch. Hä? Warte mal, ist es richtig? Ist es dann wirklich doch Baso? Ich hab viel gemacht noch, hab ich da irgendwas gegessen gerade. Sie hat doch nur zwei Worte. Ich weiß überhaupt nicht, warum mein Name überhaupt gefallen ist. Nee, den hab ich... Ich hab den am Anfang nur benutzt, damit... Er hat das ausgedacht. Ja. Boris hat drauf angesprungen und deswegen... Stimmt! Außer er ist halt ein kleiner... Moment, das stimmt! Er ist doch gestorben und nicht Tim. Stimmt, Baso muss richtig sein, weil Tim Horus hätte ja nur gegessen, wenn das stimmt, was ich sage. Weil nur wenn das stimmt. Warte mal, hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das echt so? Habe ich aus Versehen in der ersten Runde bei dem Poster entlarvt? Aber aus Versehen halt? Hä? Das ist schon, also die Überlegung ist schon richtig eigentlich, aber... Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Ja. Drücken. Ach ja, schade. Ja, Der Sheriff hat Blitz getötet. Mensch, Baso ist leider echt Killer. Ich weiß immer noch nicht, wie er darauf kommt. Ja, keine Ahnung. Woher weißt du das? Ja. Warte. Aber also erst habe ich gedacht, ne, Vles könnte die Story auch umdrehen und Tim wird vielleicht ja Zeitmeister, aber... Tschüss. Ja, okay, jetzt ist vorbei. Hä? Warte mal ganz kurz. Ja, warte mal, dann stimmt was nicht. Tim Horus war dann nie Evil Guesser. Der war dann nie Evil Guesser. Ist der Junge denn komplett lost? Yes. Oder wurde er gegessen? War irgendwas... Also erstmal finde ich es generell wild. Oh, oh. In der ersten Runde, wenn Camouflage angeht, könnte doch nur der zweite Imposter guessen, der vorher weiß, mit wem sein Camouflage mit rumgelaufen oh, ist. Oder? Okay, also jetzt erstmal ein sicherer Vote ist auf jeden Fall Baso. Weil das macht absolut gar keinen Sinn. Nein, Baso ist jetzt nicht mehr. Der einzige Grund, warum ich es hasse, war, ist, weil Matteo mich genau, Simon. Für den Schachmove. Und wenn ich dafür jetzt rausgevotet werde, obwohl ich... Nee, Baso ist es auch nicht. Baso ist es auch nicht. Das macht halt wirklich gar keinen Sinn. Warte, Simon, hör zu. Sorry, aber... Ja, Simon, wir dachten ja nur, dass es Baso ist, weil Tim Horus gestorben ist, weil wir dachten, er wäre Evil Guesser. Und deswegen dachten wir, er muss gegessen haben, weil er dachte, Baso ist Nummer 2. Aber Tim Horus wurde gekillt von einem Imposter. Wenn ich Imposter gewesen wäre, dann wäre ja ich gestorben, nicht Tim Horus. Aber jetzt ist Kerstin gestorben. Ja, ist er ja, Jeff. Warum macht er den Button, wenn er schießt? Ja, genau. Weil ich habe die Leiche gerade gefunden, wo Vles liegt. Hä, wer sagt, dass er geschossen hat? Warum hat Vles doch Time Master? What the fuck? Nein. Aber Kerstin hat den Button gedrückt, weil er wahrscheinlich Baso gesehen hat, wie sie getötet hat. Nee, hat er doch auf Vles geschossen als Sheriff. Weil nein, er, das habe ich nur so gesagt am Anfang. Also die Sache ist, weil wenn du nicht voten willst, dann sag mir doch warum. Was hab ich gemacht? Okay, ich sag dir warum. Ich würde dich jetzt voten, weil Terste offensichtlich Crewmate war, der jetzt gestorben ist und der hat als letztes gesagt, dass du der Mörder bist. Achso, und der hat absolut überhaupt keinen Grund genannt, gar nicht irgendwie. Nee, weil er ja gerade gegessen wurde. Er hat einfach gesagt, ach, Baso ist Imposter, da muss ich sein. Aber das ist halt, wir haben ein anderes Punkt, haben wir nicht. Das ist halt, der Terste hat als Crewmate das gecallt und deswegen. Na dann muss ich es ja sein.
Ja, wenn du es nicht bist. Dann votet mich mal raus für absolut gar nichts. Ja, es ist halt ein Kopf. Ja, aber wir müssen ja voten. Macht halt leider keine Sinn. Mehr haben wir ja nicht. Was haben wir sonst? Das war ja komplett Verwirrung wegen Mantis Call. Dann hat Matteo gewotet. Ich mich selbst. Der hat ja einfach nur getrollt, der ist ja, hä? Oh, es geht weiter? Es geht weiter? Es geht weiter? Und Moment mal. Also Basel war dann auch nicht Evil Guesser. Hä? Ich raff's gar nicht. Wo ist denn Patsy hin? Das ist er nicht. Scheiße, wo ist Patsy hin? Hier ist Dings. Scheiße, ich muss Patsy finden. Ich bin komplett verwirrt von dieser Runde. Also so 100% verwirrt. Wo ist Patsy? Patsy. Da. Oh mein Gott. Zum Glück. Oder ist Patsy Killer? Hä? Okay. Also Matteo, erklär mal, warum. Warum tötest du denn vor mir, Matteo? Nein, Basel hat eben getötet. Safer. Matteo hat dich getötet gerade. Matteo hat gesagt, Basel ist kein Imposter 100%. Ich bleib mal muted. Ja, genau, Matteo. Erzähl mal, warum ist Basel kein Imposter gewesen? Sag mal, Matteo. Also, das mit Basel war ja, weil wir dachten, also guck mal, in der ersten Runde habe ich. Weißt du, was ich jetzt denke, Mantel? Dass du der andere Imposter bist. Und deswegen hast du am Anfang noch diese Lügengeschichte ausgedacht. Nee. Doch, also ich denke, dass Jeff der Sheriff war, weil Jeff hat gerade auf Parsifal geschossen und ist irgendwo umgefallen. Hä? Das sah bei mir wirklich so aus, als hätte Matteo getötet. Aber ja, bei mir sah es aber so aus, als wärst du zuerst rangelaufen, Jeff hat dich gekreuzt und sofort umgefallen, niemand hat sich raufgeportet. Deswegen ist Parsifal für mich 100% safe, weil Parsifal muss eine Crewrolle haben. Und ja, Timid hat mit auf Basis. Also gerade eben also, hat doch... Ja, für mich ist es Mantel. Also es gibt hier eigentlich keinen... Gibt hier eigentlich Simon keine hat doch gerade eben getötet, oder nicht? Direkt vor mir. Ja, ja, gut, pass auf, überzeugt die anderen, dass sie mich voten. Und ich hab dich gewotet. Ich hab dich gewotet. Matteo, ich glaube an dich, okay? Ja. Okay, ja, dann bist du's. Was? Hä? Ich raff's nicht. Ich glaub an dich, Matteo. Also guck mal, gerade eben im Gang. Patsy, wenn du das nicht gewesen bist. Ja, Matteo, aber ich kann an dich glauben, oder? Es war Terstes letzter Wille. Ja, deswegen habe ich Basel gewotet. Terstes letzter Jester, Matteo, bitte. Dann war das das Geilste. Er ist kein Jester. Doch, wir sind Lover. Oh mein Gott. Bitte sei Jester, Matteo, das war so geil. Ich bin Jester. Alter, was war das für eine Runde? Aber Patsy, wie nice, aber warum? Junge, ich hab so. Ja, weil ich 6D-Schach spielen wollte. Ah, okay. Aber wie bist du gestorben, Jeff? Hä? Jeff? Wie ist Jeff gestorben? Ich hab ihn getötet, direkt vor dir. Ja. Hä? Für mich sah es aus, als wäre er einfach umgefallen. Oh mein Nein. Patsy, du hast also danke, Patsy, für die Gönnung, ne? Ich wusste gar nicht, ob das überhaupt zählt, aber ich wollte das Schachspiel mal zu Ende spielen. Es war alles sinnlos. Diese ganze Runde war sinnlos. Also erstmal, mein erster... Nee, ich fühl das als Win. Wisst ihr, was mein erster Plan war mit dem ersten Call? Dass jemand sagt, nein, das ist Bullshit und ihr votet mich. Und ich konnte ja nicht wissen, dass auf einmal dann gegessed wird von Tim Horus. Was hast du gemacht, Tim Horus? Hat selber gegessen. Keiner für das. Tim Horus weiß das auch nicht bestimmt. Macht keinen Sinn mehr alles. Erste Runde habe ich übrigens den Time Master ausgelöst. Also ich habe Vlesk reingehalten und stand mit Matteo dann hinterher beim Office. Dem einzigen, der vertrauen konnte, war Terst immer wieder. Und ja. Vor allem nachdem du sagst, ich wäre auf jeden Fall Crewman. Mir konnte die auch vertrauen, weil Basel war ja Killer. Ja, richtig. Ja, gut. Ja, das war eh Simon, du hast was hat denn Tim Horus gegessen? Tim Horus, was hast du gegessen? Er ist mute. Mute. Er ist immer noch full mute. Ah, full mute. Dem ist das so peinlich einfach. Mhm. Aber er hat ja gar keinen Anhaltspunkt, was er essen kann. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab dir ein Schild gegeben, Simon, und Basel hat versucht, dich zu töten, deshalb habe ich direkt da gebuzzert. Terst, bist du gewendet einfach? Und wenn du sagst, Basel ist Imposter und du wirst danach rausgevotet, dann ist es halt für mich eine klare Sache dann. Ne? Ja, ich habe mich auch nur aufgeregt, weil ich gedacht habe, wenn ich mich aufrege, dann denkt er vielleicht, oh nein, sie regt sich auf, sie kann es nicht sein. Also ich habe schon verstanden, dadurch, dass wir 6 waren, dass ihr mich da voten musstet, aber also ich habe halt den Time Master Kill habe ich nicht gemacht. Ich habe also das, was Matteo gesagt hat, hat er auch nur gesagt, weil er Jester war. Es hat halt alles keinen Sinn gemacht quasi. Ja, aber hat er seinen Sinn? Aber dass ihr mich trotzdem bei 6 rausvoten müsst, das raff ich auch. Und ich habe mich da auch nicht echt gerade aufgeregt. Ich habe nur gedacht, wenn ich so tue, als würde ich mich aufregen, dann votet ihr mich vielleicht nicht. Aber ja, ich schon man gedacht. War halt 6 dann. Terst hat halt den Impuls bekommen durch das Schild. Also sein Bildschirm hat geleuchtet, weil A so auf mein Schild gestartet. So, Tim, wir wollen wissen, was du in der ersten Runde gemacht hast. Warte mal, was habe ich denn in der ersten Runde gemacht? Du hast dich falsch gegessen. Oh, wen hast du gegessen? Ach so, stimmt, das war ja die Runde. Pass
pass auf. Ich gehe ins Meeting rein. Ja. Irgendeiner sagt, ja, Baso, auf jeden Fall Camouflage. Ich nice gestern. Let's go. Geh auf Linda, bam, okay. Weg. Hä, hey, Tim, niemand hat das jemals gesagt. Ich hab das gesagt. Aber das war doch, hä? Das war doch der obvious. Okay, aber dann hast du hättest ja fast dann richtig gegessen. Das war ja, ja, eben. Ey, das wäre ja noch krasser gewesen. Dass da drauf reingefallen ist. Oh mein Gott. Ich habe nice, also hab da weder in den Time Master gestochen, ich habe da auch nicht gegessen, ich habe da gar nichts gemacht von den Sachen, die jemand gesagt hat. Ich habe da ganz entspannt versucht, Blast getötet, bin einfach weggelaufen während Camouflage. Ja. Also aus unserer Sicht war es halt Timosis Evil Guesser und der hätte nicht gegessen, ja, wenn du nicht gekillt hattest. Genau. Aber das war alles kompletter Bullshit. Ja. Deswegen habe ich mich ja auch so in Anführungsstrichen aufgeregt, weil das alles Quatsch war. Da hat überhaupt nichts von gestimmt. Ich habe einfach bereut. Ich habe es auch bereut, nicht zu sagen, oh direkt, ich bin nice. Das war eine schöne Runde. Ich fand ja, war auf jeden Fall eine krasse Runde. Danke für die Backstab Party, weil danke für die Hilfe. Sag's doch einfach. Schöne Runde Party. Ja, ich weiß. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe es bereut. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich bin Lover mit Timid und Evil Guesser. Scheiße. Okay, das ist jetzt aber eine ganz weirde Combo. Okay, wir müssen Dings finden. Hier ist er. Wir müssen ihn finden. Ich muss ihm, glaube ich, zeigen, dass ich ein Killer bin. Damit er mitmacht. Okay. Kommt er mit? Komm mit, please. Komm bitte mit. So, Party. Timid, Junge. Hä? Komm doch bitte mit. So. Wir suchen jetzt jemanden, dann zeige ich ihm an der Person, da ich killen kann. Da ist hier Simon. Hier drin können wir nicht killen. So, Jiburi ist auch rot? Oh, das war smart. Entweder Jibo oder Unge sind es jetzt. Gut. Was ist, wenn es beide sind? Nee, Jibo hat getötet und dann wurde Jibo zu Unge. Dann kann es ja nur Unge sein. Mal bitte, wer hat getötet? Logik. Aber, einfach ach nee, oh, okay. Nee. Also, das war, so, es war halt so irgendwie, ich glaube eher, jemand war gerade bei mir in Weapons. Jibo. Jemand war bei mir in Weapons. Jemand war bei mir in Weapons, als ich geschossen habe. Oder ist rausgelaufen. Echt ausgelaufen, wer war das? Ja, ist nee. Ausgelaufen. Ja, ist oh! ausgelaufen. Ah. Okay, bye-bye. Wer war nice? Ah, nee, nicht sagen. Nicht sagen, nice. Dankeschön. Nee, Jibo und ich standen halt zusammen in Weapons. Ah, okay. Was ist das für ein Party, jetzt Evil Guesser ist? Nee. Aber ich glaube, Party kann Timmy, kannst du mir nochmal ganz kurz erklären, was gerade passiert ist überhaupt? Jibo, ich hab ja nur gesagt, dass ich bei den Weapons bin. Ich bin nicht der nice gestern. Ach so. Also, Matteo und ich laufen im Lab rein. Simon kommt uns entgegen nach links. Dann kommt Jiburi rein, tötet vor unseren Augen und wird dann zu Unge. Also, es ist wahrscheinlich wirklich einfach abgelaufen. Ja, es war unlucky as fuck. Ja, dann wurde ja. Unge jetzt auf Morphling gegessen, ne? Ja. Ah, okay. Ja, dann habe ich das ja richtig gemacht. Oh mein Gott. Danke dir, der Erste. Danke für deinen Beitrag. Wir können das natürlich jetzt hier noch zu Ende spielen oder du meldest dich einfach, ne? Second Imposter. Ja. Achso. Warum? Kann auch noch Jakal geben. Ja, ich bin Jakal, das ist doch noch wunderbar. Man kann ja wohl auch als Solo-Imposter eine geile kann ich denn fünfmal als erstes sterben als Crewmate und dann wird man einmal Imposter? Hä? Was machst du denn jetzt? Ich bin... Oh. Was? Wie stirbst du in Runde 1? Wie stirbst du in Runde 1? Wir haben nichts gehört, spiel einfach weiter. Fazi war ein nice Guesser. Hä? Was macht denn die gerade? Ich raff's. Kann dein Matteo raus? Matteo. Ja, Matteo. Auf Matteo. Was ist jetzt? Worüber hat sich Flask aufgeregt? Ich versteh's nicht. Weil Simon in Runde 1 stirbt und ich keine Lust habe, gegen neue Leute zu spielen gerade. Der Jester. Ach, der Jester. Ah, okay. Ich verstehe. Nicht der Einzige, der Matteo gewotet hat. Das heißt, man musste. Ja, warum sollte ich denn auch gewotet werden? Die Wahrheit sagen, dann ist man immer Tim Horus, warum sollte ich gewotet werden? So, okay. Also kann man das noch gewinnen? Guter bist. Ich muss Timid jetzt zeigen, das ist natürlich kacke, dass Timid jetzt meinen Imposter natürlich gekillt hat, ne? Oh Mann, ey. Ey, wer war jetzt nice gestern? Hat Parzi nochmal nice gegessen? Muss ja, oder? Also Parzi war der nice Guesser und er hat falsch nice gegessen.
So, komm mal mit. Wir müssen einen Kill begehen. Ich muss einen Kill begehen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich muss dir zeigen. Hier, guck mal hier. Ich bin Killer. Okay, lauf mal langsam hier mit. Lauf mal langsam hier mit. Dann laufen wir hier hoch. Bleibt er da oben drin? Ich würde so gerne noch einen Kill machen, ne? So gerne noch einen Kill machen. Ja. Okay. Oh. Oh no. I hope I don't fall. Oh, warte mal. Zwei. Sogar zwei. Warum zwei? Er ist raus. Was? Timmit ist raus. Ja. Ich bin Jakal, hab Kill gemacht auf Timorus. Was? Auf dem Rus? Matteo, guess mich raus, ich bin Jester. Ich weiß ja, dass du Jester bist, aber ich bin kein Evil Guesser. Ach so, ich hab Vless gerade killen sehen, meine ich. Ist wirklich Jester oder bist du Imposter? Wie soll ich denn spielen, Vless? Sag mal. Wir warten, bis wir bei 4 angekommen sind. Okay, und dann battlen wir uns. Genau. Okay, ich hab. Also, ich könnte jetzt auf. Ich könnte jetzt auf Vless Jester guessen, ne? Aber. Ich will auch gucken, wie die Leute voten. Tatsächlich. Haben wir schon zwei Votes, siehst du? Ja. Tasse, machst du mit? Ich weiß noch nicht. Schwierig. Könnt ihr nochmal wiederholen, was ihr gerade gesagt habt? Ich hab Matteo killen sehen. Was mich killen sehen? Ja. Wo hast du mich denn killen sehen? In der Mitte von der Karte. Jibu liegt so vor Electrical, so draußen. Und dann hast du direkt reportet, als ich gekillt habe, ja? Ja, nee. Jibu ist aber schon länger dreieinhalb tot. Dreieinhalb Sekunden später. Nee, also, Jibu ist schon, Jibu ist schon sehr lange tot. Ja, ja, das meine ich auch. Also so 16 Sekunden. Ach so. Also, ist doch relativ easy, oder? Wir voten alle mich und dann muss Matteo mich rausgessen. Okay. Aber dann könnte ich ja ich jetzt Matteo auch auf Evil Guesser gessen, oder nicht? Nee, Quatsch. Oder ich wollte Vlesk. Ja, beide. Ich habe beide gewonnen. Ich habe Vlesk auf Jester gegessen. Boah, das war aber echt strong, muss ich jetzt sagen. Dass du dich das getraut hast, war so. Ja, könnt ihr doch mal so sagen, wen habt ihr jetzt gewotet? Balls. So bin ich. Ich hab Bälle. Ist eigentlich voll dumm, dass man sagt, I have balls. So, wenn man euch in die Eier tritt, so ihr heult einfach 3 Jahre lang. So, das, so hä? Bälle ist einfach. Ich schreie immer, ne? Vor Freude. Ja, deswegen sagt man ja, Balls auf Stil, so, das, hä, das macht ja alles gar keinen Sinn. Naja, egal, Tasse vote jetzt mich. Also ich würde sagen, du wolltest ja selber, das ist alles ausgeglichen. Achso. Ich hab gedacht, wir wollten Tasse. Oh. Ich, ja. Hä? Nee, du hast doch Matteo gewonnen. Ich bin Jakal. Ey, ja, also nicht gewonnen. Hä? Okay, also da, hä? Oh Gott, jetzt dann Tasse. Dass das. Hä? Dass das noch winnable war? Ich hab doch gewusst, dass Matteo Evil ist. Oh mein Gott. Ey, ich wollte einfach aus Show jetzt mich voten. Ich denke. Gott, du bist ja ein Freund. Was war? Ich hab die ganze Zeit einfach richtig ernst gespielt und Terste trollt hier rein. Super. Ey, Leute. Das war so. Danke, Terste. Danke fürs Trollen. Ja. Beim nächsten Mal füllen wir mit dem anders auf. Das war so undankbar. Das war so undankbar. Ich war Morphling-Imposter. Ich dachte so, oh, ich mache jetzt einen coolen Morphling-Kill. Renne, ich sehe so, oh, das machen wir einen Double-Kill. Dann töte ich Jeff und Matteo, weil mein Morphling-Ding fast auslaufen wäre. Und dann steht Matteo neben Timmy und ich denke so, ja, mach schnell Double-Kill. Und du gässt ihn auch noch. Und dann gässt er mich auch noch raus. So nein, das war Party. Nein, Simon, ich wollte es nicht rausgessen, aber das war der Nice-Gesser, der Jibu in Weapons gesehen hat. Ja, richtig geil. Aber das Problem war, ich konnte ja nicht, ich kann ja nicht meinen Lover killen. Aber Timmy, dass du mich verraten hast, Was auch extrem geil war. Du hast mein Lover im Rücken und verrätst mich, Timmy. Einer auf einmal. Oh nein, nein. Ja, war eine geile Runde, ne? War geil, ja. Dass er sich selbst gewotet hat, war geil, ja. Ja, weil du hast das so gekocht, oder? Nee, ich hätte das gekocht. Ja, aber wäre auch so vorbei gewesen, glaube ich. Also, ich wollte jetzt einmal ich mache nur Spaß. Also, im dritten Mal schafft es. Ich habe die ganze Zeit nur reingetrollt, alles easy. Aber. Oh, ich hab Bücher. Also, ich dachte, als Simon gestorben ist, ja gut, ist over. So, wie soll ich das jetzt noch gewinnen? Aber dann habt ihr euch ja gegenseitig komplett auseinandergenommen. Geil. Ja, da habe ich meinen Jester-Call gemacht und tunte ihm direkt, Jester. So, woher könnten sie das wissen? Naja, weil er war auch schon... diese Wannabe-Skater-Boys, die so zu Skateboards durch die Stadt laufen, aber nicht skaten können. Und Timmy läuft mit Büchern durch die Stadt und kann nicht lesen. Ey, Matteo, warum hast du ins Dropship geguckt? Ich habe dich reinlaufen sehen und habe dann gewartet, dann bin ich hoch. Also ich habe halt... Ja, na gut. Du hast mich gesehen? Der Einzige, dessen Skin richtig authentisch ist, Terstes. Hä, meiner auch. Ich bin original so. Ja, der Wohnwagen war richtig scheiße.
Jetzt ist meine auch authentisch, warte hier. War ein Joke. Oh, Time Hose. Ja, aber ich hab dann ja Instant Bless gegessen, Paramus. Also er meinte, okay, meine Runde ist eh vorbei, hab halt Instant auf Evil Guesser gedrückt. Ja, schade, er war Jester. Ah, ja, oh. Krass. Das war's. Jo. Ups. Okay, Leute, was geht hier ab? Oh, Warlock, mein Lieblings. Wie du Schwein mich dann echt nur rausgessen willst. Mein Lieblings. Sofort. Oh, ja, ich muss hinter den Stein, So, wir sind hinter dem Stein. So, wir cursen jetzt hinterm Stein. Was geht denn heute ab? Also, dafür, dass ich am Anfang nur gestorben bin, habe ich jetzt sehr nur geile Runden gehabt. Come on, please. Ah, Fix Lights, aber gerade. Fix Lights wurde gefixt. So, kann jemand hier vorbeilaufen, please? Und gecursed werden, das wäre optimal. Das wäre optimal. Come on. Come on. Will niemand vorbeilaufen? Will niemand hier vorbeikommen? Ich würde gern Warlock-Image aufbauen, dass es Warlock-Kills gibt. Und dann würde ich gerne jemanden töten und sagen, es war ein Warlock-Kill. Das wäre geil. Da hätte ich Bock drauf. Warum läuft denn hier niemand vorbei? Hä? Wo sind denn alle? Gehen die Türen zu? Ey, hier jetzt Lifeline. So, haben wir Lifeline? Ist jemand schon tot? Ja, Bleskoman ist tot. Wurde er an Dings gekillt? Ist hier offen? Warum ist hier zu? Ja, ich kann halt nicht. Oh ne, ich kann ihn nicht cursen. Kann ich Basu cursen? Sind schon zwei tot. Oh. Das muss ja in O2 sein, oder? Ja. Sehr gut. Wer ist in O2? Wer? Die Leichen. Nee, nicht beide. Der erste liegt in Camps. Irgendwo. Oder zwischen dieser Kreuzung. Und Bless liegt in O2? Bless ist schon weiß ultra ich, lange nicht. Tot. Bless ist schon easy 30 plus tot. Ist doch grad, Tim Hose oder so hat irgendjemand doch gerade gesagt. Es muss doch in O2 sein. Weil ich aber, Labs abgeguckt habe und Office abgeguckt habe. Aber ist doch überhaupt nicht. Tim sagt doch gerade Camps. Ist schon wieder Tim Horus. Aber ist doch fast O2, oder? Ist doch fast O2. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Aber Tim Horus? Die Leiche von Blast habe ich gerade gefunden und die ist nicht O2. Die Leiche von Blast liegt in Weapons. Oha. Tim Horus, du bist gerade erst in Lab reingelaufen. Wir willst uns ganz gecheckt haben. Ja, ja, Tim Horus ist schon mal der Erste. Ich hatte den Durchblick. Ich habe den Mad-Scanner schon gecheckt und ich habe den Raum vor Silicon gecheckt. Never. Ich bin ja gerade vom Stein von der Labortür runtergelaufen und da kamst du mir entgegen. Wie willst du in der Zeit das gecheckt haben? Mit einer großen Vision. Achso, ja, dann geht das natürlich. Aber Matthäus Jester. Nein, guck mal, ich stehe jetzt gerade an Lifeline, das kann Basu bezeugen und noch jemand. Wer ist noch dabei? Ja. Und in der Zeit. Er kann nicht Schwester sein, weil ich Jakai bin. Achso, in der Zeit, wo ich von da oben runterlaufe, willst du durch das ganze Labor gelaufen sein? Vielleicht hat er so eine Rolle, wo er schneller läuft. Genau, ich bin im Sprinter, ne? Sprinter. Oh mein Gott, neue Rolle, Runner, wo man so schnell ist. Ja, kann man auch niemals rausfinden, wer das sein könnte, ne? Achso, ja, wo man dann draufdrückt und dann kriegt man so einen Speed. Heißt Neon, die neue Rolle. Nur man selbst jetzt Runner auf Tim Horus. Ja, Tim Horus, Runner, safe. Hab ich gegessen. Fail, Simon. Ja, die ist unguessbar oder so, keine Ahnung. Fail, RP ist das. Ich arbeite noch dran, okay, ich bin noch hier kein Developer. Aber an sich eine super Idee, finde ich wirklich gut. Was ist mit der Teleporter-Rolle? Ich bin übrigens, das wäre geil. Verwirrt, ja, das sage ich schon so lange, das wäre so cool. Hier kein Imposter ist, der ist ins Bermuda-Viereck gegangen am Anfang. Ich dachte, er wäre Imposter, aber nee. Ja, er ist einfach, also erstmal. Ich tut mir leid Urlaub für Blesk, dass er halt, ich wollte gerade sagen, der macht schon heute den ganzen Abend Urlaub. Ich glaub, ja, Blesk tut mir leid, weil er war Engineer. Bitte rette mich vom Jester. Du fliegst ja jetzt immer raus. Den du skippst. Soll ich dich voten oder was? Tim Horus, ich glaube, du fliegst. Ich hab geskippt. Ja, du hast Tim Horus in Lohrhausen, du hast entschieden. Aber es sind fast schon, zu viele Votes. Ein Crew raushauen können. Oh mein Gott. Stimmt, hätte ich mal zum Poster raushauen können. Hast du schon mal was von WASD gehört? Bast. Mhm.
Was jetzt geil wäre, was ist... Los, ey, was los? Soll das? Was soll das? Was jetzt geil wäre, ist, wenn wir es schaffen, versteckt Dings zu verzaubern. Also, wir warlocken Tim Horus und schieben dem einen Kill... Ja, ja, ja! Nein, ich habe kein Dings! Oh, nee, ey. Ich hatte noch keinen Cool. Der Cooldown-Timer war noch nicht da. Oh, na. Ich habe ihn gecursed, ne? Habe ich ihn gecursed? Nee, habe ich nicht. Scheiße, bin ich gecursed. Kann hier noch bitte einer vorbeilaufen, please? Kann hier bitte jemand vorbeilaufen? Eigentlich wäre es geil, wenn... Okay. So, wir haben unseren Curse drin. So, jetzt machen wir gleich Licht aus. So, Licht aus und Tür zu. Und dann müssen wir gleich den Kill machen. Aber wir müssen irgendwo stehen, wo uns keiner sieht. Beim Kill. Hier? Come on, warum läuft da niemand dran? Jetzt. Okay, ich muss jetzt hier stehen, ich kann nichts machen. Reporten, geil. Also, pass mal, wenn du jetzt den Mörder nicht gesehen hast, dann lügst du. Ich hab den Mörder nicht gesehen, weil Time Horus an mir umgefallen ist. Ah, okay, jetzt habe ich einen Instant Report. Ja, es war dumm, dass ich jetzt schnell reportet habe. Der war, entweder wurdest du gewarlockt oder Sheriff oder was, sagst du? Nee. Ich denke... Nee. Stimmt, okay. Danke, dass Simon das antwortet für Pazzi. Danke, Simon. Danke, Matteo ist Warlock. Das glaube ich nämlich auch. Ah, warum hast du sofort reportet? Warum? Damit niemand sieht, dass du... Nee, so, aber wir können ja trotzdem, wir haben uns ja bewegt. Also drei Stimmt. Sekunden. Oh, wir können, also falls es ein Warlock ist, es muss ja nicht ein Warlock sein, aber wenn es ein Warlock wäre, können wir Unge, Jiburi, Mendel und Jeff komplett ausschließen. Und Timmit auch. Ja, nein. Es kann ja auch sein, dass wir zwei Leute standen an der Lifeline. Nein, ich stand nicht, ich bin gelaufen. Nee, alle haben sich bewegt. Ja. Sicher? Ich bin safe gelaufen, Unge ist safe gelaufen. Dann bleibt doch nur noch Basel. Wenn der Kill vor Pazzi selber. Ja, dann bin ich raus, weil ich vor 3 Sekunden das Licht angemacht habe. Nee, der ist gerade passiert. Der ist Hulk, also ist gerade passiert. Also man kann auch gar nicht so genau sagen, weil das war halt angeblicher Instant Report, meinte Pazzi. Ja, eine Sekunde. Und wie soll ich dann das Licht angemacht haben? Oder hat jemand von euch das Licht angemacht? Ansonsten verurteilt mich einfach gleich, wenn ihr alle denkt, ich bin's. Aber ich weiß nicht, wer sonst das Licht dann angemacht hat. Dann war es wahrscheinlich der Sheriff. Tim Horus, was bist du? Aber warum schießt Tim Horus auf Pazzi? Gibt's einen Grund? Gibt's einen Grund dafür? Nee. Ja, weil Pazzi generell hat so einen großen Hut, da kann man das treffen. Ah, ja. Okay. Mann. Oder Pazzi hat halt selber gekallt. Hat Pazzi jetzt instant reportet oder waren es 2 Sekunden? Wenn es angeblich Warlock war, wen hast du die Runde gesehen, Pazzi? Es war instant, also keine Ahnung. Pazzi, wen hast du die Runde gesehen? Das ist... Gute Frage. Oder berührt also, hast. Auf jeden Fall ich habe Timmit auf jeden Fall gesehen. Timmit, ja. Irgendwer stand noch auf dem Metal-Scanner, meine ich, oben rechts. Ja, Jibo habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Und Basel hast du nicht gesehen denn? Nee. Matteo, sind wir uns nicht auch begegnet? Timmit, wer hat Licht angemacht? Okay, wer hat Licht angemacht? Du. Ja, und wie soll ich Kill machen? Aber dann kannst du noch Fazit sein. Diese Runde habe ich Simon gesehen, Jiburi, Jeff weiß ich, und Basel habe ich gesehen. Also wenn es kein Sheriff war, dann muss es ja Pazzi sein, falls... Oder ich habe mich selbst gewotet, damit ich ein bisschen... Dann geht mein Vote hier auf den Sheriff. Der gerade eben Tim Horus gerettet hat. Perfekt. Deswegen hat er natürlich auch auf mich geschossen. So. Ja, wir haben verloren, weil keiner rausgewotet wurde. Wir haben sehr viel Verwirrung gestiftet. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt würde ich gerne einen Kill machen, wo Baso dabei ist und dann halt sagen... Ja, Basel und ich haben gerade, da ist jemand einer an mir umgefallen. Da ist einer an mir umgefallen. Dafür muss ich aber Timmit berühren. So, wir haben Timmit berührt. Und jetzt könnte ich sagen, ich habe Timmit die Runde berührt. Jetzt könnte ich sagen, ich habe Timmit die Runde berührt, damit. Ich muss alle einmal berühren. So. Leg mal auf. Let's go. Was? Äh,
Okay, warum habt ihr jetzt direkt gedrückt? Ja, weil ich nicht wollte, dass irgendwie jetzt nur viele schnelle Kills passieren. Ja, jedenfalls. Außerdem heißt direkt. Wir haben den Lifeline gesehen, habe ich hochgelaufen, habe Report-Button gespammt. Ach so, ja, ich wusste ja nicht, wie lange die da liegt. Ach so, die liegt da seit, die liegt da seit 2 oder 3 Sekunden. Okay. Oder Jeff, was sagst du? Wo denn? Wo denn? Direkt vor Lab. Unter vor Lab, rechts, genau, Reaktor, unter dem Reaktor. Hat rechts gefixt, gehe ich von aus, ne? Ich habe rechts gefixt und wer hat links du hast gefixt? Rechts gefixt? Ich habe rechts gefixt. Parzival hat rechts gehabt. Links, Entschuldigung. Na ja, genau. Parzival links. Ja, dann können wir Parzival ausschließen. Dann, dann haben doch Baso oder du den oder Timmet. Einer von ich weiß nicht mal, wo der Kill liegt, Parzi. Ich habe keine Ahnung. Vor der Lab-Tür liegt der. Ja, ich kam aus Office. Ich war am Admin-Table. Jeff, erzähl mal die ganze Sache, die Sabotage anging und bin dann nach links gelaufen. Jeff, raus. Wir sind hochgelaufen und... Sag erst, wir haben zusammen an Lifeline den Kill gesehen. Ich war nicht. Okay, warte. Sag, ja. Wir haben den Kill gesehen. Sag es. Simon, wir haben den Kill gesehen. Darf ich das Ganze mal bitte aus eurer Sicht hören? Was passiert ist, nachdem wir uns links von Office getrennt haben? Sag bitte, wem ihr so begegnet seid, was ihr gesehen habt. Ach so. Ja, wir sind an ich bin Lifeline gegangen. Hab gesehen, dass dann Jiburi gerade gestorben ist. Also ich genau so war das. Reaktor ist erst angegangen, du bist hochgegangen, wir sind reingegangen, weil ich wollte erst checken, bevor ich zum Reaktor laufe, ob jemand gestorben ist. War aber niemand tot und dann ist jemand gestorben. Und dann sind wir hochgelaufen zum rechten Reaktor und auf dem Weg dahin haben wir Jiburi gefunden. Timmy, wo warst du, Timmy? Warte mal. Party, als Reaktor anging, stand ich am Admin-Panel und bin dann direkt links zum Hand drauflegen gegangen. Wir können das so regeln. Jeff dich ja gesehen haben. Guck mal, als anscheinend angeblich. Ich war nicht an der Lifeline Party. Ja, bevor ich mich wollte, ich wollte mich da oben hingekommen. Lass mal Timmy kurz, bevor er. Also, Party hat gesagt, er wurde geborlockt, ne? Und alle, die an Lifeline waren, als der Warlock passiert ist, sind Jeff, Timmy, Matteo und Unge. Ja. Wir sind nicht der Warlock. Es kann also, wenn nur Baso sein oder Party lügt. Deswegen, aber es war doch gestern jetzt Warlock auf Baso. Okay, es war falsch. Ich hab das nicht angemacht. Ich bin nicht der Warlock. Timmit also, war Dings Evil Dings. Er wäre eh geflogen. Was machen wir, Jeff? Wen voten wir? Ich weiß nicht. Bitte votet Baso, trusted mir. Ich bin nicht der Warlock. Ja, Baso, aber es ist wahrscheinlich falsch. Timmit hat doch auf mich... Oh mein Gott, so knapp. Was? Okay. Einer skippt. Ich hab's geskippt, weil Timmit der Evil Guesser war. Martin, du bist so. Nein, Timmit war der Good Guesser. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße! Wen hätte ich denn voten sollen? Wen hätte ich denn voten sollen? Drücken die jetzt einen Button? Scheiße, wen hätte ich denn voten sollen? Irgendjemanden. Fuck. Ich hätte irgendjemanden einfach voten sollen. Scheiße. Statt. Warum habe ich denn gedingst? Wer lebt denn überhaupt noch? Okay, wir haben jetzt ein Problem. Ein Problem haben wir. Den müssen wir noch kurz mal besprechen. Okay. Also, Jeff hat in der zweiten Runde gesagt, dass er der Jackal ist. Sehr gut. Und, ich warte, ist das der Imposter Kill? Ja, also du denkst, ist noch ein Imposter drin, Jeff? Ja. Okay, also haben wir noch einen Imposter und einen Jackal. So, das Problem ist, wir können es jetzt aussuchen. Also, ich bin Crew. Und jetzt würde ich gerne wissen, wer die andere Crew ist, dann können wir zumindest aussuchen, ob wir Simon durch Pest oder Cholera sind. Das ist gar kein Problem, ich bin die andere Crew, aber okay. Das ist... Ja, Parsi. Wollen wir, dass der Jackal gewinnt oder dass der Imposter gewinnt? Könnt ihr mir gerade nochmal kurz erklären, warum... Also Jeff ist wirklich... Also ne, ich möchte nochmal... Du bist Evil Guesser oder was? Nee, wie? Aber können wir Nein. Also... Ganz kurz, aus der Runde vor. Ich habe deswegen gesagt, dass wir Basel voten sollten, weil Jeff, jetzt hast wir geglaubt. Zu dritt... Jeff, Unge und ich, ja, links von es Office stand. Keinen, es gibt keinen Warlock. Es waren, da ging kein schon Warlock. Da ging schon der Reaktor an und ihr seid dann reingelaufen. Und Baso meinte, als Reaktor anging, ist sie sofort losgelaufen. Dann hättet ihr euch zu 100% sehen müssen. Ja, stimmt. Deswegen, das war der Grund, warum ich Baso überhaupt gewartet habe. Aber wir hatten ja vorher niemanden raus. Das heißt, wir haben ja immer noch einen Imposter, oder? Pass auf. Sei denn, Jeff ist wirklich da. Ich habe eine Frage. Pass auf. Ich bin Engineer. Kann ich gleich, wenn jemand Dings anmacht, Sabotage, kann ich das direkt fixen? Und dann aber kann ich noch... Hab ich noch einen Button? Oder muss man... Wer hat als einen Button? Bürgermeister? Nein. Nur Bürgermeister hat einen zweiten. Hatten wir schon schade, okay. Ja, wir hatten das ist, ich hab den. Das hier ist gerade ein Button. Nevermind. Okay. Ja gut, das ist schlecht. Schade, sonst hätten wir... Egal. Also... Ja, dann würde ich sagen... Also, was machen wir jetzt, Mente? Ja, es ist 50-50, also Jeff ist Jackal und Mente ist der Imposter. Nein. An sich ist doch nur eine Off-Chance, dass Jeff wirklich Jackal ist und wir sollten doch auf jeden Fall Mente voten, oder? Ja, lass Mente voten, let's go.
Okay, dann warten wir mit mich. Schnell, beeil dich, bevor er. Ich bin kein Guesser. Ach so, du bist ein Guessleiter. So. Ich bin kein Guesser. Dann mach ich Jeff, dann gönn ich das Matteo. Komm, ich vote Jeff. Nein. Hä? Let's go. Hab ich okay, doch. Also ich. Hab ich nicht. Jeff hat mich eingekauft. Oh nein. Hä? Ja, die haben ausgeglichen. Ja. Ja, aber warum? Lass das Duell machen. Ist, oder nee, was? Lass das Duell machen. Ach, Jeff ist überhaupt nicht sowas. Okay. Ja, jetzt haben wir keinen. Hast du bei mir? Wir holen uns diese Schweine, komm. So, aber der ist ja Dings, ne? Oh, das machen wir ja, hier. Ja, jetzt hat der Imposter mach natürlich nicht den Vorteil. Ich kann ja cursen. Zeitdruck. Der Kill ist in 17, ne? Wir hatten das angemacht. Lass beide nach links gehen, Da muss der andere. Nein, okay, lass beide nach rechts gehen, Basti, komm! Der rettet sich da ja die Schweine! Ah! So, wir gehen einfach. Rechts, Simon, fickst du rechts? Gehen einfach hier rein, Okay. Hat Matteo's Duell gewonnen, oder was? Nee. Matteo, du hast recht gehabt. Basketball ist der Mörder. Ich wusste es, nämlich die ganze Zeit. Also es gibt nur eine Möglichkeit, wie Matteo das hier gemacht hat, und zwar, wenn er hin und her gewendet ist. Ansonsten muss es Basketball gewesen sein. Weil ja, Matteo also, guck mal, Ticks, oder? Ey, deswegen bin ich die ganze Zeit auch so verwirrt, weil der Kill, den Pazzi gemacht hat, angeblich als wo er gewarlockt war, der macht überhaupt keinen Sinn. Pazzi, du hast die ganze Zeit... Du machst keinen Sinn, Matteo. Ich hab Runde 1 gedacht, ich bin zu 99% tot, weil ich dachte, aber ich wär's Pazzi, Pazzi. Ich muss, warte, ruhig. Also, ich muss ganz kurz nachdenken. Warum hat Jeff ausgeglichen eben? Warum wollte er nicht, dass... Ja, weil er Arsonist ist wahrscheinlich, oder? Nein, weil Jeff... Nein. Oder er war Arsonist. Oder er wusste, dass es Pazzi ist. Und die einzige Möglichkeit, dass er noch dann nicht rausfliegt... Ist ja, das wusste, dass ich es bin. Warte mal kurz. Ey, guck mal, wie soll denn aus... Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Okay, konzentrieren, Simon. Also, Jeff liegt unten tot bei mir. Und, ja. Und was, wo wart ihr? Ich verstehe. Ja, ich war rechts, hab gefixt. Nein, das stimmt nicht. Ich hab meine Hand aufgelegt rechts. Und wo warst du, Pazzi, am Anfang? Matteo, wir waren 20 Sekunden lang zu dritt links. Nein, und aber die Hand aufgelegt rechts hab ich. Nein, das ist Quatsch. Pazzi. Ja, es kann nur Pazzi sein, es kann nur Pazzi sein. Aber was trotzdem wollte ich Mäntel, was sagst du dazu? Mann, ey. Ey, aber dass, da so, dass diese Worte so verwirrend waren, als Bar so geflogen ist. Ich war in der ersten Runde noch verwirrt. Jeff ist Jester. Oh, ey, den einzigen Grund, warum ich das Mäntel gewohnt hat, weil Pasti war so ehrlich gelacht und so ehrlich verzweifelt geklungen, dass ich ihn einfach nicht mehr voten konnte. Er klang so verzweifelt, dass er psychisch am Ende ist, wenn ich jetzt gewohnt hätte. Oh Mann, wurde ich voll gegaslightet von Simon. Er wurde gegaslightet. Oh ey, mein Gott. Aber, oh, Baso, ja, hätte ich das gewusst, dass es so knapp war, ne? Hast du mich ja doch gewarlockt, Matteo. Ja, ich hatte dich gewarlockt. Matteo, ich hatte Fingern auf dem Reaktor, sorry, das war voll nicht mit Absicht. Nee, Reaktor war ich, glaube ich, okay, weil... Ja, war okay, aber war nicht mit Absicht. Guess, was hast du gegessen hiermit? Ich war nice gestern. Ich war nicht Warlock, also ich weiß auch nicht so, man kommt da immer gar nicht gegen an, so egal was ihr sagt, so ihr pusht euch einfach durch. So, obwohl Matteo ist stehen geblieben, oder? Warlock, ich habe einfach Licht angemacht in der Runde, ja, ja. Aber ich war dann ich hab, einfach der Warlock. Ich habe nur erzählt, dass ich da mitgelaufen bin, ich war ja kommt man noch nicht mehr raus, der Warlocker. Ich war nämlich der Meinung, dass Matteo oder Tim da standen, aber alle so, nö, alle habe ich verwirrt. Ja, nein, ich war nicht mal in der Nähe, Jiburi, ich war da gar nicht. Nee, weil Jester. Ich war da gar nicht. Oh mein Gott, ich hab nichts mehr gewusst am Ende, nichts mehr. Okay, wir haben uns noch ein Bild durchgemacht. War eine witzige Runde, muss ich sagen. So, Hacker sind wir. Bringt uns das irgendwas? Weiß ich nicht. Hacker kann jetzt Vitals und Admin machen. Ich mach mal Vitals einfach an. Ja, keine Ahnung. Je ne sais pas. Hat aber Spaß gemacht, die Runde. Aber ich wusste ja nicht, dass es so knapp ist von den Votes, weil es war ja 1 gegen 2 Votes, aber wen hätte ich voten sollen? Ein Vote war, glaube ich, auf Jeff. Einer war auf wen war noch ein Vote? Knappe Kiste, ey. So.
So, wir checken mal Vitals gleich. Und wenn die beiden, wenn jetzt keiner tot ist, nee, wenn jetzt einer tot ist, dann waren es die beiden unwahrscheinlich. Chill einfach mit denen hier. Ich meine, why not? Ich kann ja voll oft Vitals checken. Das ist ja geil. Nee, doch nicht. 30 Sekunden Cooldown. Wenn jetzt ein Kill draußen passiert, ne, dann ist er mega. Okay. Zwei Specimen, drei Admin. Drei, das heißt, einer ist im Vent, oder was? Warte mal. Ja, einer ist im Vent. Upp. Ah, nee. Basis ist da versteckt um die Ecke. What the fuck? Also. Was ist denn das für eine Strategie? Oh, Basis ist gerade gestorben. What the fuck? So, ihr Schlingel. Hä? Nein, für nein. Für mich sah es gerade aus, als wäre Basis gegessen worden. Aber habt ihr trotzdem reportet? Hä? Sie lag da irgendwie komisch. Die wurde auch angezeigt. Sie war kurz weg, oder? Habt ihr es gesehen? Die war kurz weg, oder? Ich habe sie gegessen und dann habe ich reportet. Kurz angeknabbert. Also wenn man beide Buttons gleichzeitig drückt für Essen und Reporten, geht beides. Deswegen. Ach so. Ja, also, keine Ahnung. Basis versteckt sich die ganze Zeit unten hinter dem Bücherregal. Dann geht das Licht aus. Genau, dann geht das Licht aus, geht Lifeline und sie wird getötet. Ich laufe wieder runter und die, keine Ahnung, wo die Leiche genau liegt, aber die hat nur ganz kurz so reporten können. Ja, aber kein Plan. Ich kann euch jetzt nichts sagen. Fazit-Test und Jeff waren, glaube ich, unten, oder? Ich bin schon wieder, ich bin fast vorm Licht. Ich stehe gerade schon an der Tür von Terzi. Also, Party kommen, als wir da alle in Admin waren, du und Terzi, ihr seid von unten weggelaufen und ich glaube, da müsste Linda schon tot gewesen sein, weil danach bin ich zu Lifeline, da war sie schon tot. Also, nee, ich bin der Erste, der das wirklich verlassen hat. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Weil ich dachte, dass jemand erst im Vent ist, dann sehe ich, dass Matteo kurz Richtung Bücherregal läuft, da steht Basis dahinter und dann sind wir alle von da weg und ich bin als Erster aus dem Raum raus. Genau, das war nämlich auch. Wieso hast du eigentlich das Versteck verraten? Weil, also ich war auch an Admin und dachte, hey, hier ist jemand im Vent, ne? Und dann habe ich so gesucht, habe ich gesagt, nee, warte mal, kann auch im Bücherregal sein. Und dann bin ich ja hingelaufen und dann dachte ich, Basis baitet, damit jemand reinlaufen und sie killen kann. Und deswegen also Bait, sagst du? Nein. Und deswegen habe ich die ganze Zeit so hin und her gelaufen. Damit sie halt rauskommt, aber keine Ahnung. Ja, scheiße. Ich gestern mal Bait auf Basis, Tim, das ist eine Top-Idee. Also ich würde sagen, der Killer, doch auch unten, der Killer hat... Ich stand oben am Lifeline, als der Kill passiert ist. Killer hat wahrscheinlich, ist rausgewendet unten, würde ich sagen, oder? Weil es zu gefährlich, da rauszulaufen. Zu gefährlich. Matteo spricht aus Erfahrung, weil... Naja, ich war jetzt 3 Runden im Posto. Da passieren massive Kills, ne? Ja. Massiv. In der Ecke. Ja, keine Ahnung, ey. Matteo! Was denn? Was? Ich hab nur deinen Namen gesagt. Das war's. Achso. Mehr wollte er nicht sagen. Okay, gut. Matteo! Matteo, es gibt Essen. Schwer zu sagen. Was? Ich kann jetzt nicht. Mann, ey, ich kann jetzt nicht! Das Online-Game. Kann man nicht pausieren. Mann, ey. Was macht ihr gerade? Ist hier. Pause. Ich verstehe es nicht. Ist ein improvisiertes Theaterstück oder was macht ihr? Tim, wo warst du? Tim und ich sind begabte Impro. Ich war mit Chibo und O2, Chris. Tim und ich sind tatsächlich begabte Impro-Theaterschauspieler. Fazit Test für Jeff, einer wieder reingestochen haben. Was war denn das für ein Geräusch? What? Das war ja scary. Dann gehen wir mal Communications. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Machen das aus. Wollen wir fixen gehen? Wurde gefixt. Das heißt, wir machen weiter unseren Job. Hallo? Warum wurde ausgemacht? Oh, wurde beim Fix gekillt? Warte, wir gucken live. Wir gucken selber Lifeline. Hallo? Ne, wurde nicht beim Fix gekillt. So. Was haben wir hier? Wir checken mal Admin. Ich bin alleine hier drin. Man läuft ja weiter, wenn das man das aufmacht. Ist ja. Abgefahren. So, die hier sind an. Timid läuft noch rein, obwohl es angeht. Oh je, Timid. Bleib bei Pazzi. Ah, der
könnte mich hier killen. So, Tim Horus läuft rein. Nein. Nein. Aha. Shit. Jiburi hat mich beobachtet und dann hat sie ihre gerechte Strafe bekommen. Ich habe nämlich in Weapons erst den Download gemacht, dann die Weapon Task. Und Jiburi steht unten an diesem kleinen schrägen Fenster in Duisburg, wo hat sie reingeguckt. Das gehört, also danke an dich. Du wolltest nämlich nur meine Privatsphäre schützen. Ich weiß das, deswegen werde ich auch nicht verraten, wer du bist. Dann fallen Tim Horus und Bless, sagen, nee, Tim Horus und Patsy raus, weil die beiden sind in Camps oder bei Electric. Danke. Nee, ich habe keine Ahnung, wer der Mörder ist, aber auf jeden Fall liegt Jiburi in Duisburg. Aber schon länger da, oder? Da, wo Teste wohnt? Ja. Da wohne ich, ja, genau. Timmy, kann sein, dass du letzte Runde Linda abgestochen hast, nachdem du aus Specimen raus bist. Ich bin nicht aus Specimen raus. Doch, du kamst zu Lord Deacon. Du warst da drin, als wir alle unten bei dem Bücherregal standen. Ich habe noch eine Aber Info. Meinst du nicht, es wäre zwischen Terce, Jeff und mir? Wie kommst du jetzt darauf? Muss ich jetzt böse sein? Weil the killer appeared to be a darker color. Ja, genau deswegen. Ich habe Timid noch in Lower Deacon gesehen gehabt. Ja, als wir alle drin waren, ist Timid noch drin gewesen, in Lower Deacon. Oh. Ja. Hinter der verschlossenen Tür und dann ist Licht ausgegangen und ich glaube nicht, dass jemand von euch da einfach reinsticht. Deswegen, wenn Tim Horus und Jibu O2 waren, dann ist Timid für mich die wahrscheinlichste Lösung. Und dann ist Timid, ja, weiß ich nicht. Klingt sehr plausibel. Heißt es nicht auch Always Vote at 8? Ja, Always Vote at 8 und niemals after 8. Witch oder Morphling, glaube ich, oder Timid? Vote for the 8. Nee, ist falsch. Also es könnten Terste, Mäntel oder Timid sein oder Jeff von den aber Farben unser her. Nenner ist ja gerade Timid, oder? Eine dunkle Farbe ist der Nenner. Mhm. Ja. Da fallen ja alle raus aus der ich Timid. Du musst niemals machen. Also Timid okay, ich weiß, dass ist nicht Nummer eins. Aber ich habe trotzdem Angst, zwei. Dass du der Mörder bist und mich vielleicht gaslightest. Dieses Wort. Lässt nimmt mich bestimmt raus. Das Wort ist echt wild. Gaslighten ist ein richtiges, modernes Dreckswort. Ja. Benutzt Leute, die so gaslightet werden. Simon, weh, du gaslightest mich. Ich wurde gegaslightet. Ja. Ich wurde schon seit Monaten wurde ich gegaslightet. Okay. Les, du kamst ja gerade in Spaceman hoch, ne? Wo warst du vorher? Admin. Ja, und davor? Weil das ist ja schon in der Nähe da, ne? Im Meeting im letzten. Perfekt. Keine Fragen mehr, Terce. Drei Votes. Okay, nur drei Leute sind draufgegangen, das heißt, die Imposter haben nicht auf Timid gewotet. Ja, das war ja offensichtlich das Timid der Mörder. Aber ich hab's ja, sogar ja, deswegen. Ich war die ganze Zeit gemutet, lol. Ich glaube, das war die ganze Zeit gemutet. Gaslighting is a form of emotional abuse that makes you question your beliefs and perception of reality. Genau. Your whole existence. Nur damit ihr wisst, was los ist, Leute, ja? Du bist nämlich kein Veganer. So, bist du gegaslightet? Ich werde oft gegaslightet, ja. Von Möhren. So. Yes. Dann gehen wir mal hier rein. Gehen hier runter. Wo kommt er denn her? Oh, ich habe einen Killer gesehen. Es war Parzival. Oh. Sehr gut, sehr gut. Kann ich und bestätigen. Und es kann kein Morphling mehr sein. Ja. Wisst ihr, wie das passiert ist? Ich bin hochgerannt. Ah nee, scheiße, weil du Sprinter bist, ne? Ich bin Runner. Okay. Ich guess dich auf Runner. Nein, mach nicht. Okay, erzähl schnell, warum bevor du rausgevotet wirst, weil du Runner bist. Ich bin hochgerannt, dann ging auf einmal das Licht an und dann habe ich noch weiß. Ja. Nein! Ja, er war echt der Sprinter. Er was? Ja, wo ist das Pass? Er hat den Runner rausge. Insane. Er hat den Runner rausgegessen, okay. Ja, du wirst rausgegessen, weil er der Runner ist und du hast ihn gerade rausgegessen. Sprinter heißt es. Nein, Runner. Ist wirklich der Runner. Ach so. Der auf hat Deutsch, so aber Sprinter, ja. Der hat so Nike-Zeichen. Lesk, warum hast du Jeff auf einmal rausgenommen nach der Runde? Wait, nach der Runde? Ich bin ja dumm. Oh, scheiße. Mich errätst du niemals, Pazzi. Okay, perfekt. Also Hacker oder Tracker. Danke dir, Matteo. Jetzt mache ich mich nur zwischen Hacker oder Tracker. Es ist Hacker. Versuch Hacker. Wir warten auf so Tracker. Was? Du bist ja auch wahnsinnig. Ja, boah, ja gut. Noch ein bisschen also Passwort, man muss es schon belohnen. Er hat mir eine Runde geschenkt, ich schenke ihm eine. Ich habe Jeff rausgenommen, weil ich nochmal über die Runde nachgedacht habe. Es hat tatsächlich überhaupt nichts mit der Medium-Info zu tun gehabt. Ich habe gesagt, das ist Timid. Also deswegen, nächste Runde hätte ich jetzt halt dann als Medium interpretiert, dass du ihn da rausnimmst, weil du irgendeine Info über die Runde hast. Partial.
Hacker-Killer. Ja, das auf dir, Tim, das auf dir wusste ich, du hast vor mir gewendet im Lab. Der Chat von Passwort hat gegaslightet und zwar hat er uns alle verraten. Gas, jo. Wieso hast du immer 5 Streams auf dem Passwort? Warum machst du das? Ja, scheiße, es waren nur 30. Es reicht eigentlich einer, weil wenn du vor einem Toten guckst, dann siehst du alle Rollen. Perfekt. So, Junge, Simon hat einfach die Advanced Tactics. Oh, Mann. Simon, Unge. Warum bist du ein Gaslighter? Over time, this type of manipulation can wear down your self-esteem and self-confidence. Ja, Matteo, finde ich aber wirklich nett von dir. Ich finde das halt auch kein Ding. Guter Ausgleich, danke dir. Gerne. Okay. Oh mein Gott. Ja, Gaslighting gibt's aber schon, oder? Das ist ein ernstes Thema. Ja, das ist schon ernst. Ja, hört auf. Kommt mit, wir machen jetzt Schnurrbartbruder. Schnurrbartbruder, komm. Es ist cool. Oh, es geht schon los. Viel Spaß. Viel Spaß. So. Viel Spaß. Ja, ich meine, er hat so viele... Party hat so viele Leute rausgegessen, da fand schon wieder. Oder gespiegeltes Geld. Nee, da hasse ich die Sounds. Ich hasse alles an diesem Map. Gespiegeltes Geld und andere Sounds? Sind die Sounds auch gespiegelt oder was? Also sind die dann rückwärts oder? Warum klicke ich so langsam eigentlich? So, Simon, lass mal hier hingehen. Ich gehe ja gerade die Tür auf. Oh nein. Nicht töten, bitte. Nicht töten. Ich wurde nicht getötet, das ist unglaublich gut. Okay. Ist jemand tot? Nein. Ist jemand... Man hat einen Cooldown. Hä? Ich raff's nicht. Man hat einen Cooldown, wo man es nicht nochmal klicken kann. Und dann geht der. Hä? Das geht überhaupt keinen Sinn. Warum geht nicht einfach. Warum geht es nicht direkt in den normalen grauen Cooldown über? Ich raff's nicht. Der Jester Joker. So. Ich will mal testen, ob ich die von weit weg machen kann. Nee. Nur wenn sie doppelt leuchtet, kann man die machen. Man lernt immer wieder was dazu. Also die Umrandung ist da, damit man sieht, dass es eine Quest ist, also eine Task. Und dann, wenn es von innen leuchtet... Was ist hier? Sehr gut. Wer auch immer das Licht angemacht hat, geil. Ich will noch mal kurz checken, wie man tot ist. Es ist niemand tot. Das heißt, ich werde sterben in 3, 2, 0. Machen wir das hier unten. Oh, wieder Insta-Lichtfix. Jemand campt Licht oder was? Das war kein Engineer-Fix. Es wird einfach angemacht. Einfach angemacht. Ist niemand tot? Warum läuft ein Timmit eigentlich so mit? So komisch. Och nee, ey. Aber Bless ist halt oft gestorben. Dem gönn ich. Kommt Leon heute nicht? Nee, der war heute Nachmittag da, also vor mir. Und heute ab 0 Uhr spiele ich da noch ein bisschen Ex-Anima. Ich glaube, der grüne Timer zeigt, wie lange du die Anzeige ansehen kannst. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Ich habe gleich meine ganzen Task fertig. Wo seid ihr denn? Aber ich konnte es nicht nochmal klicken. Alleine? Ich bin Horus war oben im Labor, als ich in Specimen rein bin. Ich bin gerade reingekommen. Du warst doch. Nee, FTL vielleicht. Donnerstag, richtig? Ja. Nachdem ich dich beschützt habe und weggelaufen bin, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast. Ist der noch mal zu dir ins Dropshipper angelaufen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also da war wenn du sie einmal schließt, ach so, so funktioniert es. Danke dir, Verschleiß. Also man macht es auf und dann ist es grün, solange man drauf guckt. Man kann es nicht nochmal aufmachen. Hast du gesagt? Man kann es nicht nochmal öffnen. Das heißt also,
Fazi, naja, wollte er nicht reinstechen. Nein. Halt noch Alter 4. Nee, morgen ist Alter 4. Nein, du wolltest Jeff töten. Ach so, das heißt, ja, genau. Fazi, ich am Solo genauso. Ich habe es natürlich gesehen. Natürlich. Fazi. Wo liegt denn Matteo? Hinter Fazi, weil. Wo ist denn das? Am Stein. Les weiß schon, dass Parzival der Killer ist, weil Les das Bildschirm geleuchtet hat. Perfekt. Ja, dann raus mit dann dir. Dann haben wir es, ja. Weil Parzival war die erste Person, die ich gesehen habe, nachdem ich drauf gelassen habe. Das ist wirklich Quatsch. Ich muss mich drauf einstellen, ob ich heute wieder durchmachen muss. Ey, es geht nicht bis 7 oder so. Wir machen heute chillig, ja? Gut, never vote. War das versprochen, Donnerstag FTL? Nein, habe ich nicht versprochen. Der Bleistift. Ich hatte die ganze Zeit. Das Traurige ist, es halt zwei Imposter jetzt noch mit drauf voten, dass für die ja sogar gut ist, wenn ich fliege. Ja, weil du der Jakal bist. Das stimmt. Chillig bis 5. Nee, also. Ich sag mal mindestens bis 2. Und ab da ist alles optional, okay? Noch habe ich Matteo getötet. Dann musst du ja wissen, wer hinter dir Matteo. Ich schlaf doch eh alle schon um 1. Ich bin aber drüber gelaufen, ich hab's gerade ein bisschen verpeilt. Halt dich fern, halt dich fern. Katastrophenrunde, Tim. Skippen wir an eurer Stelle. Ja, Tim, das war's. Wir skippen doch nicht in Jeff. Jeff! Jeff! Ja, muss um 6 aufstehen. Jeff! Ich höre aber zu, okay. Du bist ein Jakal und den will ich nicht skippen, meine ich. Ja, Tim, skippst du dann mal oder gehst du noch draußen? Willst du den Jakal leben lassen? Wollte ich schon sagen. Ja, Vorsicht, ihr habt halt wirklich 2 Imposter, weil ich habe gar nichts gemacht. Ist kein Problem, weil wir sind ja auch genug. Ich weiß auch schon, wer der eine Imposter ist. Den werde ich jetzt in der nächsten Runde outcallen und gaslighten. So, dann lass mal hier das reinkletschen. Dann machen wir Weapons. Also wenn ich nicht schnell killen, könnte das echt ein Task-Win werden, ne? Dann machen wir hier oben. So, Vlesko, Mann. Wie machst du deine Kills? Ist noch nicht vorbei, die Zeit. Letztens dachte ich, ach, die Stunde Ex-Anima gucke ich morgens und dann sehe ich am nächsten Morgen die 8 Stunden, die der Stream noch versehentlich an war. Ach so. Ja, ich habe da das, wir haben so ein Shutdown-Skript, was so alles hier runterfährt, das ganze Studio. Also eigentlich nur den einen Rechner. Das habe ich irgendwie falsch ausgeführt oder nicht richtig, oder nicht ausgeführt, keine Ahnung. Okay. Die letzten Kabel sind da oben, sehe ich gerade. Ja, alte 4 ohne Items wäre auch nochmal eine krasse Challenge, finde ich, für mich. Weil ohne Items halt 1000-mal schwerer. I got you guys. Hä? I got you. Oh, wo ist Simon hingelaufen, Timmy? An Lights, wahrscheinlich. An Lucky. Ja, wo denn? Müssten nicht beide Leichen im Lab liegen. Jiburi lag im Lab. Mhm. Und Bonja von eigentlich gehe ich davon aus, dass 2 da waren, weil ich auf dem Admin-Table 3 Leute in Labor gesehen habe. Halo dann dachte ohne ich, Waffen. Naja, bei 2 Leuten, die tot sind, nur schlagen oder was? Geht der Killer wahrscheinlich gerade raus. Weißt du, wie alt der Kill ist? Nee, ich war erst an Admin-Table, danach Lifeline und da waren sie halt schon tot. Beide. Dann habe ich Quick Math gemacht. Ja. 6 Sekunden alt sein. Sind beide tot gewesen. Es sind. Ich war mit Jiburi im Lab. Bin rausgelaufen, lauf zu Storage. Vor Storage liegt Simon. Linda kam gerade von links. Mhm. Und ist dann weggelaufen. Ich ging davon aus, geht davon aus, dass du dir einfach dachtest, ich reporte. Ja. Jeff sagt es 5-6 Sekunden. Jeff ist wahrscheinlich ist Crew. Ungefähr. Weil Timmut und ich haben Simon noch gerade gesehen. Ja. Und dann auf einmal tot gewesen, so halt so ungefähr so 7 Sekunden maximal, denke ich mal, oder Tim? Ja, ungefähr. Aber wenn Jibu auch noch gelebt hat gerade, dann müssen es ja Tim und Terste sein, oder nicht? Timmit und Terste. Ich glaube nicht, dass Terste da einen Kill gemacht hat, weil der zuerst an Light war und ich danach noch rein bin. Und da lag auch, wer auch immer da vor Surge lag, noch nicht dort. Ich kann ja auch gar nicht killen. Ich
Kann ja auch gar nicht killen, wenn ich. Aber du hast ja auch gesehen, dass ich das nicht Bock auf als Annehmer. Leute, das ist richtig. Ja, habe ich ja auch gesehen. Also, Baso war mit mir bei Lights so. Ich glaube auch nicht, dass sie das war. Ich war vorher in O2, bin dann hochgelaufen, als Lights aus waren. Also, plant ihr bald Happenlands mit ein? Jeff auch nicht. Geplant haben wir es, glaube ich, nicht. Wenn, dann machen wir es spontan. Und Gibo hat gerade noch gelebt. Vielleicht morgen nach Halo? Nee, hat sie ja nicht. Es waren ja zwei tot an Lifeline. Kann sein, dass sie beide Lover waren. Weil aber die waren wie waren denn drei tot. Punkte in Labor? Da traf ich nicht. Ja, eben. Frage ich mich ja hast eben du das auch. Da muss ich Leon fragen, ob er Bock hat. Ich habe auf dem Admin. Ah, nee, der hat was geplant morgen, oder? Auf dem Admin-Table habe ich drei Leute da gesehen. Dann bin ich zu Lifeline. Wie viele hast du dann im Electrical gesehen? Keine Ahnung, ich habe mir vielleicht... Oh, ja, Chris ist auf jeden Fall Imposter, glaube ich, weil er auch mich gecallt hat. Ich glaube, Happenlands geht nur so. Zweier-Koop, oder? Five okay, Nights ja. Hat er da, ach scheiße. Bin stimmt. Danke für den Vote. Heute den Oger erlegen, nee, ja. ich will... Baso und Flask sind es wahrscheinlich so. Muss heute 1000 andere erlegen, damit wir uns eine krasse Rüstung kaufen. Eigentlich danke. Will ich Ex Anima komplett Inventurtag machen heute und alle unsere Rüstung sortieren und dann für jeden richtigen Kämpfer... auf jeder Stufe eine geile Rüstung haben. Also von eigentlich ab Adept bis Experte, dass ein geiles Rüstungsset da ist für drei Leute, für drei Master. Das wäre halt perfekt. Das ist GG schon, ne? Weil die beiden sind's. Ja. Ah, okay. GG. Da musst du reinhauen, Linda. GG. Ich habe meine Brille nicht aufgehabt und deswegen war alles so unscharf. Ich habe gar nichts gesehen. Scheiße. Du warst minus 15 Dioptrin. Es ist wirklich Regel Nummer 1. Wenn Chris sagt, es muss Tim Horus sein, dann ist er Imposter. Ja, ich habe Baso gewotet. Da könnte ich einen 30 danke, Minuten ich nehme drüber an. Machen. Ich glaube, ich habe da Warlock gekillt, damit, als ich Licht angemacht habe. Also beides gleichzeitig. Nee, weil ihr gegenseitig rausgenommen habt, zu offen sind. Deswegen habe ich gedacht, ihr beide seid. Gut gemacht, ja. Gut gemacht. Die Arena durchgespielt gibt es, glaube ich, nicht. Aber wir hatten gar kein Medic. Das Geile ist, man kann ja Turniere gewinnen und dann kann man eine Season gewinnen. Dann kriegt man eine ganze Rüstung. Drei, das ich. Muss so ja, geil sein, wenn man so eine Rüstung gewinnt, ey. Hab doch gesagt, dass ich Jakal bin. Hab ich euch jemals angelogen? Keine Ahnung. Wenn es einfach nicht zugegeben ist, dass du Jakal bist, hätten wir dich auch nicht gewotet. Ja, okay, aber die letzten Tage eigentlich gar nicht. Oder die letzten Wochen. Hättest du nicht gesagt, dass du Jakal bist, hätten wir dich nicht gewotet. Sollen wir noch ein bisschen Mira spielen? Oder das weiß ich nicht. Oh, ich bin auch, ich, das jetzt ich muss erst mal ein Turnier gewinnen. Matthäus Leiche drüber Season gelatscht, unwahrscheinlich. Also ich glaube, ich wäre so oder so geflogen. Ja, du bist da weggelaufen. Ja. Unge, welchen... ich war das auch wirklich nicht. Also ich bin ja, ich habe das geglaubt. Wen wolltest du jetzt gaslighten? Ich wollte jetzt gerne jemanden gaslighten, aber bin leider erstochen worden von dir. Den du hast mich zuerst gegaslightet. Das kann man voll gut vergleichen. Ja, das hat sich so angeboten. Der Stash in EFT hat irgendwie so dasselbe Gefühl, löst es in mir aus wie bei Ex Anima. So geile Waffen sammeln, geile Rüstung sammeln, zu geilen Werten und so. Genauer. Ja. Ich finde sogar, dass die Items bei Ex Anima sogar noch geiler sind, weil die sind alle, haben die eine Funktion. Bei EFT sind ja so 80% der Items einfach nur. Aber ja, das wäre mein Niveau gewesen. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Oh, Detective, oh. Geil. Das heißt, wenn wir cool. Eine Leiche finden. Oh, cool. Wenn wir eine Leiche finden. Uiuiui. Detective. So, dann lass uns mal ein bisschen anquesten. Cool. Fix Lights. Who is dying? Who is dying? Ich mach hier mal eine Quest. Wenn ich eine Leiche finde, kriege ich Info über die Farbe, glaube ich, ne? So. Warum läuft mit Terste so hinterher? Was will der? Terste, was wollen sie? Oh, guck mal hier. Hier ist Blesk. Da kommt Baso. Baso kommt von draußen. Baso kommt von draußen. Warum läuft man ins O2 von unten rein? Oh je, Baso ist verdächtig. Gibt es einen Grund, unten ins O2 reinzulaufen, wenn du unten keine Quest hast, also keine Task? Ich glaube, wir haben Baso schon als Nummer 2 überführt. Jiburi und Baso sind. Reicht mir. Ich brauche keine. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum Jiburi nicht einmal aus Lifeline rausgeht. Ich esse Babybrei. Ah.
Oh, das legendäre Baby-Brei-Play. Ich würde sie voten. Ja, fällt ihr? Baby-Brei-Play, das ist aus Amis geklaut. Das ist unfair. Das ist ein Soundboard mit Baby-Brei-Sounds. It's just a Soundboard. It's just a Soundboard. Das muss es sein, Matteo. Entschuldigung. Siburi lügt doch nicht. Du isst gerade. Oh je. Ja, aber nur weil sie Babybrei ist, kann sie ja trotzdem Killerin sein. So, genau. Ja, ja. Die meisten Killer essen Babybrei, stimmt. Warum ich nicht rausgegangen bin. Warte, Moritz, warum sagst du, dass Siburi die Killerin ist? Hast du den Kill gesehen? Ich komme aus Specimen raus. Da läuft Parzival erstmal gegen eine Wand gegen, bevor er an der Admin-Table geht. Ich gehe hoch, dann liegt eine Leiche. liegt eine Leiche neben Jiburi an der Lifeline. Und ich denke mir halt so, wenn ich an der Lifeline wäre und sehe, jemand stirbt, würde ich auch aus der Lifeline kurz mal rausgehen, um zu gucken. Außer du hast keinen Babybrei da, ne? Dann nicht. Ja, aber das ist ja Play. Tim, ich bin tatsächlich nicht an der Wand hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das wegen Ping-Difference war, aber ich bin halt einfach smooth drumherum gelaufen und habe mich an der Attentable dran. Anzis, muss hier nicht peinlich sein. Ich hab actually nicht gedacht, dass der Kill bei mir in der Nähe ist. Wann war der denn? Halt Anzis, muss nicht peinlich sein. Der ist schon ein bisschen älter. Der ist schon ewig alt. Komm, Simon, danach Smash Run, wie war nicht sagst, wie es ist. Ich habe in dem internationalen Apex mit dir bin ich Zweiter geworden, sag ich mal. Der ist über 10 Sekunden alt. Einfach gecarried, Simon. Ja, hat gecarried. Über 10. Also, der ist über 10. Also ja. Über 10. Ich habe nicht ganz gezählt, aber der war schon das ein Stückchen alt. Ich habe halt gedacht, okay, stirbt jetzt noch jemand? Ja, dann war ich so, okay, nee. Dann dachte ich, na, vielleicht stirbt der jetzt jemand. Jetzt? Aber nee, du hast nur an Babybrei gedacht, Jiburi, erzähl nicht. Aber der Kill ist ja nicht bei Lights Out passiert. Das heißt, der Killer killt hinter dir und ist 100% davon überzeugt, dass du auf jeden Fall in der Admin, im Admin-Bildschirm bist, oder was? Ja, wahrscheinlich eher Warlock, oder? Kann es auch ein Warlock sein, maybe? Also ich weiß nicht, liegt der denn direkt an mir dran oder liegt der irgendwo im Raum? Ja, aber trotzdem. Dann kann es auch ein Warlock sein. Poster, weil der andere Imposter-Kollege hat Jiburi. Genau, das glaube ich dann nämlich. Das ist die wahrscheinlich, ja, das ist das wahrscheinlich, das stimmt. Ui, okay. Und hat Jiburi gewotet? Ja, on-cam kann ich ein paar Leute rausnehmen. Baso, Terzo. Aber ist der Kim Theo und Parzival. Ist der Kim nicht? Also, ich glaube, Jiburi ist die 2 und sie wurde gewarlockt von der 1. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht so viel an Leute ran... Was war denn das für ein Movement? Müssen wir schauen, dass wir nicht so viel an Leute ranlaufen, weil wir dann gewarlockt killed werden könnten. So, ich hab die Leiche ja nicht gefunden, ne? Nee. Wer ist an mir vorbeigelaufen? Gelb, Timo. Ja. Okay. Das kannst du nicht ernst machen. Ich geh mal pinkeln. Doch. Jeff hat einfach gerade vor meinen Augen die Buri getötet. Also war sie doch Imposter. Bist du Sheriff? Nein, Jackal. Ich bin Jackal. Auch rein, Jeff. Warum sagst du deine Rolle, Jeff? 4, 3, 2, 1, 0. Vielleicht war auch Shibuga einfach ewig gestern. Ich mach mal Jackal jetzt. Happy New Year. Oh. Junge, Tim. Das meinst du echt nicht ernst, oder? Tim Horus, du wolltest doch Bescheid sagen, bevor du Nice Guest. Hat er doch gerade. Er hat doch gesagt, ach komm. Und hat Jeff auf Jackal gegessen. Aber ich hab doch gesagt, ich bin Jackal. Ach, Tim Horus. Ey, Mann. Leute. Ich bin auch Jackal. Jeff hat auf Jiburi natürlich logischerweise geschossen, weil Tim Horus sie outgecallt hat und jetzt wurde Tim Horus den Sheriff. Jeff, der alte Sheriff, ne? Ist wirklich so blesk. Ja. Ich bin Sheriff. Jetzt weiß keiner, wer von uns Sheriff ist, Jeff. Nein, ich bin Sheriff, natürlich. Nein, ich bin Jeff, Sheriff. Hast du eine Rolle dazu in der Runde, als die Runde gestartet ist? Sheriff. Ich? Ja. Na, Sheriff. Sagst du dir 100% die Wahrheit, Jeff? Ich will dich als anlegen, oder? Ob du wirklich richtig stehst? Okay, ich glaube, Jeff. Ich glaube, Jeff, dass der Chef... Oh mein Gott, es regnet so stark bei mir. Hört man. Yo, hat man fuck insane. In the membrane. Junge, 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 Alter. Das ist der Regen. Also ich denke eher, dass der Evil Guesser jetzt rausgeht und Nice Guesser auch, weil Jiburi nicht der Killer war, er wahrscheinlich geworden. Tim war offensichtlich Nice Guesser so. Aber wer ist der Warlock? Tim. Also irgendjemand ist der Warlock, der Jiburi gewarlockt hat. Das müssen wir jetzt herausfinden. Genau. Ich dachte, sie wurde erschossen. Nein, ja, Jiburi hat jemand verflucht und dann hat Jiburi im Namen des Mörders Tim Horus in der letzten Runde davor getötet. Und jetzt wurde Tim Horus getötet vom Sheriff.
Tim Hoos hat sich doch gerade. Tim Hoos wurde doch gerade gegessen. Was? Warte mal, das stimmt wir, was nicht. Reden wir noch darüber, dass Matteo auch tot ist? May he rest in peace. Sag, wer der Warlock ist jetzt. Haben wir drüber geredet. Bulli hat einfach reingestochen, oder nicht? Ja. Okay. Dann wurde jeder, was er will. Oder? Macht doch, was er wollt. Oh, Parsifal kriegt zwei Votes? Das ist eine geile Scheiße. Ich bin die Witch. Ich hab dich gemacht. Junge, Jeff, alle haben Vote bekommen, außer uns beiden. Geil, wir sind vertrauenswürdige Crew. Parsi, einfach besser spielen. Was passiert? Oh, es gibt noch einen Jakal. Jeff, du bist wirklich Jakal. Oh. Ist für Jakal da drin? So. Er ist geflogen. Parsi war Killer, ne? Tim Horus ist raus. Es leben nur noch wenige, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ist noch ein. Imposter, ein Jakal. Parsi wurde rausgevotet. So. Ich habe noch voll viele Tasks, aber das schaffen die ja wohl so, ne? Die brauchen meine Tasks nicht, glaube ich, um das zu lösen. Horus hat wieder einfach reingegessen, war falsch. Berdovich, vielen Dank für 5 verschenkte Subs. Geiles Schnitzel, du. Danke, Mann. Oder Frau? Man weiß es nie, ne? Oder divers? Man weiß es nicht. Dankeschön, Berdovich. Oh, Mann. Ungo und Bless sind tot. Hä, wer hat denn jetzt den Kill gemacht? Das raff ich ja gar nicht. Okay. Also einer von denen ist Imposter, einer ist Jakal. Und es gibt ein Stechen. Hä, das raff ich ja gar nicht. Wie seid ihr denn? Einer von euch hat den Kill da gerade auf Ungo gemacht durch, vor nice. Labor. Und dann danke seid ihr dir richtig schnell ums Deutsch rumgelaufen und wart schon wieder vor Labor. Ist ja beeindruckend. Ja. Hä? Wie? Was? Warum ist Simon so langsam gewesen mit Schießen? Hä? Danke nochmal für den verschenkten Subs. Sub. What? Ist es Jeff einfach, der Jakal gecallt hat, oder? Mm-mm. Ist natürlich auch verdächtig, dass Terz überhaupt noch am Leben ist. Na, eigentlich stirbst du ja mal als erster Terz. Ja, muss ich ja böse sein, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Was da jetzt gerade passiert ist, ist mir ein Rätsel. Ich habe nur noch Unge so ganz knapp in meinem Sichtfeld umkippen sehen vor dem Labor, als ich rausgelaufen bin. Und dann kamt ihr schon zusammen. Ich weiß aber nicht, ob ihr die ganze Zeit. Lifeline. Ja, komm, wir spielen Lifeline gleich noch. Jeff kam gerade von links unterm Stein. Ja, weil Simon und ich zusammen unterwegs waren. Nächste Runde Imposter und überlief mich. Ich war heute dreimal Imposter. Wir haben 2 Runden davon gewonnen. Und eine richtig geile Jester-Runde gewonnen. Links beim Wasserrad. Jeff, wie hast du das denn gerade gesehen jetzt? Ja, wir sind ja getrennte Wege gegangen. Du bist von rechts gekommen? Und Basis stand halt schon vielleicht. Gameplay Doggy, ich habe es ausgestellt, damit man auch mitraten kann. Ja, weil ich halt ultra als Zuschauer, weil es gibt viele Zuschauer, die wollen raten. Angelaufen kommen könnt, wenn einer ich kenne ja Simons Rolle. Crap Game, nee, ist nicht geplant. War witzig, aber ist nicht so. Es kann nur Teste sein. Hä? Ich kam davor. Es ist jetzt hier gerade so ein Dings, wozu hast machen die es mich gewotet? Wenn E2 drin ist. Nein, habe ich nicht. Ins Base und. Du bist es, oder? Was? Ja, aber wie hat denn Terste so lange überlegt, wenn das nicht ist? Warum spielt denn der eine Crewmate, der jetzt noch drin ist, überhaupt nicht mit mir zusammen? Das wundert mich gerade so. Ich wollte jetzt einfach Jakal bist. Du hast doch schon vor 2 Wochen gesagt. Ja, ich habe Arena Multiplayer stelle ich mir so geil vor. Hoffe, da kommt was. Das wäre geil, okay. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, haben wir hier noch einen Jakal und einen Halo-Rolle drin? Die Connection. Jeff hat kurz nicht auf die falsche Person geschossen. Ja, sie sagt, jede einzelne Runde sie ist Jakal. Jo. Ich hab jede Person geschossen. Aber warum, darf ich nochmal wissen, warum habt ihr mich gewollt? Was ist da passiert? Ich hab auf dich geschossen. Es gab ja nur noch 2 Leute, die. In meinem Sichtfeld Umspielen. Warst du halt so gar nicht neben mir. Ich hab sofort auf Schießen gedrückt, als ich irgendwo gesehen habe und hab direkt geschossen. Du lagst so, also. Das war ja ganz weird bei mir. Ich dachte halt, Baso hat dich gekillt, weil sie schneller war oder so. Nee. Nein, Jeff, ich hab gedacht, okay, 50-50, Terste oder Baso. Ich bin ja nicht Parsifal und lese den Chat, weißt du, und da habe ich auf Baso geschossen. Das Problem war für mich aus, als wäre das ein Sheriff-Killer an mir gewesen, deswegen bin ich überhaupt nicht davon ausgegangen, dass es einer sein könnte. Ja, schade.
Ich hätte auch, wir hätten auch einfach gleiche Report können, hätten dann zusammen herausfinden können, aber ich dachte, ich schieße es einfach auf einen. Jeff, dass du nicht bei mir geblieben bist. Ich kann machen, dass ich verbiegt. Ach, ich bin auch sauer auf Jeff, weil warum lügst denn du? Ich bin auch sauer. Ist voll labberig und ausgeleiert. Du hast gesagt, du bist Chakal. So ein Gummibleistift. Ich hab auch nicht gelogen. Ich hab keinen Kill gemacht. Ich hab nicht mal mitgespielt eigentlich. Du bist Chakal. Natürlich hast du gelogen. Ich hab dich gegessen. Das war falsch. Geil, oder? Magic. Ach so. War nur ein bisschen schade, dass ich kein Evil. Vielleicht vorher noch überlegen, bevor du gehst. Krieg auf der dritten Klasse. Ja, die Rakete nach Körper in Space. Dass meine Rolle geklaut wurde. Hallo? Ja, ich sag's, wie es ist, Jeff. Das wird jetzt Runde Spaß. Jetzt Mira HQ, let's go. So, let's go. Was haben wir denn hier? Kremate sind wir. Zier, oh, das ist mal eine gute. Das ist mal eine gute Rolle. Zier ist ja schmoptial. So, an wen heften wir uns ran? An den Joker? Joker geht mit ins Light. Oh mein Gott, wir sind hier viele. So, Terste läuft mit runter. Bleib mal eine bleib mal ein bisschen bei Terste. Oh, ich hätte faken müssen, dass ich an die andere Task gehe. Okay, kommt aber keiner mit. Die okay, Lifeline-Info brauche ich nicht. Warum ist sie gerade stehen geblieben? Wurde ich verzaubert? Wurde nicht gewarlockt, oder? Oh, kill. Kill, kill, kill. Kill, kill, kill. Oh, noch ein Kill. Wer lief gerade an mir vorbei? Scheiße. Hallo. Wer war das gerade? Hi. Ich wurde gewarlockt und vielleicht könnt ihr gerade sagen, wer sich in eurer Nähe bewegt hat, aber ich weiß schon, wer der Warlock ist übrigens. Ja, ich weiß es auch. Ja? Wer ist denn der Warlock? Sag du, wer ist gerade aus Office rausgelaufen? Nee, ich, oh, ich kann jetzt sehen. Deswegen kann ich nicht, dass du dich bewegst. Okay, also, so. Leute, hört mir kurz zu. Ja. Ich sag jetzt etwas. Nein. Und das werdet ihr nicht gut finden. Oh nein, bitte sag's nicht, bitte sag's nicht. Weiß auf dem Horus. Nein, was ich weiß gar nichts. Ich bin, na, gut, gestern, ich vote Blask. Ja, ich hab auch gesagt, weil er da stand. Hä? Ja, tschüss. Tschüss. Kurze Freude. Hättest du vorher gesagt, was war Simon Says? Ja. Was war denn das jetzt? Jetzt hat jemand eine Imposter-Runde versaut. Scheiße. Ja, dann voten wir dich jetzt. Ich glaube nicht, dass Matteo so schnell reagiert hätte mit Nice Guess, oder? Nee. Hey, was meinst du damit, Jiburi? Ich bin mega flink. Ich bin eher so langsam ein Fazit im Horus. Ja, Terster. Okay, skip mal. Ich bin nicht so schnell, Jibu. Was war so. Okay, gut, danke. Aber ich bin Jakal. Aber du bist auch Jakal. Ja. Ich bin Jakal. Danke für den Deswegen Vote. Geht das ja nicht. Kein Ding, Matteo. Also, die beiden Gesser sind dead. Ein Gesser ist da drin. Nee, warte. Der ewige Gesser lebt. Stimmt, ihr habt recht. Scheiße. Habe ich meine Rolle verloren? Nee, ich bin Zier immer noch. Cool. So, Jiburi war es dann wahrscheinlich nicht. Blesk war Nummer 1. Sind die Camps überhaupt an? Camps sind aus. Obwohl er auch rausgelaufen ist. Ach nee. Ach nee. Nee, Tim Horus, nee. Nee. Lässt du mich aber liegen? Lässt du mich liegen? Lässt du mich aber liegen? Let's go! Easy win. Sehr gut gemacht. Du bist ja einfach Boss-Sheriff, ich wusste es. Sehr gut gemacht. Ja. Weil du oben mit Matteo noch warst und ja, Matteo tot war. Genau. Und weil ich glaube, dass du da Evil Guest hast. Genau. Ja. Enttäuscht. Sorry. Ja, also, well played, krass. Easy. Jeff und ich haben diese Runde etwas ganz anderes gemacht. Wir sind einfach rechts gelaufen, lässt uns hinterher, dann sind wir links und dann dachte ich mir, nein, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, ich hab dich gewarlockt in dem Pulk in Dropship, so. Aber du bist es wäre offensichtlich gewesen. Ja, aber da habe ich euch doch nicht gewarlockt. Ah, okay. Ja, trotzdem draufgedrückt, weil man euch beide halt sowieso, wenn ihr Crewmate seid, man kann euch nicht töten, weil ihr immer zu zweit rumlauft. So, sprich, ihr habt halt immer das Ticket in die letzten Runden in den meisten Fällen. Ja, aber wenn andere Leute halt andauernd in der ersten Runde sterben, weil die alleine rumlaufen. Das ist
finde ich auf Dauer ein bisschen anstrengend. Ist aber nicht so, dass wir die ganze Runde zusammen. Also ich bin zum Beispiel vorhin in der Runde komplett mit dir rumgelaufen, Blisk. Weißt du, was dann passiert ist? Da bin ich direkt gestorben. Ja, ich bin der schlechtere Jeff. Ich bin der schlechtere Jeff, leider. So geht's Blisk und mir halt immer so. Naja. Schon wieder vergessen zu stellen. Oder kann ich noch? Spaß. Bitte verzeihen. Hättest du mich besser beschützt, Blesk? Nee, ja, meine Banger-Runde, wirklich. Ja, also, schön. Das ist noch Mira, ne? Da laufe ich nicht direkt los. Oh, geil. Was? Okay, ach, du Scheiße. Sind wir hier gelandet. What the fuck? So, okay. Witchen, also wir sind ein Witch. Weiß schon mal Witch? Keine Ahnung. Terste sollten auf jeden Fall nicht witchen. Und Unge auch nicht, weil Terste hat gesehen, dass ich in Unge vorbeigelaufen bin. Müssen jemanden witchen, der ist. Kann man sich irgendwie verstecken, dass man das zündet da so Leute an? Tim Horus ist hier. Ne, Tim Horus nicht töten, please. Mach nochmal Licht an, ich will ja witchen. Witch it. Oh. Hup. Wo reportet man? Hier. Wie bist du denn da reingekommen, Jibo? War so? Warum klebst du an mir dran? Weil du so attraktiv und gut aussehend bist. Okay, Baso lügt auf jeden Fall. Das geht gar nicht, dass ihr es das ja. Sie lügt auf jeden Fall. Ja. Leiche liegt im Klo. Also fast runtergespült halb liegt der Parzival. Nee, das stimmt doch gar nicht. Hast du den Parzival erst angedrückt, Baso? Also, das stimmt nicht. Die lag doch im Cargo Bay, die Leiche. Hä? In diesem Storage-Ding da. Ganz. Mensch, wenn du gleich deine Information hast, ich habe noch eine wichtige Sache zu Parzi. Ja, sag. Ja, also es muss nicht unbedingt das sein, dass es ein Mörder war. Oft ist es so, wenn man auf Klo sitzt und man drückt zu fest, kann auch schlagen. Sie war nicht auf Klo, jetzt war nicht auf Klo. Auf Klo also, zu viel drückt, da kann die Ader platzen im Kopf. Die Leiche. Die Leiche liegt aber im Klo. Ich musste sogar ich habe sogar die Tür zugemacht, weil ich gedrückt habe und dann ist die Tür zugegangen, obwohl die auf war. Matteo, ich weiß nicht, was du für wilde Fantasien hast, aber die Leiche lag in Storage. Und ich hätte auch fast reported. Wo in Storage? An diesem Kasten da, an diesem Brettding. An dem Brettding. Mhm. Ja. Und deswegen hast du nicht. Und weil ich woanders bin, habe ich dann woanders reported, oder was? Ja. Weiß ich nicht. Du warst wahrscheinlich vor mir da im Storage und hast reported. Also ich war vor dir da, aber du hast die Leiche gesehen und ich habe dann aber reported. Ersche heißt sie, ja. Aber was hätte ich denn für einen Grund zu lügen, dass die Leiche 10 Meter weiter hinten liegt? Weiß ich nicht, vielleicht weil du, keine Ahnung, den Kill gemacht hast und ich, weiß ich nicht. Ich habe den Kill gemacht. Ja, wahrscheinlich hast du gepanickt, reported dann, weil ich um die Ecke kam oder so. Also, du bist mir die gesamte Runde hinterhergelaufen von dem Lifeline-Monitor. Okay. Hä? Bist du Jester oder so? Ich raff gerade. So tun, als wäre das nie passiert. Und ich bin dir nur hinterhergelaufen, weil ich mich vor deinen hinter deinen breiten Schultern verstecken wollte. Was? Warte mal. Trinkt Baso gerade Alkohol? Ist ja voll ausgewechselt gerade. Wie so eine Doppel-A-Batterie, die leer ist und jetzt hat man eine neue reingemacht. Ich bin Jackal. Quatsch, ey. Hä, was ist das? Also das Meeting war ultimativ informativ. Ja, also die Infos, die können wir noch benutzen bis an Lebensende. Hä, was ist denn... Ich raff's ja gar nicht. Oh nein, jetzt ist sie auch noch hier, oder was? Ich raff's nicht. Oh, ich glaube, hier wird. Ich will nicht mit Baso. Ich wollte Baso gerade killen. Aber ich denke mal, ich lasse jetzt eher am Leben. Was
das für ein Sound? What the fuck is happening, Simon? Okay. Simon! Holy, mein Herz! Stop it! Es ist einfach Regen. Oh mein Gott! Ja. Komm ins Luftschiff rein. Nein, wir dürfen nicht mehr zusammenlaufen. Das ist vielleicht sauer. Man kann man hier rauswenden oder so? Nee, ne? Das stimmt. Man ist hier trapped, oder? Man kann hier nicht mehr raus. Diese Map, ich hab die ja vor langem nicht mehr gespielt. Die ist irgendwie ist so fucking riesig. So. Unge und Dings sind da oben. Geht Licht aus gerade? Lights wurde Insta gefixt. So. Können wir uns hier verpieseln? Hier ist zugenagelt. Hier verstecken. Ja, diese verdammten Türen auf dieser Map, ne, die sind einfach die Hölle. So. Reaktor an, sobald es geht. Gehen wir mal zurück. Laufen wir nach oben. Mann. Ey, wisst ihr, was okay wäre? Es wäre okay. Oh, Tim Morris kommt von da, okay. Kann ich hier rüberfliegen? Ja. Diese Türen! Ey, ohne Scheiß, könnt ihr mir einen Gefallen tun, wenn ihr Imposter seid? Macht bitte nicht mehr die Türen zu. Es ist. Ja, Sam. Das, ich hasse es. Wer die Türen zugemacht hat, der soll jetzt nicht melden, dafür ja, wird er rausgeworfen. Bitte. Danke, dass du die Türen aufmachst, Baso. Ey, wenn es wenigstens. Wenn es wenigstens. Okay, sorry. Also, ich habe auf jeden Fall Türen jedes Mal beim First Try aufbekommen, das bin ich stolz drauf. Aber wie? Also, du musst das Gefühl ganz haben, leicht, ja, ganz ja. gefühlt, leicht durchsliden, ganz leicht. Ich mache hier immer diesen Wischi-Wischi wie auf Bullshit. Nee, das ist Bullshit. Falsch. Hier mit Gefühl, mit Gefühl. Bless, erzähl mal bitte. Wenn, Evil Guesser, wenn ich Evil Guesser wäre, würde ich Time Master auf Timid machen, glaube ich. Aber ich bin nicht der Evil Guesser. Jiburi ist getötet worden bei den Polaroids. Mhm. Haben wir eine Info, was? Wie lange sie ungefähr schon tot ist? Bei den Polaroids, wo man die Fotos entwickelt. Dieses, ja, nach ja. Dieses Matteo, ich war in Kamera, Matteo ist danach in dieses Records-Ding reingelaufen. Der war relativ irgendwo in der Region unterwegs, glaube ich. Ja, ich bin auf jeden Fall bei den Handtüchern gewesen, das stimmt. Jetzt habe ich das verstanden, Tim Horus Time Master. Nee, Timid. Ach so, Time Horus. Timid. Natürlich, Tim Horus, ja, das habe ich verstanden. Time Horus. Okay. Das war ja sonst immer der Gag. Du meinst Tim, ne? Tim Horus. Ah. Ja. Nee, Time. Time It. Time Horus. Nicht Time Horus, sondern Time It. Ach, du meinst Time Horus, meinst du? Ja, ja, der ist wirklich Time Master, Time Horus, ja. Na gut, ich bin Dr. Strange. Timid ist nicht Time Master, aber Tim Horus. Doch. Ja. Nein, Timid ist es nicht. Es ist Time Horus. Time. The Time. I'm the Time and the Horus. Ja, ja, aber lässt dein Imposter-Kollege will das scheinbar nicht voten. Warum? Weiß ich nicht. Traut sie aber nicht, mich Time Master zu guessen. Also es ist Time Horus und nicht Time It. Das war die letzte Runde. Aber wie hast du es herausgefunden? Auf Time Horus, ja, auf Time Horus, ja. Ich mach. Oh, ich bin aus Versehen gevotet. Achso, ich vote ihn jetzt auch. Warum machst du das, was du machst? Oh. Ich würde wahrscheinlich dasselbe machen, tatsächlich. Baso. Aber es kann natürlich auch komplett falsch sein, ne? Wer weiß. Hä? Ich bin nicht mit Dingen jetzt rumgelaufen, mit Jeff. Wirklich, kann also bestimmt irgendwie Engineer oder so. Ich bin mit Jeff rumgelaufen. Ja, weil du die Tür aufgemacht hast. Ja, aber wir müssen es abwechseln, Jeff. Ich mach eine, du machst eine, weil nur ich kann nicht. Oh, Time Horus, das war's. Krass, ich hätte nicht Timid voten sollen, hätte skippen sollen. Aber woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Wie viele Leute kann man innerhalb von einer Runde cursen? Nur einen? Oder gehen mehrere? So, der Spell runter. I don't know. Scheiße, Mann, dieses Schiff, ey. Ich habe jetzt eh keine gute Chance mehr zu gewinnen. Es sind noch 7 Leute drin.
So, wie viele Leute kann ich spellen? Alle. Aber dann voten die mich, weil die ja sehen, dass ich nicht gespellt. Man müsste sich selber spellen können als Witch. Das wäre irgendwie geil. Dass man so ein Fake-Spell machen kann auf sich selbst. Ey, diese Türen, ich will die selber nicht mehr zumachen, die sind so nervig. Wo sind denn alle? Ich würde gerne jemanden töten, aber ich finde niemanden. Oder jemanden spellen. Ich würde gerne jemanden abspellen. Spell it. Warum? Mann, ey! Warum macht er vor mir die Türen zu? Warum macht er vor mir die Türen zu? So, okay. Spell dauert lange, ne? Man muss so länger an jemanden dran stehen. Kann ich es auf der Treppe drücken? Hier komme ich auch gar nicht raus. Ey, dieses Schiff. Hm, geh mal. Warum? Ich will sie doch da drin killen. Ich will sie da drin killen. Jetzt komme ich nicht zu ihr hin, weil... Oh mein Gott, ey. Oh, danke. Wurde ich gesehen? Da war Simon, ne? Da war Simon mit drin. Oh mein Gott! Baso hat versucht, mich zu gaslighten und dann ist sie gestorben. Oh mein Gott! Ey! Basis ist mir gerade hinterhergelaufen in dem. Ich bin die ganze Zeit im Vault Room und sie ist mir hinterhergelaufen. Ich dachte, entweder ist sie Mörder oder sie ist so eine Rolle, wo sie an mir dran kleben muss. Also sowas wie dieser Benzin. Wo ist denn der Vault Room? Der Vault Room, das ist links da, dieser oben Schatzraum. Links, wo der Diamant, nee, Rubin drin ist. Ja, wo der Rubin in der Mitte ist, ja. Da, wo Bless die ganze Zone war? Ja, aber Bless war das. Also ich habe niemanden da jetzt gesehen. Bless ist schon wieder weg. Hm. Auf jeden Fall. Basis ist mir so hinterhergelaufen und versucht, an mir dran zu bleiben. Normalerweise rennt Basis mir nie hinterher, weil sie immer Angst hat. Und das ist auch zu guter Recht, zu guten Letzt. Ich bin nämlich ein Psychopath. Aber diesmal wollte sie mich, glaube ich, anzünden. Sie ist so Benzinklasse. Ja, Benzinklasse. Sie ist Benzinklasse. Sie ist keine Healer-Klasse, kein Tank. Sie ist Benzinklasse. Irgendjemand hat sie getötet und ich werde die Person finden. Ja. Okay, ja. Ich brauche jetzt Hilfe. Jeff kann ich rausnehmen. Jeff kann ich rausnehmen. Der ist von Timmy rausnehmen. Gut, ja. Dann Mendel Terste, was ist mit euch? Ich hau gerade auf dieses Duschding drauf und hab's zweimal rübergeschlagen. Okay, glaube ich dir. Glaube ich dir, jetzt bleiben nur noch Terste und Vlest und das sind beides die Imposter-Kollegen. Richtig. Nein. Nee, aber ich glaube nicht, dass Vlesk den letzten Kill gemacht hat, auf jeden Fall. Da kam ja nicht so viel Sinnvolles in dem Meeting. Ich bin jetzt gerade, was ist da denn in der Mitte? Wie heißt der nochmal? Gap Room? Ja, ne? Mhm. Ja, genau da, wo gerade die Leiche in der Nähe liegt. Okay, ha, hab ich verstanden. Nee, ich bin ja einmal rumgelaufen, ne? Weil Timmel mit der Plattform nach rechts gefahren ist. Ja. Ja, deshalb musste ich über die Fotos dann quasi rüberlaufen. Ne? Les, wo bist du denn gerade? Ich stehe unten auf der Planke und mache meinen Upload. Ja, das kann ja, irgendjemand muss ja hier lügen und das ist in der Morgens ganz gefährlich von Lügen. Ich hab sogar noch wahrscheinlich eine sinnvolle Info. Ich glaube, Jeff hat den Kill gemacht, weil Jeff nämlich auf einmal rechts neben mir im Raum stand, aber nicht ich mit mir rumgelaufen mit ist und auch Aber ja, Jeff kriegt also ich, es, wir müssen jemanden voten und wir müssen uns als Crew gemeinsam entscheiden. Ich habe aber absolut no clue. Ich habe nur die Leiche reported. Aber ich habe keine Ahnung. Bitte macht irgendwas super brainiges. Los. Was super brainiges. Es gab bisher keinen Dings Doppelkill. Das heißt, ich würde sagen, Lover sind noch drin. Ja, dann Jeff. Nein. Nee, einer ist schon raus und das war Tim, glaube ich, oder? Tim Horus war doch noch drin, den haben wir noch. Ich musste dich voten, Jeff, weil du der Einzige mit Alibi warst. Ich habe es mit den Lover nur gesagt, damit die beiden vielleicht beide tot sind. So, aber die Frage ist, können wir killen? Wir könnten hier so ein Bait machen, dass wir das Licht ausmachen, dann läuft jemand hier hin. Dann kill ich den, mach die Tür zu und wende raus. Warum machst du hier die Tür? Wer macht dir die Türen zu, Mann? Kommt jemand rein? Okay. Why? Also wir haben jetzt schon mal eine Information. Und zwar, dass es nicht Vlesk ist. Weil Vlesk hätte den Alarm ausgelöst.
Terst ist Level 35, der hat ja auch den Alarm ausgelöst. Jetzt ist die Frage, ob Mental oder Timme das verschlafen hat. Nee. Hä? Tim Horus war doch ein Imposter. Wir haben nur noch einen Imposter. Tim Horus aus Versehen erwischt, ja. Ja. Ach so. Das heißt, es sind keine zwei Imposter mehr drin, ja. Also ich finde, es ist ein bisschen komisch, dass Vlest so ungefähr 10-mal gesagt hat, dass ich Time-Master bin. Ja, aber du bist ja noch einfach drin. Ja, klar, weil der Mate wahrscheinlich kein Evil Guesser war, oder? Ist er 100% drin? Also, wenn es noch zwei Leute wären, dann wäre es schon. Nee, ja, nee. Wär's schon over, weil jetzt Alarm. Ich habe gedacht, ich bin so falsch auf die Brücke vor dem Alarm. Die Runde davor wurde ewig lang keiner gekillt und dann finden wir eine Leiche. Warum killt dann der zweite nicht? Das ist doch Quatsch. Stimmt, ja, es gab gar keinen zweiten mehr. Das heißt, Jeff war unschuldig. Es tut mir leid, Jeff. Weißt du, ich habe nur Mental gehört, wie er gesagt hat, es muss eine Lava geben und du bist mit Nein, ich hab... Ja, jetzt willst du mich gaslighten oder was? Du hast Mantle jetzt gerade gaslightet, weil er gesagt hat, es muss ein Lava sein und deswegen habe ich... Nein, ich habe nur gesagt, es gab doch keinen Lava-Kill. Das heißt, wenn wir jetzt falsch rausmorden... Weißt du, was alles ausgelöst hat? Der hat uns auseinandergebracht mit seinen... Ja, ihr läuft zusammen rum und jetzt, aber jetzt bist du tot. Jetzt ist er tot, Vlest, wie gefällt dir das? Simon, wenn, Theo, bist du Evil Guesser? Nein. Nee? Schade. Nein. Ja gut, dann komm, dann baue ich Vlest. Was? Ich finde also, die Logik geil. Ich glaube nicht, dass Timmel ist so, weil den einen Kill, da war er sehr lange bei mir. Ich glaube nicht, dass es Matteo ist, weil Matteo hat die Dusche repariert. Das denkt er sich nicht aus, der hat einen Pony. Also die Argumentation wird schon geil. Also, ja, ein Pony. Okay, kann das sein? Für mich bleiben jetzt noch drei Leute übrig. Ja, aber drei, nur noch drei. Muss ja sein, oder? Jester oder ich kann oder auch keine Poste sein. Als Kind hatten wir auf unserem Bauernhof ein Pferd. Diese Rast. Stimmt, scheiße. Das lässt auch aus. Dann kann nur noch Terste eigentlich, oder? Ja, aber Terste war. Terste, hast du einen Pony als Kind? Oh nein. Ein Pony, ne? Ja. Oh okay, shit. Sag, was ihr gewotet habt. Ich hab Vlest gewotet. Lange eine Schildkröte tatsächlich. Terste, sag, was hast du gewotet? Ich hab jetzt Vlest gewotet tatsächlich. Oha, zwei Leute auf Vlest. Ich werde ausgleichen. Mensch, was hast du gewotet? Ich hab auch Vlest. Ich hab einfach jemanden gewotet. Okay. Perfekt. Dann vote ich mich jetzt selber. Ich hab Matteo gewotet. Ja. Ach, schade. Hättest du was gesagt, Vlest? Falls du Evil Guesser bist, Unge ist Mayor? Ich bin kein Evil Guesser. Wie kommst du denn überhaupt da drauf? Schade. Aber Timmy Time Master, bin ich gespannt, ob das richtig ist. Alles leider falsch. Mann, Leute, wieso? Egal, ich hätte ihn nicht ausgleichen können. So, Engine hätte auch nicht ausgleichen können. So, Oh. Ich hab's selbst gewohnt. Das Gute ist, es kann kein Button mehr gedrückt werden. Das heißt, wenn wir es schaffen. Ja, das weiß ich. Hier irgendwie so einen ganz abgedrehten Kill, so ganz weit weg, dass er ewig lang nicht gefunden wird, zu machen. Oh Mann, ey. So, kann man Leute irgendwie. Ich muss sie zum Light locken. Oder wir machen es mal so. Wir lassen die Tür hier mal zu, ne? Lassen die Tür hier mal zu. Dann wenden wir hier runter. Kommen hier raus. Dann machen wir jetzt hier das Licht aus. Wo geht denn das? Wo geht denn hier Licht aus? Hä? Das Dings. Das hier ist. Es gibt kein Lights Out? Wait, was? Ja, muss ich jemanden so finden? Sind jahrelang getrappt auf dieser Map. Wir kommen nie wieder raus. So. Ich brauche hier gar nicht drauf zu gucken. Was will ich hier drauf gucken? So, muss jemand an diesen Tresor? Das wäre geil, wenn einer am Tresor chillt. Versucht, diesen verdammten Tresor zu machen. Wo sind alle? Das ist das Ding. Ich renne hier seit einer halben Stunde rum und ich finde einfach keinen. Ich finde einfach niemanden. So, da ist Simon. Wir locken Simon mal. Kommt er nicht mit? Hä, wo läuft er denn hin? Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Ich wollte ihn jetzt irgendwo hinlocken, wo ich ihn gut killen kann. Ja, danke, danke. GG, Timid. Danke, danke. Schade, ich hab was? Beim ersten Mal, als Mantle mich gekreuzt hat, habe ich Timesheet angemacht und beim zweiten hat er mich erst beim zweiten Mal getötet. Ich dachte die ganze Zeit, du bist Imposter. Ich bin ja automatisch. Nee. Ich dachte, du wärst Imposter. Nee. Wieso habt ihr alle auf Les geworden? Warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr alle Tim Horus geworden? Warte mal. Hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Wir haben Lava. Die Lava gewinnen automatisch mit rein. Ach so! Nein. Oh mein Gott! Du hättest uns töten müssen, hättest du gewonnen. Ja, ich hab gewonnen? Ja, ich hab gewonnen! Ich bin ja die ganze Zeit rumgerannt. Nee, du hast nicht gewonnen, die Lava haben gewonnen. Oder? Ja, aber er ist ich doch. Ich bin doch Lava. Er ist doch. Ach, du bist Lava? Gewonnen. Hä?
Er ist Crew, also Crew und Lover. Ach so, ja. Weil ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, habe einfach niemanden gefunden. Wärst du gerade nicht zu diesem Spind da gerannt, zu diesem Tresor, sondern hoch, ich habe die Türen zugemacht, da ist Timmit erstmal schön gegen die Wand gelaufen. Du hättest den weggemacht, Lover-Kill, bam, win. Ja, gut, aber wie soll ich das? Mehr bist du groß für 10 Leute. Ja, die Türen nerven, die Tasks nerven, die ist so groß. Ich mach gar keine Tasks auf deiner Map, weil es einfach gar keinen Spaß macht. Ja. Stimmt. Können von mir. Mach doch den Tresor. Jiburi, hat Matteo nicht getötet? Mich war richtig. Getötet, ja. Nein, und Jiburi habe ich auch getötet. Das war richtig. Du hast mich da gesehen in der Nähe, das war richtig. Oha. Ja. Aber ich war. Ich bin nicht gewotet worden, weil mein Pferd Rasti hieß. Ich war. Ich hab nicht gewotet, Blask. Der erste. Du weißt gar nicht, wer mich gewotet hat. Taste und Jeff, oder? Alle haben sich gewotet. Ich war das schon. Ja, ich habe dich halt nur gewotet, weil ich dachte, Timmit fliegt sonst, ne? Und ich wollte den Lover gewinnen, ne? Ach ja, klar. Sorry. Sorry. Warte, war das noch die gleiche Runde, in der Tim Hose mich am Anfang in der Toilette getötet hat? Ja, war es. Tim, das war sogar nicht nur, dass du mich zweimal als erstes getötet hast, sondern sogar du persönlich hast mich zweimal hintereinander instant weggemacht. Echt? Geil. Ja, jetzt Speedrun oder Feierabend? Ja, schnell nochmal eine. Wie ihr wollt. Speedrun mit so einer schnelleren Laufgeschwindigkeit, bitte. Mit einer schnelleren Laufgeschwindigkeit. Oh, no. Noch mit einer schnelleren Laufgeschwindigkeit, bitte. Aber nicht auf dieser doofen Map. Ja, ich hab schon stark gedrückt, war zu spät. Nein. Wir müssen demnächst auch mal Verstecken oder sowas spielen. Ich kann das nicht mehr abbrechen, das geht nicht. Also 5 Subs, Party oder was? Ja, Karl gewonnen. Bitte, aber geil, letzte Runde auch nochmal. Diese Scheiße hier gerade, ne? Es ist okay. Camouflage, okay. So, alright. Wollen wir was Krasses machen? Okay, warte mal. Nee. Ich wollte gerade Licht ausmachen, zurückwenden mit Camouflage und dann killen. Ist ja dumm. So, yo. So, dann sabotieren wir mal Lights, aber machen nichts. Haben wir Camouflage an. Machen aber auch nix. Wie so Pro-Gamer. So, wie lange geht... Achso, geht jetzt wieder aus. Ich warte einfach hier, bis mich jemand hier sieht, dann laufe ich dann irgendwann weg. Oder ist das überhaupt eine Task? Ja, beides sind Tasks, oder? So, dann gehen wir hier ran. Ah, da kommt Jiburi. Oh, ist Light. Oh, da ist jemand gewendet. Ist jemand gewendet? Bin mir gerade. Wer ist da gewendet? Ist es einer von uns? Wer ist der kleine Troll? Wer hat Party 3 mal als erstes getötet gerade? Scheiße. Mann. Okay. Es gibt dann 20. Oh. Also. Ich stand mit Jeff oben links an der Ecke und ich habe genau gesehen, dass jemand halt. Scheiße. Sorry, Party, kriegst 5 Subs. Camouflagte Person. Erinnere mich dran, dass Party 5 Subs bekommt. Gekillt hat, aber ich wusste nicht, dass ich nah genug dran stehe zum Reporten, aber ich habe die ganze Zeit noch intuitiv Report-Button gehämmert, weil wir in diesem Camouflage-Modus waren. Hätte ich einfach warten sollen. Ja, jemand hat gerade. Ja. Wir waren ja mit Lichtfix. Tim Horus war da, Baso war da. Ich war da. Pazzi und Terste. Und ja, pass auf, ich bin gerade links oben da im Reaktorgebiet. Da ist Parzival auch gerade rausgelaufen, ne? In die Korn rein, als ich raus bin. Terste, du bist erstmal leider in mein Vent reingehüpft, in dem zwischen Reaktor und dem Lockerroom. Der war blau leider. Nochmal, wo? Zwischen Reaktor, also da, wo man in diesem Decon-Dingens, da hast du dich leider bei mir im Vent versteckt, das war nicht so gut. Ja, da war ich nicht, genau. Ja. Und wenn ich nicht der Böse bin, dann musst ja du der Böse sein, richtig? Also ich bin, wo Decon bin ich rausgesprungen? Rein. Okay, unter den Kabel meinst du. Okay. Nee. Okay, haben wir erfahren, Vlesk und Terste sind beide Rollen, die wenden können. Jetzt würde ich immer noch gerne wissen, wo bist du gerade?
Ich bin rübergelaufen zu Admin wieder, nachdem wir da beim Licht fertig waren. Und Tim Horus, wo bist du gerade? Ich bin unten links in der Ecke in Electrical, hab mich da versteckt, unter den Schreibtisch. Hab ich mich hast du gesehen, dass da jemand gekillt hat? Hast du es gesehen? Nein. Der ist das Camouflage. Ich habe in meinem Radius gar nichts mehr gesehen. War wurdest du mit angezeigt? Tim Horus muss lügen, weil es war kein Licht mehr aus, als der Kill passiert ist. Ja, und ich bin ganz unten in der Ecke, Simon. Nein, nein, du musst es gesehen haben. Ich geh jetzt in die Ecke und gucke, wie der Radius ist. Ich geh jetzt in die Ecke und gucke, wie der Radius ist. Wurde Timid angezeigt? Wurde ich denn Tazi überhaupt genau? Weißt du, Electrical? In der Mitte von Electrical. Nämlich Timid wurde nicht angezeigt. Von Electrical. Deshalb bist du nicht. Wenn das so ist, dann könnte ja der Butcher auch wenden, oder kann er es nicht? Ah, gute Nacht, Timid. Letzte Runde. Ich bin nicht camouflage. Habe ich mal gemutet? Bist du sicher? Bin ich mir sehr sicher. Ich bin auch nicht aus dem Vent gesprungen. Also eine Person wurde zuerst, obwohl er in den Vent gesprungen ist? Ja, ich habe auch geskippt, weil ich mir dachte, der wird eh nicht gewotet. Also Pazi bekommt die 5 Subs, aber ich wusste nicht, wen ich da kille, weil es war halt Dings, ne? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe auch so nicht mitbekommen, dass er die ganze Zeit als Erster gestorben ist. So. Dann gehen wir mal hier. Ah, hier wird zugenagelt. Kann man hier nicht Dings sabotieren? O2? Ja, kann man. Hä? Warum? Nee. 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 Geil. 18. Hä? Shit. Ich hätte fast den Killer gesehen. Oh, Vlesk und Baso. Ja, dann müssen wir jetzt Baso da hingelaufen. Dann müssen wir jetzt aber Terste voten zur Sicherheit. Wo bist du hingegangen? Was? Wie zur Sicherheit? Ja, weil Vlesk ist jetzt tot. Er hat gesagt, du bist in den Vent gesprungen. Ey, Simon, wo bist du gerade? Ich bin in diesem Zwischending zwischen Reaktor und, also in diesem Gang, wo zwei Türen sind, weißt du? Ja. Den Schleusen. Ja. Ach so. Bei der Schleuse. Ach so, weil ich gegessen werde. Du wurdest da gekillt. Okay, ich gehe jetzt davon aus. Okay, ich sag's jetzt einfach. Ich gehe jetzt davon aus. Ja. Do it. Dass Vlesk der Evil Guesser war. Ich habe Vlesk erschossen. Ich muss es sagen, bevor, weil wenn die Runde sonst kaputt ist, habe ich ein Problem. Mhm. Okay. Wenn ich gleich weg bin, ich war Sheriff. Wo liegt die Leiche? Aber dann würdest du doch jetzt gegessen linken Fix. Ja, aber wenn er Evil Guesser war. Nein, Vlesk war Evil Guesser. Weil ich glaube, dass Vlesk Evil Guesser war. Aber dann hätte er doch Terce einfach gewotet. Der hebt sich das doch immer auf bis zum Ende. Ich bin ja nicht gewendet. Ja. Also, das ist ja, wie soll er mich guessen, wenn ich nicht gewendet bin? Er wollte halt einfach nur mich sass machen anscheinend. Mm, weil ich habe es auch nicht verstanden. Aber wo, also wo Tour losging, ich würd, war ich Tim Horus bei mir und wer war noch da oben? Tim Horus, wer war noch da oben? Ich würde Terce jetzt rausrufen. Brennst du gerade mit mir den Gang hoch, lohnt der Jeff? Ich bin... Yeah. Nee, das war ich, das war ich. Simon? Ich bin mit allein, also ich habe Mantel kurz bei diesem Knopf, wo man den Alarm ausmacht, gesehen, bin aber weggelaufen, weil ich hatte Angst, dass Mantel mich absticht. Mhm. Du wurdest auch gekillt. Ich würde jetzt actually Terce einmal getötet. Nein, ich wurde nicht getötet. Doch? Also, nein. Ich glaube, Matteo lügt. Hallo? Vlesk war eine böse Rolle. Wenn ich auf Vlesk... Wurde ein Morphling Unge getötet, Jeff? Wurde getimemastert? Nein. Also, jemand hat probiert, auf die einzustechen. Wo ist denn der Kill? Ach so. Oh mein Gott, wer war bei dir? Können wir trotzdem Terce voten? Kann es nur Mantel gewesen sein. Mantel ist der einzige. Nein. Oder Terce. Oder Mantel, er lügt ja. Mantel und Terce, die ganze Runde gesehen. Nur Mantel und Terce. Einer von den beiden ist der Killing Roll dann, wenn Jeff die Wahrheit sagt. Nur Mantel und Terce habe ich berührt. Nur Mantel und Terce habe ich berührt. Dann nicht der gemeinsame. Also O2 war noch nicht gefixt, wo du. Also ungefähr beim Ende von O2 fix. Da war ich nicht bei dir, Simon. Kann das sein? Am Ende von O2 fix, da war ich alleine. Das kann irgendwie nicht sein. Das kann nicht sein, Jeff. Jeff, lügst du gerade? Nein, ich lüge nicht. Beim O2-Fix, irgendwo da. Wo ja gut, da hat Mente versucht, mich abzustechen, während als wir uns getroffen haben. Simon, ich war doch da gar nicht bei dir. Mente, ja, ich vote jetzt Mente. Ich vote Mente. Oh nein. Ihr macht einen Fehler, ich bin Sheriff. Nein, er ist kein Sheriff. Das kann nicht sein. Kann wirklich nicht sein, oder? Nein, kann nicht sein. Er ist kein Sheriff. Schade, hätte fast funktioniert. Es hätte fast funktioniert. Es bleibt spannend. Aber jetzt haben wir die Zeit. Jetzt haben wir die Zeit und können die Subs an Pazi raushauen. So, Sekunde. Parzival Twitch. So, da ist er. Hä?
Hä, ist er nicht mehr live? Ist er nicht mehr live? Ich wollte doch nur bei jemandem safe sein, Mann. Ja, Mann, ich hab auf dich geschossen, weil du mir hinterhergelaufen bist. Ich wollte eigentlich auf Terrasse schießen, aber er ist zu einer Task gelaufen. Und dann die ganze Zeit GG. Oh, ich hab eigentlich vor, auf Terrasse zu schießen, aber dann bist du mir hinterhergelaufen. Warum bist du mir hinterhergelaufen? Ja, weil ich wusste, dass es Terrasse ist und ich nur wissen wollte, welche Rolle er hat. Und ich wollte bei dir sein, weil ich dir geglaubt habe, dass du safe bist. Oh nein. Ich bin die ganze Zeit im Vent als Witcher. War das? Oh nein. Ja, das war, ich war Witcher und Bump. Ich wusste gar nicht, dass ich im Venten kann als Witcher. Ich saß da im Vent drin und Terrasse kommt mit rein. Ich sehe nur, ich dachte mir, ist es für mich einfacher. Mir. Ich dachte, es ist für mich einfacher, wenn ich nur einen Imposter habe, bei dem ich fressen muss. So. Moment mal, Simon war selber Sheriff? Ich war Sheriff, ja. Ja. Und ich wollte Terrasse erschießen, wegen Last Call, aber Terrasse ist sofort, als die Runde gestartet ist, zur Task gelaufen, links, unten. Und dann dachte ich am Balkon, dann dachte ich, okay, also, dass er jetzt zur Task läuft, okay, hm. Ja, ja. Kannst halt lange stehen bleiben und Kill-Cooldown runtersetzen. Ja, ja, ne? Und dann ist mir aber Jiburi, hat mich gekreuzt und dann ist mir hinterhergelaufen. Und dann bin ich die ganze Zeit um den Tisch rumgelaufen und sie ist mir hinterhergelaufen und dann jetzt schieße ich, bevor sie mich ersticht. Ja, aber hätte ich dich nicht schon bei der Kill-Cooldown nicht schon längst weg? Ja, aber hätte ich hatte dich nicht schon längst erschießen können? Ja, ich hatte Paranoia. Ich hatte schon überlegt. Ja. Stark gemacht, Terrasse, geil. Oh Mann. Runter, ne? Ja. Ja, Mette, sehr gut gespielt. Ne? Ja, cooler ne? Move mit deinem Sheriff-Call. So, ja, aber das war unlucky, weil er war halt Sheriff. Warum. Also, ja, okay. Deswegen habe ich ja gesagt, Mental muss der. Deswegen habe ich ja gesagt, Mental muss der Mörder sein. Das ist wirklich ein Hype-Train gerade. Nein, der nähert sich nur. Ich bin ja schon nicht mehr online. Okay. War lustig. Offline-Hype-Train, nice, ja. War nice. Yes. Vielen Dank für die Runde. Vielen Dank, ne, für die Einladung. Ciao. Macht's gut, ciao. Schlaf gut und so weiter. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich hab ein Pony. So. Okay, dann gehen wir mal hier raus.